Heute dreht sich bei Löffelmesser Gabel alles um die wahrscheinlich schönste Nebensache der Welt. Bier. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von LMG, möglicherweise live für euch. Wenn ihr da am Start seid, heute Donnerstag 20.06 Uhr ist es bei mir ungefähr, oder natürlich auch alle On-Demand-Zuseherinnen werden ebenfalls von mir herzlichst begrüßt. Wir machen selten live, heute ist es allerdings eine absolut sinnvolle Situation, denn wir haben nicht nur fantastische Gäste, wir haben auch ein großartiges Thema, was ich alleine überhaupt nicht beherrschen würde, mangels Expertise. Es geht um Bier. Es geht um Bier in all seiner Herrlichkeit oder zumindest in der Herrlichkeit, wo ich so gesagt habe, lass uns mal so ein bisschen grundschulmäßig rangehen an das Thema. Denn ich habe hier zwei Experten an meiner Seite, die deutlich, deutlich tiefer im Game sind. Zum einen natürlich Uke Bosse, einer der besten Freunde des Hauses. Genau, da ist deine Kamera da. Und auf der anderen Seite Heiko Gogulin, normalerweise als Geschäftsführer so ein Mann der ganz wichtigen Sachen, aber ebenfalls heute Gast an meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Mhm. Ihr freut euch hoffentlich auch ein bisschen, auch wenn, das sei an dieser Stelle kurz gesagt, ich habe euch vielleicht ein wenig so in das Themenfeld der heutigen Sendung reingequatscht, will ich nicht sagen, aber ich habe mich mit meiner Empfehlung auf jeden Fall durchgesetzt. Es geht heute eher so um das Konventionelle, wie gesagt, um Pilz, Biere und nicht um die riesige, weite Welt, die ihr natürlich wunderbar beackert habt oder auch beackert privat. Ihr seid wahre Experten. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. So, jetzt aber. Heiko. Ja. Woher kommt deine Passion fürs Thema Bier? Ist das so wie bei mir mit 14 das erste Mal an der Dose genippt und seitdem? Ach, ich weiß nicht. Es hat sich so mein ganzes Leben lang entwickelt. Und spätestens so vor, keine Ahnung, 10, 8 Jahren, als es so mit diesem ganzen Craft-Bier-Gedöns losging, und sich die Welt der Biere noch mal multipliziert hat, bin ich ja absolut dabei. Und ja, ich trinke einfach generell gerne Alkohol, muss ich sagen. Bin aber, würde ich behaupten, noch auf Seite der Geschmackstrinker. Also mein Psychoanalytiker sagt, mein Alkoholkonsum sei nicht wesentlich für meine Probleme. Das klingt auf jeden Fall gut und so, dass man erstmal dir nacheifern sollte. Also, aber er kennt dich auch noch nicht so lange wie ich. Also insofern. Er kennt mich schon 3 Jahre, aber nicht also, so lange kenn, wie du. Also, okay. Ich meine, ihr kennt euch ja auch ewig lang, Uke. Wir kennen dich auch ewig lang. Aber ihr kennt euch natürlich auch über das Thema Bier. Ja. Und glaube ich, wenn ich sage, da gleich so los, ich kann es gar nicht fassen. Ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, weißt du? Weil 2017 habe ich dir Untappd gezeigt. Ja. So, ich meine, du hast es natürlich sowieso gefunden. Und dann dachte ich, okay, hätte ich ihm das jetzt geben dürfen oder nicht? Das war so diese App, in der man seine Biere eintragen kann. Das war wie so eine, also wie viel Bier hast du da inzwischen? Über 5000. Ja. Also Untappd ist so eine App, das ist gleichzeitig soziales Netzwerk und ein bisschen Pokémon. Also man sammelt Biere wie andere Leute Pokémon und kann dann sozusagen Biere einchecken, Fotos davon machen und es wird so crowdgesourced. Man kann dann so, werden so Daten generiert, welches Bier ist jetzt in welchem Laden im Ausschank und das Ganze weltweit. Und dadurch hat man so ein Tagebuch seines Alkoholkonsums. Manche Leute finden es total geil und manche Leute sind davon sehr erschrocken. Das ist auch ein schöner Buchtitel auf jeden Fall. Tagebuch meines Alkoholkonsums. Ja, aber ich meine, wenn du sagst, wenn ihr sagt tausende Biere, normalerweise denkt man so in total, aber es ist ja wirklich einfach unfassbar. Tausende unterschiedlich. Ja, ja, genau. Deswegen. Also genau, nur einmal probiert es nicht, das ist die Quantität, das ist nur die Unterschiede. Ja, genau. Ich habe seit 2017 über 5000 unterschiedliche Biere getrunken. Was ein Schnitt von, glaube ich, 2 Bieren, die ich noch nie in meinem Leben getrunken habe, am Tag betrifft. Aber der Psychoanalytiker sagt, das ist ein guter Mann. Guter ja. Mann. Ja. Nein, nein, das ist auch nicht so, ich trinke ja nicht jeden Tag Alkohol, aber es gibt halt Tage, da mache ich halt Strecke. Ja, aber das ist bei euch, da jetzt mal, ihr habt ja beide diese App benutzt. Ist es dann so, wo man stolz sagt, ich habe dich wieder überholt? Ich habe hab ihn noch nie überholt. So? Ich bin bei 2000, glaube ich. So was? Ja. Und dann, Heiko tappt mir dann so manchmal so stolz auf die Schulter und sagt, hast du geschafft, gut gemacht und so. Da gucken mich aber Leute auch schon ein bisschen komisch an, denken, dass es so viel ist. Aber letztendlich, das ist eigentlich so häufig, ich habe es gibt auch Monate, wo man sehr wenig macht und dann macht man, man trinkt dann halt an einem Abend mal 10 oder sowas, ne? Mhm. So, und dann geht das halt, oder du bist mal, hast du mal so einen Taster oder so, dann sind es halt 6 und machst so. Aber das Schöne ist, ich hab's ja gerade auch gesagt, wahrscheinlich, dadurch, dass man sich so intensiv damit beschäftigt, wächst das Interesse, man differenziert mehr aus und man ist einfach tiefer in dem Thema drin. Ihr könnt euch eben viel besser aus. Ich bin wirklich so ein Wald- und Wiesentrinker, trinke meistens Pilz, wenn ich Bier trinke. Und ihr habt einfach deutlich mehr Facetten, die ihr rausschmeckt oder sucht nach Aufregenderem, weil das natürlich nachvollziehbar ist. Es ist halt auch geil, so, dass man, wenn man sagt, okay, das ist halt Bier, aber wieso schmeckt das so und das schmeckt komplett anders. Ja. So, das eine, was du mir mal erzählt hast, Heiko, das habe ich halt so noch nicht gemacht. Das fand ich halt super spannend, war dann halt dieser Viererträger oder was.
wo dasselbe Bier, aber immer mit einer anderen Wassersorte drin war. Genau, ja. Das ist halt super spannend. Und wenn du das dann schmeckst und dann schmeckt man auch. Der Gaumen. Oder ist es ein Gag? Nee, das gibt auch Biere über Bier sozusagen, die von den Möglichkeiten von Bier handeln. Das war tatsächlich dasselbe Rezept mit 4 verschiedenen Wassersorten von anderen Kontinenten. Oder dasselbe Rezept mit unterschiedlicher Bitterkeit oder mit mehr Bitterkeit als die Zunge eigentlich. Es wird der Bitterkeit wird über die Zunge geschmeckt, das wird uns beim Pilz auch noch begegnen. Mehr Bitterkeit als die Zunge eigentlich wahrnehmen kann, weil die Zunge kann nur 1000 IBU wahrnehmen. Das sind International Bitter Units. Das ist auch eine Einheit, die beim Bier genommen wird. Also Bier wird in IBU gemessen, die Bitterheit. Und da gibt es zum Beispiel Biere, die bitterer sind, objektiv gesehen, als man sie schmecken kann. Und all so ein Quatsch gibt es tatsächlich. Aber das ist wirklich sehr nerdig. Ja, es ist ja, aber es ist und, aber nochmal, ja. Klar zu, also Pilz ist ein total super Genre. Ich liebe Pilsner. Das ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie der Craft Beer Connoisseur da jetzt die Nase rümpft, nur weil wir irgendwie Pilsner haben. Wir haben ein paar richtig gute Sachen am Start. Ja. Ich bin gespannt. Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge am Start. 20 Biere an der Zahl werden wir uns heute genehmigen. Wir haben die Liste auch mit euch geteilt. Also ihr könnt natürlich gerne mittrinken in Maßen und verantwortungsvoll. Also vielleicht einfach mal einen Schluck statt die ganze Pulle. Wir gehen mal kurz zum Tafelfeld, um uns das mal für den Moment anzuschauen. Heiko, vielleicht kommst du ein bisschen genau, dass wir das besser die andere Seite können. Wir haben versucht, so ein wenig ein wildes Feld einerseits aufzustellen, aber wir wollten natürlich auch für euch möglichst viele ansprechen. Denn wie wir das wissen, nicht jedes Bier kriegt man überall. Und wir haben viele, ihr habt es Fernsehbiere genannt, ne? So ein bisschen ja. Wahrscheinlich, man kennt es eben so, Krombacher, Veltins, Becks so. Aber vielleicht führt ihr einmal selber so grob durch, weil ihr könnt es besser, als ich es jemals könnte. Nach welchen, also wir haben logischerweise Perlenbacher 5.0, wir haben so Discounterbier aus der PET-Flasche und so weiter und so fort. Wir haben Markenbiere, aber eben noch andere. Was ist das Billigste, was wir haben? Oh, das gute Karlskrone ja, und das gute genau. Perlenbacher, ja. Also wir haben halt erstmal tatsächlich Fernsehbiere, also wirklich so als Genre von Brauereien, die man prima durchs Fernsehen kennt. Das heißt nicht automatisch, dass die keine Tradition haben, aber man, es ist wirklich so, das ein stehender Begriff, die Fernsehbiere. Dann haben wir tatsächlich so internationale Fernsehbiere, Tuborg aus Dänemark, Heineken tatsächlich. Dann die Bitterness-Klassiker der größeren Biere, Jever und Flensburg. Dann haben wir drei, sag ich mal, eher niedrigpreisigere Biere, 5.0, Karlskrone und Perlenbach aus der Plastikflasche. Dann tatsächlich so ein paar lokale Sachen, Tannenzäpfle aus dem Schwarzwald, Astra aus Hamburg, das Augsburger Herrenpilz, eins meiner absoluten Lieblingspilsner. Und danach haben wir eine tschechische Sektion, Pilsner Urquell, Budweiser und Staropram. Da müssen wir auch diskutieren, ob das nicht schon eventuell Lagerbiere sind. Und anschließend haben wir noch eine Craft-Bier-Strecke mit dem Happy-Pilz, dem Stickwert-Frühlingspilz, dem Bambule-Pilz und dem Pizza-Pilz. Aus Italien. Italien-Pilsner auch ein Genre. Ja. Ist denn halt, ist das selbstbewusst im Preis mit 94. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Ist das auch die Reihenfolge, in der wir es trinken? Oder mischen wir das noch so? Also, das war so mal eine grobe Reihenfolge, aber ich finde, wenn wir uns zwischendurch halt mal was aus dem Craft-Sektor nehmen wollen oder uns mal wieder ein bisschen erden wollen ja, vom genau. Geschmack her. Das würde ich halt so machen, weil nachher sind wir schon so verdorben von dem Perlbacher, dass uns das Pizzapilz, dass wir da gar nicht mehr den Thunfisch rausschmecken. Genau, also ich finde, ja. Können ein bisschen freestylen. Ich glaube, das ist so ganz gut, das ist so ein bisschen hier so. Mit, keine Ahnung, bei Becks und mit solchen Sachen zu starten, das ist ein bisschen Wasser mit Biergeschmack, ist, glaube ich, ganz gut zum Reinkommen. Lass mich schon die Statements. Ich habe schon gehört, das ist so wie, um es auf euch Gamer, falls ihr kein Bier trinkt, das ist so ein bisschen so die EA-Fraktion, ne? Mhm. Ja, so ungeliebt bei den Indie-Fans, machen erfolgreiche Produkte, sind auch nicht immer scheiße, so, aber so, du hast es nicht gesagt, so habe ich es dir in den Mund gelegt. Aber ich bin super gespannt, weil ich habe auf jeden Fall hier auch Sachen, wo ich weiß, die schmecken mir besser, die schmecken mir weniger gut. Aber wenn ihr euch richtig was schmecken lassen wollt, zumindest Balsam für die Seele mäßig, dann haben da was für euch. Ihr könnt noch 14% sparen zum Valentinstag. So sind wir zu euch. Indem ihr bei uns mal in den Shop guckt und sagt, geil, das ist ja der absolute Hammer. Zum Valentinstag 14% sparen. Da gehe ich doch direkt mal shoppen. Wie gesagt, tut das sehr, sehr, sehr gerne. Nur solange die Aktion gilt. So, jetzt gilt es aber, das erste Bier zu öffnen. Yes. Ich bin super gespannt. Ich habe auch unglaublichen Brand. Wir haben ja auch gerade 2 Stunden Let's Played und in der Theorie ja. Uns mit allen Facetten. Ne? Ja. Eigentlich. Alles, wir haben Industrie wir gemacht. Ja richtig in Bock haben jetzt. Bei mir geht es auch meistens so, wenn ich von der Gamescom wiederkomme, habe ich richtig Bock auf Spielen. Ja. Ihr habt jetzt diesen Simulator da gespielt. Das muss jetzt ja absolut. Wir haben Bier gebraut im Keller. Wir haben eine Fabrik aufgebaut. Wir haben alle Aspekte. Wir haben Obdachlose rausgeschmissen. Wir haben Paletten mit Beinen. Ja, ich habe es mit einem Auge verfolgt tatsächlich. Ja, ich habe versucht, möglichst viel Wasser vorher zu trinken, damit ich jetzt nicht so durstig bin. Um nicht sofort so schnell einen Tee zu bekommen, aber ich habe leider noch richtig Durst. Das ist doch top. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Ja. Nichts anderes habe ich erwartet. Tatsächlich. Aber wir teilen uns ja jedes Bier durch 3, ne? Ja. Wir starten jetzt mit einer Perle der Natur, oder ja. Wie es so schön in der Werbung heißt. Das ist sozusagen mein
Da, wo ich groß geworden bin, war das so das Standardbier auf Partys. Mhm. Ich persönlich fand es nicht so geil, aber viele, alle, ja, schön Krombier erstmal hier, ne? Das war immer so ein bisschen Münsterland-Style, aber mir war es nie so geheuer. Ich habe es auch lange nicht mehr getrunken. Wo ist denn Krombach? Irgendwo im Sauerland, oder? Im Sauerland, ach so. Ja, es gibt, glaube ich, in jeder Region gibt's ein so ein Bier, was halt so Standardding ist. Ich überlege gerade. Bei uns war es Jever natürlich, aber das günstige, was war das? Das gute Hansapilz vom Aldi? Das gibt's, glaube ich, nicht mehr. Doch, gibt's schon. Auch, ja. Aber das gab's bei uns auch, ja. Aldi Nord, ne, hat geregelt. Ja. Ich glaube, das gibt's nicht mehr. Hansapilz? Das 2002 gibt's das, glaube ich, nicht mehr, weil das wollten wir mal für unser Biertesting haben. Das gibt's scheinbar seit 2002 oder 2004 gibt's das nicht mehr. Das war ja, das auch immer mal so anders geschmeckt hat. Das war ähnlich wie mit diesem Malzbier, über das wir sprechen. Ja. Die Dose immer gleich, der Inhalt immer unterschiedlich. Das ist bei Discountern auch häufig so. Ganz kurz, bevor wir starten. Wir werden uns hier, damit es nicht zu unübersichtlich wird, letztendlich dann auf eine Zahl jeweils einigen. Die gute alte Zehner-Skala wird zu Rate gezogen. Jeder von uns gibt eine Wertung letztendlich ab. Ihr könnt natürlich auch mitmachen. Wir probieren das mal aus. Wenn ihr das Bier kennt oder vielleicht sogar euch schon gemütlich gemacht habt vor dem Sofa, dann könnt ihr unter Ausrufezeichen LMG eine Note von 1 bis 10 abgeben und dann schauen wir mal, was euer User-Ranking quasi so an Begeisterung für das erste Bier oder für die anderen des Abends so hat. Kurze Frage, wäre das jetzt mit 2000 ist natürlich nicht so geil wie 5000 Bieren im Rücken. Ist das so ein Bier, was man sich noch mal kauft? Oder wenn man die Wahl hat, also jetzt unabhängig vom persönlichen Geschmack, einfach nur, weil es so das McDonald's der Biere ist? Nee, würde ich nicht machen. Nee. Es ist aber so, dass man natürlich viele Biere auch in Kneipen, bei Konzerten, auf Festivals und so. Also man kann diesem Bier nicht entgehen. Es gibt Exklusivdeals mit Kneipen. Das ist jetzt zum Beispiel in Amerika verboten, dass Kneipen Exklusivdeals machen. Dann gibt es halt einen Deal, der darf nur das Krombacher vom Hahn sein. Dafür zahlt Krombacher dann die Zapfanlage oder die Markise oder irgendwie die Plätze für draußen und so. Das ist in manchen anderen Ländern verboten. So insofern, man kann manchen Bieren halt auch einfach nicht entgehen. Insofern, Krombacher begegnet mir regelmäßig. Das ist richtig, aber ich würde es jetzt nicht kaufen, wenn ich in den Laden gehe und sage, Mensch, doch, guck mal, was ist das, ein schönes Krombacher? Nö, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht machen. Nee. Gucken wir mal. Ihr müsst mir jetzt sagen, oder warte mal, ich gucke jetzt mal zu. Wer von euch möchte einschenken? Ich habe das Gefühl, ich möchte schon wieder alles falsch machen. Heiko. Potenziell. Nein, okay, fang ich an. Ja, komm, Heiko. Also, wir haben hier fantastische Gläser. Teilen wir das jedes Mal. Ja, wir haben tatsächlich. Wir machen es eh nicht leer. So wie ihr sagt, dass wir gut über den Abend kommen. Ja, wir haben tatsächlich Pilzgläser. Das sind ja sogenannte Pilztulpen hier. Und ich finde es ganz toll, dass wir auch dieses Papier haben. Ja, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Aber das gibt es, glaube ich, nicht im Shop gerade, ne? Nee, das gibt es leider nicht im Shop. Aber es natürlich könnte man, je nachdem, wie erfolgreich die Sendung heute wird, natürlich mal so eine kleine Sonderedition. Ja, das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Ist denn die Pilztulpe, ich muss es auch an dieser Stelle mal fragen, ist das einfach nur so das traditionelle, primär, aber visuell ansprechende Darreichungsgefäß für Pilz? Oder hat diese Form mit dem Bier mehr Bewandtnis, als dass ich das einfach in den Ikea-Pokal kippe? Es gibt sie doch aber auch noch so ein bisschen breiter, oder? Ja, ja, bauchiger. Ja, bauchiger, genau. Das ist schon so die Tulpe. Also die Tulpe sieht ja eher so aus wie Tulpe ist ja das andere. Was ist also Tulpe? Es gibt tatsächlich Gläser, die historisch bedingt sind, glaube ich, so, die einfach irgendwie sich traditionell rausgebildet haben. Aber es gibt tatsächlich auch Gläser, die die Nase halt auch tatsächlich lenken. Ne? Den Geruch lenken, genauso wie es auch bei Cocktailgläsern gemacht wird. Manche Sachen sind größer, manche sind kleiner. Manchmal reibst du auch noch ein bisschen von der Orangenschale dran, dass du es dann halt nur riechst in dem Moment und so weiter. Ich kann dir zu dieser Pilztulpe, also ob das jetzt genau den Geruch und so weiter gut rüberbringt, kann ich dir nicht sagen. Aber das ist ja auch in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich. Ne? Also in England hast du ja dieses Pintglas, was ja halt immer also eine Röhre ist. Und ich meine, dass in den 80ern hatten sie den Tankard. Das ist dieses kleine Ding mit dem kleinen Griff dran. Das hat bestimmt eine historische Bewandtnis, warum das so ist. Ich weiß nicht, ob die Leute da alle über das Getränk oder den. Obwohl, na, inzwischen finde ich es ja ganz interessant mit den Craft-Dingern, den Craft-Bieren. Da kriegst du ja für jedes Glas, wie in Belgien, für jedes Bier kriegst du ein eigenes Glas inzwischen schon fast. Mhm. Was mich auch nicht so richtig, erschließt sich mir nicht hundertprozentig, ist aber ganz schön. Ich lerne gerade von Herion 82, das Krombacher aus dem Siegerland, nicht im Sauerland, aber es war irgendein Essland. Sieger, also Sauer. Fast, aber jetzt lasst uns doch mal bitte, ich hab so gebrannt jetzt, fangen wir mal an. Also, riechen wir erstmal ein bisschen. Erstmal mal riechen. Das Bier im Glas, Riecht nach Bier, es riecht recht bierig, würde ich sagen. Also ist ein ich glaube, die Geruchsgeschichte wird uns vielleicht bei anderen Bieren nochmal eher begegnen. Also das Pilz natürlich sehr homogen. Ja. Auf jeden Fall unaufdringlich, was ich rieche. Das riecht nach Bier. Das ist das, was man erwartet, wenn man Bier will, dann sagt man. Zum Wohl, ja. Prost, ne? Prost, Freunde. Prost. So, dann kommen wir nicht mehr zusammen. Ja. Ja, wir haben also
einen ganz typischen Biergeschmack, würde ich jetzt hier sagen. Das ist bei mir eine 2,5, ne? Also das ist halt von 5 normalerweise. Das ist so ein kompletter Durchschnitt. Es ist nicht eklig, es ist auch nicht besonders toll. Temperatur ganz gut eigentlich, finde ich. Ja. In England trinkt man das Bier ein bisschen wärmer, was ich auch durchaus nach einer Weile völlig okay finde, weil man dadurch mehr schmeckt. Je kälter du es machst, desto weniger schmeckst du halt dran. Das muss man, glaube ich, so kalt trinken, dann ist es auch völlig okay. Also es ist jetzt ein gutes erstes Bier, also ich kann mich nicht beschweren. Ja, ich bin auch mal also oft überrascht. Ich habe schon gesagt, man kann manchen Sachen nicht aus dem Weg gehen. Denke ich, oh Gott, und manchmal wird es bestätigt, aber oft bin ich überrascht. Ach, ist ja gar nicht mal so schlecht. Und da merkt man auch tatsächlich, wie sehr man dann doch auch, egal wie viel reflektiert man sich irgendwie hält, vom Marketing und irgendwelchen Sachen getrieben ist. Mhm. Deswegen, es wäre so eine Blindverkostung tatsächlich auch mal total spannend. Die habe ich bei Bier noch nie gemacht. Da möchte ich mal kurz Folgendes zu sagen, aus meiner Erfahrung. Ich und Gunnar machen hin und wieder mal so Bier-Tastings. Und wir hatten es beim letzten Mal, da hatten wir zum ersten, das erste Bier war ein Perlebacher. Und da haben alle im Chat gesagt, ach, das ist ja gar nicht so schlecht. Oder ein Karlskrone, irgendwie sowas. Und das ist aber, wie ich eher schlecht war, ist ihnen dann einfach im Verlauf des Abends aufgefallen. Mhm. Ich glaube auch, an welcher Position du das Bier jetzt trinkst. Wir haben alle richtig Bock drauf gehabt, so ein bisschen Bierdurst. Wir haben uns richtig angefixt, so mit Francis, dem Obdachlosen und diesem ganzen Krams. Und erst dann den Biergeschmack im Mund zu haben, freut man sich dann halt. Aber ich würde auch sagen, das ist so ein, das geht so ein bisschen Richtung Lexikon-Eintrag für Pilz. Genau. Also einfach unaufdringlich, so ein bisschen herb. Mir tendenziell nicht herb genug, aber das ist jetzt so der Abgleich. Es ist wie ein, ich sag mal, wie ein frischer Cheeseburger bei McDonald's. Es gibt auf jeden Fall deutlich aufregendere und spannendere Burger, ist gar keine Frage. Aber wenn er gut gemacht ist, in der richtigen Zeit, dann ist das, kann man sagen, ja, meine Fresse, kann man trinken. Ja, so im Sommer vielleicht auch, du sitzt draußen, hast gerade eine Radtour gemacht und kriegst das Ding so frisch vom Fass. Ja, absolut. Also vom Fass ist ja auch noch mal wieder ein bisschen anders, aber es ist tatsächlich eher süß, ist nicht so sehr herb. Mhm. Es ist da beißt einen nichts. Schmeckt auch nicht sehr wässrig. Also es ist ein freundliches Bier. So ein bisschen kommt so rein, sagt hallo, wollt nicht stören, setz mich mal hier hin und so, mach mal hier. Nicht so wie Krane vorhin. Also das wäre, Krane wäre jetzt kein Krommer. Nee, Krane wäre, ich weiß ja nicht, was Krane wäre. Wäre jetzt aber auch kein Schwarzbier, der so schweigend, aber. Wir finden nochmal raus, was Krane wäre. Ja, genau. Das ist eher so das Karnevalsbier vielleicht, ne? Karnevalsbier. Obwohl das ist. Also. Es ist so nach dem Motto, ich habe noch nie in meinem Leben Bier getrunken, dann könnte das vielleicht ein ganz guter Einstieg sein. Ne? Ja, naja, es tut halt nicht weh, da kannst du auch tatsächlich, glaube ich, am Abend mehrere von trinken. Es tut halt nicht so richtig weh. Ja, aber es ist auch, wie gesagt, ich kann es schon verstehen, deswegen geht man nicht einkaufen. Also ich jetzt nicht, aber es ist das erste Bier, ne? Also insofern. Ja. Wir kommen da vielleicht nochmal wieder drauf zurück später und denken nochmal drüber nach. Wir könnten uns jetzt überlegen, genau wie ihr da draußen, also der Voting-Fortgang läuft natürlich. Wenn ihr auch eine Stimme abgeben wollt, eine Zahl, dann könnt ihr Ausrufezeichen LMG und die entsprechende Zahl eurer Wahl von 1 bis 10 in den Chat hacken. Und dann versuchen wir das auf jeden Fall auszuwerten und mal zu gucken, was ihr so dazu sagt. Wir könnten jetzt, wenn ihr mögt, zur Tafel schreiten, respektive ich, und die Zahlen einmal eintragen. Wir könnten natürlich auch zum Vergleich, vielleicht um die Skalierung so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, nochmal zu einem anderen gehen. Ich habe so die Erfahrungen in dieser Sendung gemacht, sodass die erste Zahl immer so ein bisschen schwierig ist. Und ich weiß nicht, ob wir in 3 Stunden nochmal zurückkommen wollen und sagen, wir verifizieren das alles nochmal. Ich persönlich finde es gut, parallel zu trinken. Also ich mag verschiedene Biere parallel offen zu haben, weil das, weil man kann einfach von einem Geschmacksfeld in die andere eintauchen. Das macht man dann eher so. Ja, das ist super. Offen, ein Sauerbier offen und ein IPA vielleicht parallel offen. Also jetzt 3 Pilsner würde ich parallel zu Hause nicht aufmachen. Aber trotzdem, also ich finde das Paralleltrinken eigentlich eine ganz gute Idee. Du machst 3 Biere dann gleichzeitig auf? Das ist erst in den letzten Jahren so gekommen. Ich habe noch mal ein paar Leute, die noch mehr Biere haben, auf Antep beobachtet und die trinken parallel. Du hast die beobachtet? Ja, also ich habe teilgenommen an. Du hast mitgetrunken. Du hast dich woanders gesetzt. Ich merke schon, das ist klopp, also diese. Klopp, klopp. Nee, es bietet Anlass für viele. Es ist einfach total interessant, so von einem wieder zum anderen zurückzukehren. Manchmal erdet einen halt auch wieder so ein ähnliches Pilz dann halt auch dazwischen. Ja. So, das ist also. Zu was wollen wir denn jetzt springen? Okay, sag du mal. Sag du mal was. Jetzt parallel bringen die Idee. Ich finde es jetzt ganz interessant. Also, wenn man jetzt sowas nimmt wie ein Veltins, dann hättest du einen Vergleich von einem Fernsehbier, was eventuell, wo wir sagen, schmeckt haargenau so. Was ist denn hier los? Wäre eine interessante Richtung. Oder wir könnten jetzt was nehmen, was halt ein Augsburger Herrenpilz wäre, aber ich will das eigentlich noch nicht zünden, weil das kommt halt später. Und also wenn wir jetzt einen Jefer dazu, ne, Jefer muss halt gegen, Jefer tritt gegen Flensburger an, das machen wir gleich mal so. Also ich muss sagen, ich fände Veltins reizvoll. Okay. Jetzt im direkten Veltins. Ob man wirklich sagt, ich merke gar nichts. Bring it on. Ja, also jetzt kommt Veltins, ihr könnt noch ein bisschen voten. Wir notieren gleich bitte einmal, das ist sozusagen einmal die Memo auch an die Regie, dass wir einfach mal ein Zwischenergebnis haben, von dem wir uns aber hier noch nicht beeinflussen lassen wollen. Damit wir aber ja auch eine gewisse Voting-Reinheit haben. Das ist ja ganz wichtig. Also, Veltins. Auch das ein Bier, was ich aus meiner westfälischen Heimat natürlich kenne, wurde seltener gereicht,
habe ich jetzt auch keine persönlich intensive, weder gute noch schlechte Vergangenheit oder wie soll man sagen, Nähe dazu. Ich weiß, dass es es gibt und ich weiß, dass ich im Gegensatz zu, ganz kurze Anekdote, für mich das schlimmste Standardbier, was ich jemals getrunken habe, auch ein bisschen der Situation geschuldet, ist für mich König Pilsner in der Dose. Das Köpi. Ja, in der Dose und dann noch beim Radfahren, so wie man das früher gemacht hat. Hm. Da sind viele, also das tut dem Bier nicht gut, so geschüttelt zu werden am Lenker und dann fährst du da irgendwie zur Party. Aber Köpi war immer das Schlimmste, mit Abstand das Schlimmste. Sobald das ein bisschen die Kohlensäure verloren hat, ja, war da wirklich, ja. Da war eine Qual, die Dose. Ja, ja, ja. Da wollte man nicht an den Baum gehen zum Pinkeln. Also da gab es auch Biere, die haben auch nicht so viel Spaß gemacht. Da hat man ja einfach, das stimmt schon. Ja, aber früher hat man ja auch gesagt, ich meine, guck mal, du sagst ja auch Aldi Nord, ne? Da gab es ja noch Schuldenbräu. Ja. Entschuldigung, war diese die Halbliterdose in so einem goldgrünen Look. Ja. Das war immer so super süffig, konnte man einfach so wegdudeln. Ja. Das war immer, da hast du noch Bang for the Buck, ich glaube 79 Pfennig für einen halben Liter. Ja, ja, ja. Okay, wenn wir die parallel trinken wollen, dann darfst du die nicht sofort wegschütten. Nee. Achso, Entschuldigung. Mir schenkt immer was ein und ich trinke es halt. Das war so ein Reflex. Also hier fällt übrigens auf, kurz. Ja. Es gibt tatsächlich hier eine eigene Flasche. Ja. Es gibt nämlich eine Flasche tatsächlich mit Felddienst hier drauf. Das ist natürlich schick. Haben die nicht hat so tatsächlich, aber so in der Praxis haben ja manche Marken auch Probleme im Recyclingweg, weil wenn du normierte Flaschen hast, kriegst du natürlich auch leichter Sachen zurück. Je extrovertierter du wärst, desto schwieriger ist es halt, dein eigenes Lego wieder mitzubekommen. Vor allem, wenn es quer über die Republik geht. Und tatsächlich kannst du übrigens, zweite Sache, wie man eine Flasche erkennen kann, das ist eine recycelte Flasche. Sieht man, die hier ist hier tatsächlich nochmal angefasst worden. Flaschen, die gar keine Zeichen hier dran haben, sind neu. Bei Craft Beer hast du meistens neue Flaschen. Kann man auch darüber diskutieren, ob es irgendwie besonders toll ist. Es sieht halt einfach ein bisschen edler, neuer, frischer aus. Und das ist recycelt. Aber das ist auch, glaube ich, so, je nach Abnutzung ist dann irgendwann die Flasche auch raus. Genau, ne? So, das ist so auch ein Merkmal dafür, ne? diese Kratzkante, wie Laien sie nennen. Dann würde ich sagen, lieber Uke, bist du dran, das fällt ins eine, als ich sag mal, direkten. Komm mal, hör mal vom Klang. Schön, das ist aber doch ein befriedigendes Geräusch, oder? Das klingt sehr gut, hat einen guten, klatschigen Klang. Also ich nehme mir jetzt vor, ihr könnt mich in einer Stunde oder in anderthalb Stunden noch daran erinnern, wirklich sehr in Maßen mich diesen Gläsern zu widmen. So, ich habe irgendwie das jetzt nicht so gut gemacht. So, du ich krieg ein bisschen weniger, ist aber völlig in Ordnung. Ich hab das nicht so 100%. Moment. Ich hatte auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte nicht sagen, als du dir eingeschenkt hast. Ich dachte, das ist genauso. Aber nochmal, es besteht hier explizit keine Austrinkpflicht. So, du hast das Einzige, das ist ein bisschen Schaum. So. Ja, das Einzige, ein bisschen Schaum. Da ist aber Schaum drin. Ja, das ist ja seins. Ach so, Colin. Ja. Schaum, ja. Das ist auch fein. Ich werde das nicht austrinken, ne? Ihr könnt ein bisschen auf Verschwendung auch gerne. Ist, weil so vom Look her ist vom Look her, also. Ich mache nach links das Krombacher. Farblich sehr ähnlich. Und nach rechts das Felddienst, von mir aus gesehen. Wenn ihr es ähnlich hinstellt, können wir uns da an den Kronkorken orientieren. Jetzt bin ich echt mal sehr gespannt. Okay. Dann kommt jetzt das Felddienst. Zum Wohl, zum Wohl. Prost, Prost, Prost. Riecht schmeckt aber schon ein anders. Bisschen herber im Geruch. Mhm. Ein bisschen rostig aber auch. Rostig, ja, das stimmt. Da ist eine, ich weiß nicht, ob es die Nuance offiziell gibt, aber so ein ganz bisschen rostig. Das finde ich aber ganz interessant, wenn man Gerüche beschreibt. Metalle, ein bisschen Eisen. Ja? Ja. Mhm. Ja, ja, okay. Mhm. Da habe ich gleich ein Eisen. Ja, ich schmecke so einen kleinen Ritter auf der Zunge. Mhm. So, muss ich sagen. Würde ich jetzt im direkten Vergleich ganz spontan sagen, fand ich Krombacher besser. Direkt, da ist so eine seltsame Bitterkeit, die sich da herausbildet, die aber auch keine gute Bitterkeit ist. Ja, es ist eine Billo-Bitterkeit, so ein bisschen. Ja. Tatsächlich. Also ich stehe grundsätzlich sehr auf bittere Biere. Mit viel Ibus. Mhm. Nächsten Morgen ich auch. Ich muss den irgendwann mal. Also ich habe Uke auch Ibus mitgebracht. Ah, sehr gut, ja. Ja, aber an sich hat es mehr Charakter. Also es ist, finde ich, so klassisch pilsiger vom Geschmack. Ja, aber das ist jetzt aber nicht gut. Also das ist keine schöne Bitterkeit, keine ausdefinierte Bitterkeit. Das ist eher so ein Nachgedanke der Bitterkeit. Also die schlimmsten Biere finde ich ja zum Beispiel so Pale Ales, die schmecken wie Wasser und dann werden sie bitter. Mhm. Das ist das Schlimme. Und ich schmecke so einen leichten Hauch von dieser Bitterkeit hier drin. Ja, ich höre ihn auch in deiner Stimme. Ich wollte kurz sagen, 5,1 ist euer Ranking für das Krombacher. 5,1 können wir uns merken, also wenig dem Durchschnitt so ein wenig entsprechend. Ihr könnt natürlich auch jetzt wieder für Felddienst mit demselben Eingabebefehl, könnt ihr eure Noten reinhacken, also Ausrufezeichen LMG, ihr habt schon gelernt, ne? Auch nach dem ersten Mal. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ja, es schmeckt herber, es schmeckt aber, es schmeckt sehr kurz. Ja. Es ist dieser kurze, herbe Schock und danach, so geschmacklich, kommt da nicht mehr viel. Ja. Das war geschmacklich so ein bisschen breiter und länger.
Und hier ist es wirklich ein kurzer Kick und es bleibt auch noch so eine leichte Bitterkeit im Mundraum zurück. Trinken. Aber mir ist das prinzipiell anders. Aber lieber, muss ich sagen. Was lachst du? Ich finde das alles schön, dass wir sind bei Bier Nummer 2. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ja, die Bewertung aber ich dachte auch gerade schon, shit, wir haben ganz schön Strecke noch. Ja. Ja, die Bewertung wird später ein bisschen anders. Ja, also ich muss sagen, ich finde das eigentlich, würde ich das Veltins lieber mögen, aber es hat diese komische metallische Beinung, ja. Was irgendwie ein bisschen was off ist. Nicht so direkt ein Fehlgeschmack, aber. Ist jemand reingefallen, ein Fass. Eigentlich bin ich ein Veltins Freund. Also naja. Ich würde mir eher das Veltins bestellen, das muss ich sagen. Es ist kein meilenweiter Unterschied, aber... Hast du nicht gerade das Gegenteil gesagt? Nein, ich habe gesagt, also, ja, es geht. Uga hat das Gegenteil gesagt, ja. Es ist halt, ich würde immer noch dabei bleiben, kann man auch so wegschlürfen, tut nicht weh, aber das Krombacher tut weniger weh. Das Krombacher ist, das kannst du jedem anbieten. Ja. Ihr möchtet, das ist halt null extrovertiert, das ist also, kannst du auf jeder Familienfeier präsentieren. Ja. Jemand will ein Bier und du machst nichts falsch. Absolut. Aber du machst auch wenig richtig. Das ist nämlich der Punkt. Genau wie diese Radiosender, die einfach nur Lieder spielen, die Leute nicht besonders mögen, aber wo sie am wenigsten umschalten. Mhm. Naja gut, es gibt halt sehr, sehr viele, also die Auswahl ist groß, das muss man an dieser Stelle sagen. Das muss, und, ja, das stimmt. Ja. Also ich wäre jetzt bereit, Noten zu vergeben. Ja. Für Krombacher und Radler. Ja. Ihr votet auch noch ein bisschen. Ich bin gespannt. 5,1 Krombacher hatten wir. Und ich würde mich jetzt, ich fange einfach mal kurz an für den machen Moment. Wir denn, machen ich wir würde denn auch mich so dem Krombacher anschließen. Ich würde dem Krombacher eine 5 geben. Ja, ich fände das ganz gut, weil das ist ein guter Mittelwert. Ja. Ja. Wir machen jetzt nicht so, ach so, machen wir auch so, ah, ja, ich sag auch 5. Heiko, sagst du auch 5 oder hast du, also kein Gruppenzwang? Ein bisschen vielleicht. Ich sag auch 5. So, wäre ich bei Veltins sofort bei 6. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Um 6 ist man schon wieder in guten Bereich. Bei Veltins bin ich bei 4. Ja, aber das ist, ich meine, wir sind ja, wir kommen ja aus dem Games-Journalismus. Ja. Also die 10er-Skala kann schon was bedeuten. Ne? Ja, ich bin auch noch 10 Zücken heute. Also ich gebe die 6. Ich will mich von euch Experten gar nicht irritieren lassen. Ich gebe auch 6. Ich gebe 4. Oh. Das ist natürlich, haben wir die ersten Ausreißer schon am Start. 4, 6, 6. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben auch ein Ergebnis aus dem Chat und haben tatsächlich vergleichsweise vernichtende 3,9 von euch eingeschenkt bekommen. Okay, da bist du natürlich ein Mann des Volkes. Naja, es ist noch nicht ganz vernichtend. Es ist halt im unteren, mittleren Bereich. Ja, aber würdest du ein 40er-Spiel kaufen? Nee, aber ich würde es ja auch nie kaufen. Ich würde es ja nur, wenn es nicht anders geht. Das geht mir bei Krombacher. Ja, der Vergleich. Ich würde auch kein 50er-Spiel kaufen. Ich würde, ne, ich würde ein 90er-Spiel kaufen. Oder ein 80er. Alles andere würdest du schicken lassen. Vielleicht, ja, genau. Ja. Okay, das ist doch interessant. Das hat doch Spaß gemacht, ja. Die erste Runde. Ich würde sagen, wir geben mal unsere Gläser direkt zurück. Das ist nämlich gar nicht so unwichtig. Wir haben nicht unendlich viele davon. Ich trinke es nicht aus. Okay, ja. Mir ist das noch... lohnt sich noch nicht. Ist mir noch ein bisschen zu heikel, jetzt schon so all-in zu gehen. Und wir haben verdammt, so scheiße ist denn hier. Geht jetzt schon los. Wo bist du gegengestoßen? Gegen irgendeine... Nee, ich glaube, hier gegen den Fernseher. Hast du ein bisschen was, ne, von... So. Dinner for One? Ja. Okay. Aua, verdammt! Sag's nicht. Ich bin da auch gegen gestoßen. Tut mir leid, dass ich so dreckig lache, aber es ist einfach. Wo denn? Dieses Teil hier. Hier ist so ein. Was ist denn das für eine Schuhe? Hau, der ist erstmal direkt kaputt. Der ist total dunkel und. Ja, pass mal, ich stell dir mal. Ja. Kann man noch ein bisschen. Wenn da zwei Leute dagegen knallen, dann ist offensichtlich was damit falsch. Safety first. So, gut. Machen wir weiter. Also. Wir hatten jetzt Veltins und, ach, die Flaschen sind leer, das ist ja fantastisch. Jetzt würde ich aber tatsächlich die Reihenfolge aufbrechen und nicht sofort zum Becks gehen, weil Becks ist, glaube ich, tatsächlich relativ ähnlich. Ja, ich würde jetzt auch sagen, jetzt machen wir mal einen kleinen Ausbrecher nach oben oder nach unten. Vielleicht nach oben. Ich würde vielleicht mal kurz so einen Spülschluck Wasser nehmen, aber ihr seid die Experten. Was ist das Beste zum Neutralisieren bei Bier oder was trinkt man da so? Kaffee. Haben wir jetzt nicht. Aber ich glaube, es lässt sich natürlich machen. Aber Wasser ist auch okay. Wasser ist auch ganz gut für morgen früh tatsächlich. Weil je mehr Wasser man parallel trinkt, desto geringer ist der Kater. Ich vergesse es leider meistens. Aber hier. Ja. Also, ich habe nicht vor, morgen Auswirkungen des heutigen Abends zu spüren. Okay. Hat man ja nie. Ich weiß, es ist man hat das nie vor. Ja. So, okay. So, also dann empfehlt bitte, sagt mir, was ich rausholen soll. Was wäre jetzt, du wolltest etwas, du wolltest nach oben ausbrechen. Also ich finde das jetzt schwer zu sagen bei vielen von diesen Dingern, weil die sich wahrscheinlich im ähnlichen Bereich bewegen werden. Also nach unten wird es ausbrechen. Wir können mal einen Perlebacher machen, dann, damit man mal weiß, was Perlenbacher, was auch sein kann. Da muss der Name adeln, weil wir alle wissen, was sich dahinter verbirgt. Ich glaube, das ist das Bier, was bei Lidl gereicht wird. Ne? Perlenbacher. 45 Cent.
Es ist, oh, das ist auch unheilig, muss ich fast sagen. Ne? Diese, das ist das Karlskrone, das kommt erst gleich. Perlenbacher. Und da bin ich in der Plastikflasche. Ja. Also, da, ich, jetzt möchte ich fast alt klingen, aber das hast du zu meiner Zeit früher halt nicht gegeben. Nee. Und ich weiß auch nicht, ob das gut ist, dass es nicht gegeben hat, ob das eigentlich. Nee, das, also aus der Flasche ist das ganz schwer zu trinken. Also, ich finde das, also, wenn man es jetzt einschenkt, wir gucken gleich mal, wie sich das anfühlt, aber aus der Flasche das zu trinken ist, also der Satan persönlich. Okay, aber man muss fairerweise sagen, für einen halben Liter dieses Bier hätte man eben 45 Cent zuzüglich Pfand zu investieren. Ja. Ich kann mich allerdings jetzt tatsächlich erinnern, und ich bin mal gespannt, ob ich da jetzt anknüpfe. Ich hatte das mal in irgendeinem. Es gab mal Lidl bei irgendeinem Kurzurlaub, den ich gemacht habe, irgendwo an der Küste. Das war der einzige Supermarkt. Und da habe ich so einen 6er-Pack davon gekauft, 2 getrunken und die anderen 4 irgendwie vor kurzem entsorgt, weil ich es wirklich so unangenehm fand. Und ich bin leidensfähig, das wissen alle, die die Sendung kennen. Hm. Und auch du, wir sind Kollegen. Ja, es gibt auch Biere, die nicht so ich gut bin gespannt. Sind, die man auch trinkt. Also häufig, wenn man mal im Urlaub ist, wenn wir darüber sprechen, also in anderen Ländern, da gibt es halt Bier, was sehr wässrig ist, was einen dann sehr häufig gar nicht stört. So, weil es ja. ist halt am Strand und es tut nicht weh. Und das, also das hier am Mund ganz ist halt schon ja. so unangenehm. Schwierig. Und aber also, das basiert jetzt nicht auf der Annahme, dass es so wird, sondern dass ihr wirklich sagt, ich finde das tatsächlich, du kennst es ja vielleicht, es gibt ja so Getränke, die man nicht aus gewissen Gläsern trinken mag. Zum Beispiel finde ich es total komisch, Cola aus dem Becher zu trinken oder so, weil dieses Gefühl, was man irgendwie hat, wenn man dann irgendwie diesen Becher berührt mit den Lippen und so weiter, das passt nicht zu Cola, aber zu Kaffee passt es fantastisch. Klar, es, die Portugiesen trinken jetzt auch irgendwie so ein Galau aus dem eher klassischen Glas, wie wir es Deutschen jetzt nicht machen würden, aber irgendwie, ich finde, das passt tatsächlich nicht. Also ich meine, dass das bestimmt auch irgendeinen komischen Eigengeschmack hat, das kann ich mir einbilden, aber ich habe es gerade vorhin in der anderen Sendung schon gesagt, dass ich letztens auf einem Konzert war und ich glaube, es war Radeberger oder Hasseröder oder irgendwie was war's. Und es gab das halt auch so Plastikgläsern. Und das Bier war schon echt nicht so geil. Diese Zapfanlage vielleicht, weiß ich nicht, es war ganz komisch. Und dann hast du die ganze Zeit dieses Plastik so an den Zähnen. Das ist halt echt nicht so schön. Also ich habe dafür meine Vorfreude gesteigert. Also das muss ich schon sagen. Interessant hier auch vom Label her. Hier drunten würziger Geschmack und völlig random 3 Sterne. Also welche Sterne, auch keine Ahnung. Das sind halt die 3 Sterne für irgendwie guten Geschmack. Irgendwie guten Geschmack. Random Berliner. Ist es der Berliner, Löwe, ist es Berliner? Aber eigentlich ist es eher ein Löwe, um irgendwie Tradition zu suggerieren. Und hier ist tatsächlich auch Hopfenextrakt drin. Also es gibt Hopfen und Hopfenextrakt. Und das Hopfenextrakt ist schon die günstigere Variante. Das hatten wir gerade auch. Habt ihr mit Hopfenextrakt gebraut, oder wie? Ja, gab's dann nur im Schrank. Okay, wir hatten nicht viel Auswahl. Okay. Also wir mussten nehmen, was im Schrank war, tatsächlich. Achso, das beste ist so Rohstoffe garantieren höchsten Genuss, steht hier drauf. Ja, was musst du noch draufschreiben? Ja gut, das bezieht sich ja auf, als eine allgemeine Aussage, muss ich jetzt nicht auf das Bier beziehen. So. Gebraut in Frankfurt an der Oder, Frankfurter Brauhaus GmbH. Ja, bekannt für sein gutes Bier. Ist für euch aber, lässt keine Rückschlüsse zu. Frankfurter Brauhaus, die machen auch XY. Ja, es gibt so verschiedene Brauhäuser, die machen halt für ganz viele Discounter, ganz viele Marken, Scheinmarken. Es gibt ja zum Beispiel auch das Maternus von Aldi, auch aus der Plastikflasche. Das haben wir jetzt hier nicht, weil dreimal jetzt irgendwie so ein ähnliches Produkt. Wir wollen ja auch noch ein bisschen Freude haben. Ja, ich bin gespannt. Okay, dann tauchen wir doch mal ab. Ja, jetzt bist du mal mit anfängen. Gute. Aber weißt du, so, was Spaß machen muss, ist sich da, ach nee, wir wissen ja, wie das ist, wie man sich Namen für Biere ausdenkt, aber wenn man versucht, sich keinen guten Namen, also nur so Gewöhnlichkeit zu suggerieren. So, hast du ein bisschen Schaum. Ja. Ja, ich bin kein. Also gut ist, wenn ich tatsächlich. Ich trinke auch gerne aus der Flasche, das muss ich tatsächlich auch sagen. Ja, ich habe schon gesehen, dass. Nein, bei dem nicht, aber normalerweise bin ich so ein Flaschen. Dass du das Bier aus dem Teaser. Tatsächlich aus der Flasche getrunken hast du Schuft. Das muss man schon im Glas. Wir hatten wenig Zeit und keine. Also es wurde die Spülmaschine hier bei Rocket Beans mal wieder nicht ausgeräumt. Also das. Also Colin, muss man sagen, schenkt Englisch ein. du hast vorhin die Briten erwähnt. Die Briten, die schenken ja, wenn du diese klassischen Ale-Pint-Gläser hast, die schenken wirklich bis hier oben ein. Tatsächlich kein Schaum. Und es ist so eingeschenkt, dass wenn du irgendwie im Club bist, von der Bar zur Tanzfläche unmöglich, ohne x Leute damit irgendwie zu begatten. Also aus diesen Stinkedaumen sofort. Tatsächlich. Und es ist auch, es ist total daneben, weil ein Schaum beschützt sozusagen die Qualität des Biers. Also die Kohlensäure, das wird besser gehalten. Also ein Schaum hat eine Funktion. Ja, aber wenn du das mal guckst, wie das Bier da rausläuft, das läuft ja in einer sehr langsamen Geschwindigkeit raus, da kommt auch kein Schaum. Nee, das dauert einfach ewig. Also aus verschiedenen Gesichtspunkten, weil die Engländer haben so eine schöne Bierkultur mit den Pubs und so, das liebe ich total gut. Gute Brauereien, aber die schenken das geile Bier einfach scheiße rein. Naja, aber wie gesagt, es liegt halt nicht nur am Einschenken. Es ist halt aus dem Ale, wird der gepumpt. Ja. Da passiert halt nichts, da kommt keine Kohlensäure, da passiert gar nichts.
Und bei dem anderen, du stehst da halt ganz lange, weil das halt da wie bei einer Dusche, die nicht richtig duscht. Also du siehst halt, wie langsam das da reintröpfelt. Mhm. Da kann sich gar kein Schaum bilden. Inzwischen ein bisschen anders mit diesen ganzen Craft-Bieren inzwischen. Hat sich ein bisschen geändert. Okay, man merkt, ihr habt auf jeden Fall gut diverse Erfahrungen. Ich habe eben auch nicht aufgepasst. Ich hätte es gerne so cool eingeschenkt wie ihr. Deswegen wollte ich natürlich. Ich habe es auch nicht cool eingeschenkt. Von der Farbe her würde ich sagen, apfelsaftig. Ist ein uriniges Gelb, also dunkel. Ja, ein bisschen Morgenurin auf jeden Fall. Ja, also ja. Wo man ne, schon hat ein bisschen zu wenig getrunken, also schon ein intensives Gelb. Ach Gott. So. Hm? Riecht 5,2%. Das ist aber für einen Pilz auch eher viel. Ne? Können wir noch mal kurz schauen, was die anderen haben? Die haben Feltins hat 4,8. Und wo steht 4, da unten Unterpilz? Sehen. Auch 4,8, oder? 4,8, genau. Ja. Wir haben beide 4,8. Und bin ich mal gespannt. Also ihr könnt voten, ne? Denkt dran, ihr blendet das ein. Ihr kriegt das schon hin. Ich bin echt. Wer trinkt da gerade einen? Trinkt da einer von euch gerade eins von? Ich glaube, das sind das würde mich mal interessieren. Wer trinkt gerade so einen Perlebacher? Mal Fotos von euch. Zum Wohl. Ja, also es riecht eher fruchtig. Prost. Oh. Ja. Also es schmeckt, also für das Protokoll, wenn ich sage, es schmeckt aber ganz anders, bin ich nicht der Einzige hier am Tisch, oder? Ich kriege Walnuss gerade und also meine Zunge wird ein bisschen taub, habe ich das Gefühl. Oder? Ein bisschen taub. Es schmeckt so wie abgelaufen eigentlich. Schmeckt aber wie so Teppich. Mhm. Ja. Und Mäusefell. Absolut, es schmeckt, als ob du einmal in die Grasnarbe beißt. Und es fehlt vor allem komplett, es hat überhaupt nicht diesen Bitterkick. Ja. Es fehlt die Freude auch. Ja, das absolut. Ist ja tatsächlich, also beim Pilz, das ist ja ein Bier, was stark vom Hopfen abhängt. Ist ja sehr hopfenbetont. Man merkt hier einfach, also der Hopfen ist einfach nicht lecker. Ich schmecke nur. Es ist kein leckerer Hopfen, ist kein. Extrakt. Es ist Hopfenextrakt und Hopfen drin. Aber es ist einfach total. Ich schmecke irgendwie Nuss. Walnuss schmecke ich hier. Oder irgendwie so eine bittere Erdnuss, bittere Haselnuss oder sowas. Und das ist jetzt noch okay, weil es kalt ist. Wenn das dich jetzt noch ein bisschen anwärmt, weil du am Strand bist und du es aus der Flasche trinkst, ja, das ist die absolute Hölle. Auf jeden Fall. Ich weiß schon, warum ich es damals in den Müll geworfen habe. Okay, mal noch einen Schluck, aber mehr ist meine ich. Nee, was soll das sein? Also wenn das ein Song wäre, so von der Mischung, für mich fehlt, das ist komplett, sind nur die Mitten reingedreht. Mhm. Es fehlt halt unten rum was, es fehlt oben rum was, so diese Spitzen. Und das ist einfach nur so ein langweiliger Teppich. Ja. So nach dem Motto, hast du den ersten Zentimeter gesehen? Ist es nicht wie so ein Perser, wo du denkst, oh, ein riesiges Muster, sondern es ist genau das Karo-Muster von Anfang bis Ende. Es fängt nicht leise an, dann gibt es ein Crescendo und am Schluss machst du noch so Plink, Plink. Absolut, das ist kein Gesamtmuster, so, das ist ein schlichter Gebrauchsgegenstand. Ja, so eine Fußmatte ist das. Ja. Also sie haben wirklich versucht, auch einen Pilz zu machen. Also es ist schon hopfenbetont, das muss man sagen. Es schmeckt auf jeden Fall ein bisschen bitter. Mhm. Aber diese leichte Taubheit, die finde ich tatsächlich interessant, Uke. Die hätte ich jetzt wirklich. Das ist so ein bisschen so. Irgendein Konservierungsmittel, dass dann die Leute so ein bisschen betäuben sollen, damit sie nicht mehr irgendwie schlecht Konservierungsmittel ist. Darf ja nicht. Das ist tatsächlich nach deutschen Reinheitsgebot gebraut. Sonst darf man es ja nicht Bier nennen. Und insofern ist das tatsächlich einfach der Hopfen. Ich hab's jetzt auch irgendwie im Hals. Echt. Also ich find's angenehm mild. Ich glaube, das ist auch wieder so ein. Wenn du denkst, oh, ich hasse das Bittere am Bier, dann ist man hier möglicherweise besser aufgehoben als vielleicht bei anderen Kandidaten. Ja, aber es gibt auch Biere, die nicht bitter sind, die jetzt nicht so schmecken. Also Bier muss ja nicht unbedingt immer super bitter sein, aber das ist halt. So, nee, danke. Tschüss. Nee, also das ist jetzt auch nicht. Das ist kein Hochgenuss. Flaschen. Also auf jeden Fall das Beste für mich am heutigen Abend. Ach, wir haben noch. Ach, das ist fantastisch. Ich will das auch gar nicht aufdrängen. Das lohnt sich nicht. Okay. Das ist nicht wert. Aber du gönnst dir noch ein bisschen. Ja, ich würde es noch mal. Ich erde mich gerne zwischendurch auch mit dem Bier. Das beweist einfach, dass wirklich. Ja. Das mag ich an dir. Das finde ich gut. Du bist einfach nah am Fußsoldaten. Immer. Ja, das, also wir haben gerade im Chat gelesen, auf Festivals schmeckt es und so. Es gibt Momente, da ist das sicherlich. Ja, naja, gut. Naja, das schon, aber wir sind ja heute eher hier nicht auf dem Festival. Nee, nee. Wir haben die Qual der Wahl. Das ist natürlich anspruchsvoller, als vielleicht manchmal im Alltag damit auseinanderzusetzen. Ja. Setting und Dosierung. Also natürlich, in einem guten Setting schmeckt auch ein schlechtes Bier wahrscheinlich irgendwie. Deswegen. Aber wir sind ja heute hier, um picky zu sein und nicht alles durchzuwinken, was man irgendwann mal irgendwie irgendeine Lebenssituation genießen kann. Also, ich würde auch hier direkt, ehrlich gesagt, die Noten einfließen lassen. Ich bin super gespannt. Ich bin es nicht mehr, weil ich habe das Ergebnis gelesen. Okay. 3,1 ist euer Vote da draußen. Ach, was? Ja. Das finde ich zu viel. Ich gebe 2 tatsächlich. Ich auch. Ich auch. Weil da müssen 2 Schritte zwischen dem und dem Krombacher müssen sein. Ja. Das sind die 3 und die 4.
Und da unten ist ja vielleicht noch was offen. Da unten gibt es noch was. Ich glaube, es gibt das Perlenbacher Weizen oder das Perlenbacher Weizen alkoholfrei. Ich habe sie alle in Antep eingecheckt, ja, muss mal recherchieren. Das alkoholfrei ist auch noch mal. Das alkoholfreie Weizen, glaube ich, von Perlenbacher. Das ist ganz erstaunlich. Ja, das kann man schon mal probieren, weil das ist, reicht dann das heran, was Menschen an Leid so maximal fühlen können. Aber man muss halt tatsächlich auch schauen, ne, für 45 Cent hier tatsächlich, während das Pizzapilz oder das Stigberts Frühlingspilz, da kriegt man schon 10 von denen, für einen von denen. Ja, ne? Gut, das Pizzapilz ist quasi 10-mal so teuer, müsste dann dementsprechend auch 10-mal so gut sein. Ja. Müsste also eigentlich eine 20 stehen bei jedem von uns hinterher. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch jetzt mal was aus einer aus dieser Sagt ihr gerne. Ich bin natürlich jemand, ich lasse mich in dieser Sendung auch immer gerne vom Preis treiben, so nach dem Motto, oh, die Beweispflicht liegt beim teuersten Produkt. Ja. Wollen wir, oder ist das, würde ich sagen, Leute sollen ja nicht sofort abschalten. Nee, das teuerste machen wir, glaube ich, ein bisschen später. Okay, also wir können gerne, das Stigberts Frühlingspilz, das kenne ich noch nicht. Es gibt ja auch so saisonale Craft-Beer-Geschichten, so, das ist ganz frisch. Siegbert heißt das? Ich glaube, Stigbert. Ach so, Saint Stigbert. Ist das schwedisch? Der Stigbert. Ja. Gucken wir mal, vielleicht steht's ja drauf. Sollen wir das Frühlingspilz nehmen? Stigbert. Ja, nehmen wir das Frühlingspilz. Gut, okay. Passt ja auch zur Jahreszeit. Stigbert. Ja, ich lass suchen, du findest es sofort. Ist tatsächlich genau, das ist aus der Dose. Und das ist kein Zeichen für uiuiui. Oh, nee, Stigbert. Genau. Ja, von denen hatte ich letztens ein paar Sachen. Genau, das ist tatsächlich, schön die Kamera zu halten, dass die haben sehr schöne Labels. Da trinkt das Auge doch gleich mit. Da trinkt das Auge mit, das Frühlingspilz. Oder Frühlingpilz heißt es tatsächlich. Das habe ich selbst, die Krabbe hält die Krabbe. Ah. Ja, und jetzt zur Frage, also tatsächlich sind Dosen nicht so schlecht wie früher gedacht. Mhm. Von der Umweltbilanz sind sie nicht ganz so schlecht wie früher gedacht. Mhm. Und es ist halt auch so, dass das ist beim, also je besser, je teurer die Biere sind, wichtig, dass durch Lichteinfluss die Hopfenintensität schwindet. Und wenn man so hopfenbetonte Biere hat, zum Beispiel ein IPA, wo ganz viel Hopfen drin ist, hat für eine tolle Fruchtigkeit oder eine Bitternis und so weiter. Und man stellt so ein IPA in der Flasche auf den Balkon, weil man denkt, okay, ich kühle das mal und am nächsten Tag scheint da die Sonne drauf. Und das Bier steht immer noch raus, eine ganz schlechte Idee. Mhm. Und hier ist tatsächlich auch für den Transport und so weiter, und wenn es im Laden steht, hier kommt tatsächlich kein Licht dran. Das bedeutet, bei den teureren Bieren willst du auch möglichst den authentischen Geschmack, so wie er sein soll. Und dementsprechend ist das hier nicht lichtdurchlässig und deshalb werden auch Dosen genommen. Okay, dann bin ich ja mal wirklich gespannt, ob sich das jetzt auch in der Qualität oder respektive im Geschmack, das ist ein subjektives Empfinden, was wir haben, aber es kommt tatsächlich. Ja, es gibt ja auch immer Leute, ne? Werner war früher immer Flaschenbier und es gibt Leute, die mögen Dosenbier lieber. Ich glaube, inzwischen bin ich eher so beim Dosenbier gelandet, persönlich. Das ist ja auch mit Coca-Cola, ne? So eine richtig geile, eiskalte Coca-Cola aus der Dose, die aber nicht so lang ist, sondern so eine kleine, geile, dicke von früher. Die alten, ja. Ja, ist der Hammer, finde ich. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin gespannt, wie viele von euch da draußen das kennen. Also wenn ihr, braucht keine Stimme bitte abgeben, wenn ihr dieses Bier noch nie getrunken habt, respektive nicht gerade davor sitzt. Kam auch der Hinweis, der Preis natürlich die Alkoholsteuer, ne, in Schweden. Wir wissen ja, das ist ja schweineteuer da, sich angemessen zu berauschen, dass das auf den Preis natürlich auch nochmal. Ich habe natürlich auch mir selbst relativ wenig eingeschenkt. Nimm du ruhig das, ich nehme das Kleine. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn du vorhast. Den Genuss, du freust dich ja so drauf. Deswegen ist es doch gut. Ich sag vielleicht nachher nein, aber das sage ich jetzt wegen Biere später. Okay, so. Also, gut. Also, was haben wir denn hier tatsächlich? Also 4,7%. Mhm. Und jetzt können wir mal gucken, wann das gebraut ist. Am 23. Januar. Das ist doch nicht lange her. Das ist tatsächlich relativ frisch. Es ist 3 Wochen alt oder so. Ja, und das riecht auch noch sehr gut. Ich finde, das ist ein angenehmer, süßlicher Geschmack. Wo, ja, genau. Wo man, wo das durch, ist ein ganz anderer Geruch. Ja, eben, wo durchaus, man merkt, da passiert ein bisschen was in der Nase. Es ist ein bisschen gelayert. Mhm. Ja, bin ich gespannt. Wenn man zweimal riecht, hat man es aber auch alles weggerochen, was da ist. Ne? Habe ich immer das Gefühl. Also beim dritten Riecher kriege ich immer nichts mehr. Das ist halt in der Nase. Aber es ist genau dieses, ich kann es nicht benennen, aber es ist halt, ich sehe schon, wir sind nicht mehr in der Grundschule gerade mit diesem Geruch. Das ist schon. Die einen lieben es oder haben sich dahin getrunken, die anderen sagen, was, das ist doch kein Bier, das ist doch, das werde ich jetzt rausfinden. Ja, unprätentiös. Unprätentiös findest du. Hm. Es hat so was Nebeliges. Ja, es ist, also manche Craft-Biere haben ja auch so einen seifigen Geschmack, also die nicht so guten Craft-Biere, das ist nicht ganz diese Seifigkeit, das ist aber so, man kann sie ja ahnen. Ja, genau, das ist so eine, am Anfang so eine leichte, flutschige Süße, die wird dann zu einer
Putzmittel-Vibe ist das für mich. Ich hätte mir mehr erhofft. Ich auch. Aber es ist nicht schlecht auf jeden Fall. Der Geruch ist auf jeden Fall gut. Ich finde den Geruch vor allem völlig anders als den Geschmack. Also ich hätte mich auf eine ganz andere Fährte begeben, vom ersten Geruch her. Das ist ja relativ, unaufdringlich, wässrig, aber crushable. Ja. Also crushable ist so der, im Deutschen sagt man so Trinkbarkeit. Und Crushability bedeutet halt, wie viele man da einfach trinken kann. Und die Crushability ist so hoch. Also wässrig ist jetzt ja auch nicht unbedingt was Schlechtes, ne? Das habe ich von Heiko gelernt, den Begriff des Waterholes habe ich letztens gelernt. Aha. Wenn man da zwischendurch nichts mehr schmeckt, dann schmeckt man halt das Wasser. Das ist, kann man, glaube ich, auch viel, hast du gerade gesagt, ne? Da kann man einiges von trinken, weil das auch nicht so super aufdringlich ist. Das hat eine gewisse Süße. Da passiert auf jeden Fall mehr als in diesen anderen Bieren. Deshalb ist es für mich von der Wertung auch höher, aber es ist noch nicht wahnsinnig geil. Wie teuer war das jetzt? Kostspielig sein. 4,39. Ja, also Preis-Leistung ist nicht ganz so gut, aber ich finde es schon ein leckeres Pilz. Also schon das Leckerste, finde ich, bis jetzt. Total. Würde ich auch sagen. Ja. Auch das Schönste. Auf jeden Fall eindeutig das Schönste, ja. Ja. Ja, ja, ihr habt da recht. Ist so. Nicht, dass ich einen gewissen Gruppenzwang, oder sagen wir mal so, mit dem mahnenden Auge der Experten jetzt mich genötigt fühle, möglicherweise höher zu greifen, als ich wünsche. Es ist unprätentiös. Ja. Es ist wirklich unprätentiös, ja. Lieblich, gar. Ja. Da ist kein Zimt drin zum Beispiel oder Schnittlauch oder sowas. Ja. Ist einfach nur ein Pilz. Oh, Wurst, genau. So, ist ein ehrliches, ja. Ehrliches Bier mit kann man machen. Zwei lustigen Krebsen drauf, die in einer Sonnenblume. Nee, aber es hat wirklich so einen süßen Abgang irgendwie. Ja, ist süßlich. Was, noch ein Stück Perlenbacher? Nee, lass mal. Okay, gut. Danke, das ist, dann wolltest du ja für, ja, für die Stunden später. Der Erdung aufheben. Vielleicht haben wir später nochmal Perlenbacher und die Karlskrone parallel trinken. Ja. Weißt du was, wir können alles nochmal mischen, was am Schluss übrig ist. Und packen das in ein so ein Glas und verlosen wir das. Ich habe so einen leichten IPA-Aufstoß davon. Wie das denn? Das weiß ich nicht. Also durch die Säure, also oder durch die Sprudeligkeit? Ich dachte, was ich tagsüber gegessen habe. Nee, ich habe gerade gerülpst und hatte da, kennt man ja, hat man so einen Geschmack manchmal. So der schlimmste Rülpser ist ja, behaupte ich jetzt mal, Bifteki. Also so knoblauchgewürztes Hackfleisch. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, was nahrungsmittelmäßig unbedenklich reingeht, wenn man davon aufstößt. Man hat das Gefühl, es ist wirklich, ich glaube, so fühlen sich Tatortreiniger. Und das ist gerade, ich hatte so einen Aufstoß, das eben auf ein anderes Bier schließen lässt. Das wundert mich, aber... Ist ja auch schon das vierte, was wir hier probieren, ne? Ja. Ja. Aber gut. Ich find's gut. Ja, find's auch gut. Ich komm langsam rein. Ich sehe die Zahlen. Ich sehe doch zweimal hier die 7. Auf jeden Fall. Ich denke wohl, ja. Ja. Ja, ist glaube ich eine 7. Ja. Ja, es ist schon so tendenziell 7,5. Ja, ist eine, ja. Ja. Okay. Ja, wenn du möchtest, wir können natürlich in die Ausdifferenzierung der Skala gehen, wenn es notwendig tut. Also um wirklich dann noch. Ich persönlich bin, ja, wir haben ja nur eine Note, deswegen finde ich es durch. Dann sage ich eine 7,5. Okay. Ich sag 7. Sag ich auch. Okay, aber so begeistert kann ich noch nicht sein. Aber es ist fein. Ich bin gespannt, ob wir Abstimmungen aus dem Chat haben. Falls ja, werden wir sie bestimmt gleich drauf bekommen. Wir haben sie tatsächlich. Das Frühling-Pilz hat 5,8. Und das ist nicht das Beste, was wir heute hier gehabt haben. Wir haben schon 5,9 gesehen. Das heißt, dass bei der Community liegt das Krombacher vorne, oder? Ja, ich glaube, Krombacher ist... Wer von euch hat das denn wie ich gehabt? Wie viele Leute haben denn da abgestimmt? 4 und 3 davon stammen aus der Stiegberg-Familie. Ja, also. Die hätten ja ein bisschen besser abstimmen können. So, wo haben wir es denn? Wir haben einmal die 7. Wir haben einmal die 7,5 bei dir, Hauke. Heiko. Ich habe vorhin noch Spaß. Ja. Das ist ganz schrecklich. Und wir haben die 7 bei mir. Ja. Ja, also. Ich gehe da mit, was soll ich sagen? Ne? Es schmeckt mir auch besser als die 6, die ich vergeben habe. Aber ich bin gespannt. Ich möchte auch mal so begeistert sein und im Zweifelsfall auch sagen, während ihr sagt, oh, und ich sage, yeah, und umgekehrt. Ne? Da freue ich mich noch drauf. Ja. Okay. So, was legen wir uns jetzt auf? Schaffen wir noch ein Bier vor der Werbung? Ja, selbstverständlich noch. Okay. Na klar. Ja, kommt auf also, Durst an. Ne? Jetzt was so Traditionelles. Hier zum Beispiel, also ich weiß gar nicht, wie traditionell Tanzäpfel, ehrlich gesagt, ist die Werben mit der Tradition, ja. Dem. Der Markt aus dem Schwarzwald. Ein Tanzäpfel vielleicht. Ja, ja. Also ich kenne das auch nur, ich hatte mal eine Freundin in Freiburg gehabt und die war unfassbar stolz aufs Tannenzäpfle. Also das ist schon, glaube ich, sehr verbunden damit. Deswegen ist das, glaube ich, schon wirklich das, was du sagst, ein Traditionsbier. Also und das ist auch recht herbe, so habe ich das in Erinnerung. Ja. In den Nullern war das ja das trendy Bier in Berlin. Ne? Das ist also 2004, 5, 6 oder so war alles Tannenzäpfle. Inzwischen ist es ja, glaube ich, eher helles. Ja.
Ja, das ist, man sieht hier auf jeden Fall klassische Design. Rothaus heißt die Brauerei. Das ist die badische Stratz-Brauerei Rothaus. Also nicht zu verwechseln. Gehört wirklich dem Land tatsächlich. Ist nicht zu verwechseln mit Rothändle, ne? Das ist halt genau. Zigaretten. Und es gibt auch da verschiedene Varianten, wie zum Beispiel das Eiszäpfle. Ja. Dann habe ich das Gelee habe ich dir davon mitgebracht, was dir nicht so genau, gut schmeckt. Genau, das Biergelee. Auch nicht zu verwechseln. Du hast im Schwarzwald gedreht und mir das Biergelee genau. mitgebracht. Ja. Das nicht war zu verwechseln mit dem Todzäpfle. So, geht langsam los hier. Ich konnte nicht noch länger warten, es tut mir leid. Ja, das ist ein Gag aus dem Off. Es läuft. So, läuft. Haben wir denn saubere Gläser? Nein. Hier mag ich besonders gerne ja dieses Abgefummelte. Ja, das immer. Ist so bei vielen WG-Partys früher. Ja. Und alle spielen halt irgendwie ja, rum. Genau. Und das basteln dann irgendwelche Figürchen. Genau. Kronen. So, guck doch mal hier. Ja, schön, aber das ist wirklich. Tanzsätze vom Hochschwarzwald. Also, es sind wieder über 5%, 5,1. Dankeschön. Ja, das ist sicherlich nicht ganz so frisch. Kristallklares, weiches Brauwasser aus 7 Quellen in 1000 Meter Höhe. Qualitätsmalz aus der Region und deutscher Aromahopfen. Aus Tettnang und der Hallertau machen Rothausbier so wohlschmeckt. Also, okay. Das Geile ist, das steht, wie gesagt, das steht vorne drauf. Das ist auf jeden Fall nicht gut, hinten. Das ist gut beschrieben und ich stelle mir da immer so vor, es gibt ja in der Werbung immer so diese, was in dieser Schokoladenwerbung, wo dann so diese alten Schokoladenmeister sind, die dann so händisch noch in diesem Pott rumrühren. Das sind die Maître Chocolatier. Ja, genau. Ich will jetzt keine Werbung machen. Maître de Bier. Schweizer Leute. Ja, genau. Für die Cremigkeit muss die Schokolade in die Conche. Genau. Die Conche erfunden haben, die. Ja, genau. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Das habe ich immer gerne getrunken. Und wie gesagt, ich habe das. Das sieht sehr wässrig aus, ne? Ja, das ist tatsächlich. Na, es sind halt 7 Quellen. Das ist halt richtig viel Wasser. Ja. Es ist tatsächlich auch eine Frage der Filterung, ob ein Bier gefiltert ist oder nicht. Also, das war ja eine Zeit lang mal sehr im Trend, das zu filtern. Aber das ist halt so klar. Und mittlerweile ist es ja wieder im Trend, dass man das nicht filtert. Das sogenannte Kellerbier oder das Twickel. Also, dementsprechend ist das. Aktuell steht das Trübe wieder für Qualität. Und es gab eine Zeit lang, das ist schon ein bisschen länger her, da stand das Klare halt für Qualität. Aber ist das dann der Filterungsprozess, dieser letzte oder wo auch immer der kommt, ist das ein Geschmacksmerkmal auch oder primär so ein optisches Naturbelassen, wie so viele Etiketten, die nicht mehr glänzen, sondern so Stumpfpapier sind, um so dieses Gefühl von, oh ja, da hat Oma noch selber irgendwie die Schokolade eingewickelt. Ich glaube auch schon, dass durch die Filterung tatsächlich der Geschmack klarer wird oder zumindest irgendwie, also da bin ich leider jetzt kein Brauer, aber ich würde mir das so, ich würde so verstehen. Also zumindest ist das Bild, was einem suggeriert wird, ist das irgendwie, dass das Zwickel oder das Kellerbier viel authentischer ist. Exakt, genau. Jetzt. Und da steht trotzdem Feldins drauf, so, oder was? Also, ja, müssen wir gucken. Was unser Brauerfreund Max sagt, mit dem wir vorhin geschrieben haben. Max Kollege, Brauer? In die Straße gehört? Den Witz haben wir so oft gemacht. Haben wir schon so oft gemacht. Max von Orca Brau, schöne Grüße gehen raus, mit dem Uke und ich zusammen brauen. Und er hat schon gesagt, Uke und ich stehen unter Beobachtung, was wir heute hier fasteln. Bis jetzt habe ich gut gehalten, aber bei diesem Zwickel-Dings gebe ich langsam auf dünnes Eis. Ja. Okay, machen wir weiter. Ihr stimmt ab und ich sehe hier teilweise schon Höchstnoten purzeln. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also wahrscheinlich haben wir doch sehr viele, die im badischen Hortschuh zuschauen. Es ist auf jeden Fall heller, finde ich. Mhm. Heller ist das, was wir vorher gesehen haben. Vom Klang, ganz gut. Und nicht dieser gut gereifte Urin. Hat so, ich sehe so ein bisschen Kürbis kriege ich hier. Kürbis? Also ist vom Geruch gar nicht mal so unähnlich dem letzten? Finde ich nicht. Ich finde das hier kürbissiger. Die Nase ist schon eingeatmet, weiß ich nicht mehr genau. Ja, das andere hat es schon. Oh, am Anfang ein bisschen zitroniger. Das mag ich jetzt gerade ganz gerne. Es ist ein bisschen die hochwertige Version von dem Perlenbacher. Es geht so ein bisschen in diese Perlenbacher-Hopfigkeit. Ja. Aber das Ganze in gut. Es ist nicht sehr hopfig, das stimmt. Und fängt relativ säuerlich süß an. Also nicht dolle Säure, aber fängt so süßlich an und wird dann zu normalen Pilz. Oh, das ist, finde ich richtig gut. Crushable. Auch das. Mhm. Also ich habe da jetzt auch, wenn ich da im Schwarzwald drehe, auch relativ viel von getrunken, muss ich sagen. Das ist mir jetzt nicht so, es fehlt gerade richtig sehr gut. Ja, aber es ist jetzt schon Bier Nummer 6. Ja gut, also man muss natürlich auch aufpassen, dass sich der Geschmack auch ein bisschen verändert. Ja, aber das finde ich jetzt, das hat total, es fängt so ganz angenehm, es schmeichelt sich so an dich an und sagt, hallo, na mein guter Freund, so ein bisschen süßig, säuerlich. Und dann, übrigens, ich bin doch ein Bier. Aber auch kein dolles. So. Oh, ich finde schon, da kommt jemand, knallt die Kneipentür auf und tritt deutlich selbstbewusster auf. Finde ich schon. Das von, also ich finde, ich habe das von allem mehr drin. Als in so mancher. Wo das habt wirkt, ihr schmeckt nicht verdünnt für mich. Bei allem. Das wäre nicht absolut positiv. Das schmeckt recht.
Da ist viel drin, so geschmacklich. Ja, doch, okay. Am Ende wird's herbierig, das meine ich ja. Also am Ende wird's dann bierig, aber es lädt dich so ein, es isst dich ja so rein in diese, hey, für eine halbe Sekunde kannst du denken, dass ich auch ein Biermischgetränk bin. Aber nur für eine halbe Sekunde, denn dann werde ich zu einem Bier. Und hier ist mein Hopfen. Aber nicht dieser harte Hopfen. Es ist nicht der Jäferhopfen. Es ist der. Jetzt nochmal das andere Parallel. Ja. Das schmeckt gut. The Revenge of the Perlenbacher. Mhm. Ja, das ist krass, ne? Das ist halt krass. Wenn du dann ein gutes dann nochmal hattest, das wird halt noch viel schlimmer. Nipp nur einmal dran am Perlenbacher. Einmal dran. Ja. Es riecht aber tatsächlich so. Ja. Wahre Geschichte. Ich war mal in Neuseeland so rumgereist und wir waren in den billigsten Absteigen. In der Ermangelung an Geld für hochwertigere Quartiere. Und dann waren wir in einer ganz scheußlichen Absteige irgendwo am Arsch der Heide. Und unter dem Bett, das habe ich aber erst am nächsten Morgen gesehen, stand so ein halb Liter Bierhumpen gefüllt mit gelber Flüssigkeit. Vom und ich weiß nicht, was drin war. Aber ich hatte gerade genau diese Assoziation. Ja. Wenn ich gerochen hätte, wüsste ich es nicht. Ich weiß nämlich jetzt tatsächlich, es ist riecht unseriös, riecht es. Unseriös, ja. Ja, das ist dann wirklich, komm, jetzt, ich will mir jetzt aber auch einfach noch eine letzte Pikante geben. Jetzt aber ganz, ganz schnell noch eben, ne, bevor der letzte Zug fährt. Ja. So. Ja. Aber es ist, wie gesagt, ich kenne das schon. Also das ist diese Erfahrung, die wir bei unseren Biertastings auch gemacht haben. Die Leute am Anfang denken sie alle, beim ersten Schluck, wieso ist doch gar nicht so schlecht. Zwei, drei gute Biere getrunken und dann das nochmal im Vergleich. Und dann merkst du halt, so, also diese Vergleiche sind dabei irgendwie gar nicht so unwichtig. Ja, ich finde es wirklich, für mich auf jeden Fall nochmal, es wirkt optisch, so dünn, zitronig auf jeden Fall, weil es wirklich so hellgelb ist. Ja. Aber geschmacklich ist da viel drin. Ja, total. Das ist ja das, wo es Spaß macht, wenn du so eine Geschmacksarchitektur hast, wo vorne was passiert, in der Mitte was passiert, hinten was passiert. So, das ist da wird es dann immer relativ spannend. Wie gesagt, also eins meiner, ich würde es Lieblingsbiere nennen, nicht weil es mir so gut schmeckt, sondern weil es so interessant ist, ist das Boom Shakalaka von Orca. Das ist halt ein Killer, war? Das habe ich dir vorhin erzählt, von Orca Brau. Das ist halt ein Rauchbier. Es schmeckt also nach Nikotin. Es ist ein Sauerbier. Es schmeckt also auch sauer. Und dann haben sie noch irgendwie Jalapenos reingepackt. Es ist also auch noch scharf. Es ist so gut wie untrinkbar, aber es ist mega. Also wenn du es einmal probierst, denkst du, what the fuck, was ist hier los? Das ist ganz toll. Aber es könnte dann so kippen, dass man sagt, okay, ich entwickle gerade so einen Spleen. Weil du kannst das nicht. Okay. Du kannst das nur trinken aus. Also weißt du, ich war jetzt gerade im Urlaub und ich habe solche Sachen getrunken wie Kaffee mit Käse. Ja, du kannst es aus Faszination trinken, aber nicht, weil du das jetzt wie ich trinken willst. Was hast du Urlaub gemacht, den Absurdistan? Da war ich in Malaysia. Ah, okay. Auch schön. Gut, wir haben ein Ergebnis. Nur noch 15. Ja, wir haben ein ganz gutes erste Viertel ist da. Wir werden eine Werbung machen und dann erfahrt ihr nach einer ganz kurzen Pinkelpause möglicherweise, je nachdem, was bei euch am meisten drückt, wie ihr abgestimmt habt. Und dann werden natürlich auch wir über diese Traditionsmarke aus dem Schwarzwald urteilen. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen zurück zu unserer großen Pilzverkostung hier bei Löffel Messer Gäbel. Und ich habe es natürlich schon vernommen, einige so, oh, nur Pilz, kein helles sonst was. Wir haben aber auch schon gehört, über 5000 Sorten hast du bereits getrunken, verschiedene. Also, wenn euch das hier gefällt, ist es natürlich für uns vielleicht alle der spannende Einstieg in eine Bierwelt, die wir aber erstmal so ein bisschen konventionell mit Pilz halt starten wollen und mal gucken, wo die Reise uns noch hintreibt. Aber das Feld ist eben so gigantisch groß. Da wollten wir es nicht zu wild machen. Also, ich wollte es nicht zu wild machen, um genau zu sein. Ihr wolltet abenteuerlich. Serie. Heikos Bierwelt. Ja, genau. Täglich. Eine Reise in die Welt des Abseitigen, genau. So, Rothaus Tannenzäpfler ist das Bier, was wir zuletzt getrunken und genossen haben. Weitgehend, das wird sich natürlich zeigen, aber ich habe das Gefühl, die Noten werden ganz gut ausfallen. Ich würde sagen, wir starten mal mit unserer Zahl. Wenn ich liebe Regie, vielleicht könnte sie noch mal drauflegen. Wir hatten sie vorhin schon im Community Vote. Falls ihr euch gemerkt habt, das ist gut, falls nicht. 5,3. Nee. Das nicht. Nee. Gut. Pass mal auf. Ich gebe eine 8, weil das bisher mein Lieblingsbier war. Ja, ist so. Ja, Grüße gehen raus nach Freiburg. Da gibt's, da gab's so einen geilen Schnippo-Salat. Also Schnitzelpommes-Salat. Egal, ich schweife ab. Salat hast du dazu gegessen? Ja, das war Standardgedeck da. Ne? Du, bei uns heißt das tatsächlich Schnippo. Ja, genau, ohne Saar halt. Der ist den Salat halt nicht. Ja, Schnipposaar habe ich auch nicht mehr. Gut. Ist das, warte mal, da ist es lieber mit, hier mit der was, das liebe ich ja mittlerweile hier, die. Wer ist hier dieser, der Fruchtdip, der aus dem schwedischen Möbelhaus rüber gedippt ist?
Wo immer alle sagen, die einen sagen, den kenne ich wenn nicht. Du so hier die Preiselbeeren. Preiselbeeren. Ja, das finde ich auch geil. Ja. Ja, das ist schon geil. Fantastisch. Gut. 6,7, wie gesagt. Wurzeln doch irgendwie vom Wiener Schnitzel auch, oder? Und nicht, hast du das ja, nicht das von Ikea? Ja, aber ich glaube, daher ist die Masse. Ja, das stimmt. Das würde ich schon sagen. Wie auch immer, wir diskutieren die über die süße Rahmsoße mit der... Rübergeschwappt von der Schöppula zu den anderen Sachen. So. Ich glaube, dass das so ist, ja. Absolut. So, also, ich gebe hier die 8 dem Tanzäpfle. So, ich tue mich jetzt gerade. Ich tue mich ein bisschen schwer mit meiner Begeisterung, weil man muss ja immer noch gucken, was könnte da vielleicht noch kommen. Und es ist schon das Bier, was mir jetzt gerade am besten geschmeckt hat. Ich weiß aber nicht, ob es eine 8 ist. Wir haben auch uns bereits für die Nachkommastellen entschieden. Ja, stimmt. Ich wollte eigentlich das lassen, aber ich glaube, ich finde es besser als das gerade im Rausche des Momentes. Deshalb muss ich mehr geben. Deshalb würde ich sagen, eine 7,5. Ja. 7,5. Ich gebe eine 6, tatsächlich. Also für mich ist das auf dem Niveau mit dem Feldhins. Es will Verschiedenes, aber ich finde es nicht so richtig. Okay. Also bei Videospielen würde man sagen, es ist nicht so richtig gebalanced. Ja. So, das ist so, also geschmackvoll, aber und ist auf jeden Fall auf der Seite der Besseren, ist aber nicht so ganz gebalanced. Ich finde es total charmant, Tanzäpfel. Das hat einfach irgendwie dieses wohlige Gefühl. Da bin ich auch ein Opfer des Marketings. So. Das Gelee hat dir nicht so gut geschmeckt. Das Gelee hat mir nicht so gut geschmeckt. Biergelee auch. Ja, das. Ist wahnsinnig, nur einfach wahnsinnig süß. Aber es hat einen sehr hohen Bieranteil gehabt. Biergelee? Biergelee, genau, aus dem Hochschwarzwald. Ja. Aber das ist also auch, von genauso dünnflüssig? Oder ist offizielles Tanzäpfel-Lizenzprodukt, das hat Uke mir mitgebracht als Geschenk. Ja. Ich dachte, so kann Heiko schon zum Frühstück einfach ganz normal Bier essen. Gab's leider nicht in der App. Okay. Aber du hast geguckt. Gut, damit haben wir unsere Wertung. Okay. Und wir haben natürlich auch euer Ranking. Und ich möchte sagen, die Zahl, die jetzt kommt, ist die höchste, die wir heute Abend gesehen haben. 6,7. Mag natürlich auch dem sozialen, dem lokalen Balancing unserer Zusehenden geschuldet sein. Aber ja, ist halt ein Ding, du hast gesagt, es ist weit über die Grenzen. Ist auch ein gutes Bier. Ist auch kein schlechtes Bier jetzt. Aber ich finde, wie gesagt, da ist noch auf jeden Fall Luft nach oben drin. Es ist halt, ja. Ich fand das halt sehr interessant. Also Trends, die kommen und gehen. Also warum ist ein Bier gerade besonders trendy? Wie ich 2004, 2005, 2006, war das Bier, was das trendy Bier war in Berlin überall. Als ich ein paar Jahre später zurückkam, war das halt weg. Und dann war es plötzlich Helles. Wie passiert sowas? Verstehe ich gar nicht. Ja. So. Ja, zum Hellen gibt's das verstehe ich auch nicht. Helles war für mich immer, also ich habe eine Zeit lang im Süden gewohnt und da war es wirklich so in diesen frühen Nullerjahren, da hatte ich das Gefühl, da ist Becks quasi so das Exportbier, was da ist. Das ist ganz besonders, kostet immer mehr. Aber überall auf den Augsburg, Hasenbräu, also überall dieses Helle, was da gereicht wurde, ich konnte es nicht. Na gut, aber in Bayern verstehe ich das. In Bayern war es dann das Tegernseher, hat man, glaube ich, getrunken. Das war das junge Wilde oder sowas. Ja, aber das Helle ist also ist sehr im Trend. Also ich glaube, jetzt kamen gerade wieder die Zahlen raus so von den deutschen Brauereien und insgesamt die Zahlen wieder zurückgegangen. Ich glaube, nur Helles steigt und Alkohol ist. Die Zahlen sind zurückgegangen? Ja, die Leute trinken weniger Bier als früher. Wieso das? Weil Alkohol, glaube ich, generell nicht mehr so im Trend ist. Wieso nicht? Sollte man auch verantwortungsbewusst trinken. Definitiv. Das wir trinken ja auch in kleinen Schlücken hier, eine ganze Menge, aber ansonsten, wir wollen hier diese Message. Nee, es ist ja absolut das richtig. Wenn Sie nicht mehr Bier trinken, was machen Sie stattdessen? Die trinken alkoholfreies Bier aufgrund des tollen isotonischen Geschmacks, weil das bringt einen so richtig. Da höre ich aber schon, da höre ich doch einen fünfminütigen Monolog. Nee, das ist einfach. Nein, ich finde persönlich. Ich liebe Alkohol, aber ich mag auch Sachen ohne Alkohol. Und ich finde, wenn ich was ohne Alkohol trinke, dann würde ich was anderes trinken als alkoholfreies Bier. Ja. Wenn ich jetzt ein Fahrer wäre und müsste irgendwelche Partybaggerluten irgendwie nachts um 4 noch nach Hause fahren, alle saufen sich irgendwie zu und ich bräuchte noch so ein bisschen das Placebo-Bier, dass ich einfach denke, ich trinke jetzt auch. Klar, dann kann man noch ein alkoholfreies nehmen, aber an sich finde ich nicht so spannend. Mhm. Wobei ich auch neulich mal so einen alkoholfreien Longdrink hatte, wo alkoholfreier Gin war und so, das hat auch schon ganz cool geschmeckt. Aber ich denke halt immer so, ne, ich bin auf jeden Fall, freu mich über jeden Saft. Aber wenn irgendwas ohne Alkohol, dann würde ich halt kein alkoholfreies Bier trinken. Aber es ist halt mega im Trend so. Ich finde, dass das nicht schmeckt. Also ich finde, es schmeckt ganz anders. Vor allem, also für mich, ich trinke das gar nicht als Bierersatz, weil ich fahren muss, so, sondern ich trinke das ganz gerne mal im Sommer, wenn ich einfach keinen Bock auf was. Also es hat so ist für mich eine ganz eigene Welt und nicht so nach, ja, ist nicht ganz. Ich kenne ein gutes alkoholfreies Bier, wo das alkoholfreie sogar besser schmeckt als die Version mit dem Bier, das Swimmingpool von Mikkeler. Ja. Da schmeckt die alkoholfreie Version aus irgendeinem Grund besser als die Version mit Alkohol. Okay. Das ist ganz merkwürdig. Die gute alkoholfreie Biere von Mikkeler. Ja. Aber ihr habt noch nicht den Captain Morgan rum alkoholfrei getrunken. Da habe ich tatsächlich live. Hab ich gedacht. Warum soll man was?
Fang ich an. Ich habe ihn getrunken hier in der Sendung und habe wirklich gedacht, das ist. Aber was? Also nichts gegen alkoholfreie Drinks, das hat damit nichts zu tun. Nee, aber da versucht man so eine Komponente zu ersetzen, die ähnlich schmecken soll, um das alkoholfreie. Und das hat sie, glaube ich, nicht. Es war einfach nicht so gut, um es vorsichtig zu formulieren. Ich habe meiner Freundin damals auch so einen alkoholfreien Gin geschenkt, der irgendwie ganz lecker ist, aber schmeckt auch nicht nach Gin. Es schmeckt wie irgendwie so ein Kräutergetränk oder sowas. Aber ich sehe schon wieder, Leute steigen. Je for fun finde ich nämlich auch ganz okay. Das ich habe mich nicht getraut, zu sagen. Du, es sagen viele. Aber es schmeckt ganz gut. Das sagen viele. Aber eben nicht als, nicht als Bier. Ne? Also wenn man Lust auf ein Bier hat, ist halt was anderes. Das also nach dem Sport oder im halt, Sommer. Der Name ist halt irreführend. Ja. Das ist genau das Bier ohne Fun. Weißt du? Ja, genau. Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Unter Umständen. Aber wir haben ja noch einiges vor uns, wo möglicherweise Fun drin ist oder auch nur wirkt. Wir schauen mal. Was ist das sechste Bier? Was würdet ihr empfehlen? Dass wir jetzt zum Duell von Ukis und meiner Heimatregion kommen. Die machen wir beide gleichzeitig auch. Uke kommt tatsächlich aus Friesland. Ostfriesland. Aus Ostfriesland. Und ich bin in Flensburg geboren. Und wir haben die zwei großen herben nordischen Pilsner mit dem Flensburg und dem Jever. Und okay. Ich sage, machen wir parallel auf. Ja. Haben wir genug Gläser? Haben wir. Kriegen wir hin. So, wir haben, Heiko, wir haben zwischenzeitlich unsere Plätze. Wir können aber natürlich noch mal so in dieser Position bleiben. Das hier war übrigens meins. Wir haben geswitcht. Für euch da draußen, reichst du einmal raus, bitte? Ja. Fantastisch. Wir haben das Flens in der Bügelflasche. Tatsächlich auch, auch wenn ich natürlich ein Lokalpatriot bin und das Flens mag, auch mit Hopfenextrakt gebraut, leider. Gebraut mit Küstengerste, steht immer oben drauf, aber da ist irgendwie so ein Sternchen und dann ist irgendwie, glaube ich, ein Mini-Anteil irgendwie der Gerste muss in der Nähe der Küste sein. Das ist ein Etikettenschwindel. Aber tatsächlich hat es, vielleicht kann man das nochmal ins Bild einfangen, es hat tatsächlich eines der absurdesten Brauereiwappen, weil man sieht diesen Turm und dann sieht man da diese beiden Tiere, die da rausspringen und der Turm selbst ist auf diesem Schiff unterwegs. Man kennt das tatsächlich relativ lange, aber man denkt sich halt, wenn man das mal genau anschaut, was geht da eigentlich? Gibt's auch von Max Gold tatsächlich. Es gibt in irgendeinem Buch Brauereiwappenkritik. Und da ist das Flensburger. Was ist denn da passiert? Ich habe da einfach noch nie drauf geguckt. Ich auch nicht. Ja, natürlich, total von meinem geistigen Auge. Ist aber irgendein Gewusel von Dingen. Ist also auch nicht klare Bildsprache. Ja, ist vielleicht jeder der drei Gründer von Bier wollte sich ver- ich brauche den Löwen. Ja. Ich nehme das Schiff. Und ich den Turm. Die zwei Löwen, ja. Aber gibt es Flensburger nicht nur in dieser Plopp-Bügelflasche? Gibt es auch in anderen? Nein. Ich kenne es nur so. Es ist nur, es gibt es nur in dieser Flasche. Es gibt tatsächlich auch die 05er Bügelflasche. Das wird dann auch entsprechend recycelt, logischerweise. Aber auch die Dinger werden recycelt. Mhm. Ich finde generell diese Knollenform, auch vom Astra haben wir ja später noch, mache ich eigentlich ganz gerne. Ne? Ich mag die auch. Die hat so was Prolliges und das Ploppen ist natürlich total toll. Ja, dann haben wir das Jever, friesisch herb. Beim Jever, da, ich kenne natürlich Jever auch, ich will nicht sagen mein Leben lang, aber schon sehr lange. Dort gibt es in den Bier-Nerd-Zirkeln wird darüber diskutiert, dass die IBUs im Jever zurückgegangen sind im Laufe der Zeit. Das heißt, dass das Jever früher herber war und im Zuge von größeren Marktanteilen haben sie ein bisschen Mainstream. Also ich sehe da einen Podcast, wo du da hinfährst und versuchst, das rauszufinden, was mit den IBUs passiert ist. Also, hinter der Schattenwand. Vor 20 Jahren habe ich da gearbeitet, ich habe immer Hopfen. Ah, nee, so redet er gar nicht. What happened to Jever IBUs? Yeah, what happened to the IBUs? Ja. Ich kenne Jever auch, ich mag es gerne. Ich mag auch Flensburger ganz gerne. Sind halt beides eher auf der Herbststraße unterwegs. Ne? Ja. Das, glaube ich, kann man so sagen. Ich habe von Flensburger, die haben auch so ein Dunkelbier. Also das heißt nicht Dunkelbier. Für mich war früher Dunkelbier immer Malzbier. Ja. Aber so eine dunkle Variante. Und die fand ich sehr, sehr, sehr lecker. Von wem? Von Flensburger. Es gab auch mal ein Jever Dark, was so einen Verschluss hatte wie so eine alte Cola-Dose. Du konntest das so abziehen. Also das ist irgendwie in der Versenkung verschwunden. Ja, das fand ich mal ganz toll. Jetzt bin ich mal gespannt. So, also das ist, haben jetzt einmal hier jeder das Jever. Das Flens, mal gucken, ob ich's. Es riecht schon fantastisch, Freunde. Ich will es nicht. Lass uns mal da kurz das Flens noch parallel. Jetzt mal gucken, ob ich es richtig gut öffnen kann. Yes. Ja, so soll's. So, pass mal auf. Ich würde sagen, damit wir nicht durcheinander kommen, rechts von uns stellen wir das Jeverglas hin. Das ist irgendwas. Ich glaube, das ist der Rest vom Rothaus. Ja, genau. Ich habe jetzt ein bisschen Uke sehr. Sorry, bei der Nase gewinnt direkt das Jever. Ich habe Uke jetzt sehr willig eingeschenkt. Ist okay. Ja. Das Jever riecht nach sehr viel. Man riecht also die Weite, das Meer. So, das ist jetzt Flens. Die Bitterheit des Lebens. Habe ich auch Flens. Der Friese durchgehen muss in seinem Leben. Es ist halt kein Zuckerschlecken bei uns. Und das setzt das Bier alles einfach nur in seiner Nase um. Wenn das Flensburger sagt, ihr könnt ja auch rüber über die Grenze gehen, dann seid ihr in Dänemark so.
Da sind die Horstpreise ganz günstig, da könnt ihr auch was machen. Das lese ich hier rein. Das sehe ich patriotisch gefärbt, okay. Also ich auch, muss ich. Also ich finde, die sind beide ziemlich ähnlich. Null. Null. Hab ein bisschen was mit Nebenhöhlen gerade, aber. Also ich finde, sie sind beide nicht aufdringlich in der Nase. Das ist auf jeden Fall das, was ich meine. Nein, sie sind wunderschön. Also Sefa ist halt. Ich rieche Heimat. Ich rieche. Okay. Die Härte, also wenn man sagen würde, seid ihr Geschwister? Ja. Hast du erkannt? Ja, so eine entfernte Ähnlichkeit ist zu sehen. Cousins, meinst du? Ja, so, okay. Ja, Cousins. Ja, Cousins. Hm. Gut. Ich fange mal dem Jefe an. Ich fange auch mal dem Jefe an. Freunde, ja. Prost. Prost. Ich auch. Ja. Was kennt man? Aber das schmeckt. Aber recht spitz halt. Ne? Das hat so eine spitze Herbheit. Ja. Und nicht so eine breite. Ja. Ich kann nicht mit den Fachbegriffen operieren. So eine breite Malzigkeit ist da halt nicht drin. Macht ja immer den großen Spaß, wenn man versucht, das zu beschreiben, ja. was da gerade ist. Aber es ist so spitz. Ja. Es ist so wie so eine kleine, so ein bisschen, als ob du Meditonsinsaft in Wasser kippst. Also was, ganz wenn man, jetzt ein bisschen. Was macht? Ja, also du hast so ein bisschen das Bittermedizinische drin. Ah, ja, ja. Und es ist aber nicht so, es geht halt nicht so, nicht so in die Breite. Was aber nicht schlimm ist, weil das ist so ein schönes Spülbier dadurch. Das ist halt also positiv gemeint. Spülbier? Ach Gott, ich rede mich schon in Teufelsküche hier. Also ich finde, man kann. Ja. Kopf und Kragen, sagt man. Es ist halt, ich probiere mal das Flens hier. So. Genau, die Frage müssen wir vielleicht ein für alle mal klären. Weil ihr seid nicht nur Bierexperten, ihr kennt euch mit der Region aus. In der Werbung, glaube ich, wird es immer als Jever ausgesprochen. Ja. Aber es heißt Jever, ne? Ist ja. Das also die offizielle Stadt heißt Sprechweise? Jever. Die Stadt heißt ja. Jever, ja. Ja, okay, dann ist das so. Ja, genau. Das ist aber dieses klassische Ding, dass man das V manchmal wie ein W ausspricht. Ja. Also ich war neulich in München in einem Museum. Dort waren Sachen von Karl Valentin ausgestellt. Und ich habe mit irgendwelchen Leuten darüber gesprochen. Und da kam München auf mich zu und meinte, es heißt Karl Valentin. Und dann habe ich als Konter gesagt, wie sprichst du denn dieses herbe Bier aus Ostfriesland aus? Und dann meinte er Jever und ich so, ha. Ja, aber es ist ja, bei Karl Valentin hätte ich auch gedacht, er wird Karl Valentin, es gibt Valentin, ja auch, ja. Ja, aber wird er wirklich, hätte er sich selber als Karl Valentin vorgestellt? Ich glaube ja, ja? Ich glaube tatsächlich. Dann ist aber bei Jever Karl ist es ja Valentin hat keine Brandwerbung rausgeschickt und wenn dir es in der Werbung sozusagen falsch ausgesprochen wird, was ist das, wie das Land, so das Jever oder was? Ja, da genau. Genau, ja. Genau, das war auf jeden Fall weicher. Also ich muss sagen, das Flens schmeckt mir besser. Also ich muss echt sagen, das Jever schmeckt mir besser. Und das aber ganz, ich mag das Flensburger ja auch. Und wenn es kein Jever gibt, trinke ich auch einen Flensburger. Aber das ist jetzt vielleicht irgendwie Gedächtnis, keine Ahnung. Also es ist auch nicht wirklich balanciert, muss man sagen. Aber es ist Meinst du, da ist jemand, der balanciert das oder was? Ja. Der sitzt da und sagt, nee, das muss man so. Ich glaube das ist rough. Da ist das Leben drin, da ist die Ehrlichkeit, da ist die Tränen der Menschen, das Harte, die Freiheit. Also ich habe mal die Flensburger Brauerei besichtigt. Das ist so ein Running Ding in Flensburg, wenn man so Junggesellenabschied macht. Weil natürlich kann man nach einer Brauereibesichtigung dann auch noch am Ende das Bier probieren. Und dementsprechend machen das viele wegen der Verköstigung am Ende. Und die Flensburger Brauerei besteht fast nur noch aus Maschinen. Also die meisten Menschen, die wir gesehen haben, war unsere Besuchsgruppe. Es gab Leute in der Lebensmittelkontrolle, die so chemisch dann irgendwelche Sachen überprüfen. Es gab Leute, die haben so kaputte Flaschen aussortiert. Und es gab am Ende Gabelstaplerfahrer, die Paletten weggefahren sind. Es ist alles automatisiert. Man könnte ja denken, irgendwelche Leute reingerannt, die gesagt haben, das gehört ihnen? Es ist tatsächlich, dass sie automatisiert abgefüllt werden, das denkt man ja. Ne? Aber die Flaschen kommen mit dem Roboterarm in Kisten. Die Kisten werden mit dem Roboterarm auf Paletten gestapelt und Roboterarme zellophanieren diese Paletten, also sprich ummanteln die mit Plastik, damit die Kisten gehalten werden. Und dann kommt der Mensch rein mit dem Gabelstapler und fährt sie weg. So. Das ist schon der Gabelstapler. Wenn man jetzt vom Jefer ist das nicht so, da wird es noch von Hand gebraucht. Ja. Kommt genau. Jede Flasche, das Etikett so draufgestrichen. Ja. Streichelt der Brauer morgens noch den Hopfen. Küsst die Flasche zum Abschied, dann wird sie abgesenkt in die Kiste. So ist das wahrscheinlich bei allen großen Brauereien, oder? Das ist diese, sag ich ja, dieses, was man so aus der Schokoladenwerbung sieht, das ist halt, ich meine, selbst bei unserem Craftbeer-Ausflug war das ja auch schon sehr, also ich sag mal so, als Colin und ich gerade Bier gemacht haben, in dem Biermach-Simulator, wir haben ja keine Brauerei gemanagt im einen, sondern wir haben das ja bei uns hinten in der Wohnung gemacht. Da mussten wir dann auch das Wasser erstmal erhitzen auf 100 Grad. So, da mussten wir alles selber machen.
Aber schon in der Craft-Brauerei konnte Max ja auch einen Knopf drücken und sagen, das geht jetzt auf 100 Grad hoch und auf 80. Der hat da nicht dran gesessen, hat so gedreht und geguckt, der sitzt genug. Also diese Automatisierung, dass sie da stattfindet, ist, glaube ich, enttäuschend, aber nicht überraschend. Ja, ja. Aber es schmeckt trotzdem. Ja. Ja. Übrigens, der Vote ist gerade jetzt geöffnet worden, von mir sozusagen offiziell, für Jefer erstmal. Also wir wollen erstmal, wir sammeln jetzt ein paar Jefer-Stimmen und die mal schauen, was ihr denn davon haltet. Kriegt man ja überall. Flensburg ist, glaube ich, nicht ganz so verbreitet. Ja, ja. Also wenn man sagt, ihr habt das ja unter Fernsehbier, hast du es irgendwie eingeordnet, ne? Also nee, ich habe das gesagt, Herbst, aber auch im Fernsehen, aber in dem Community-Post. Flensburger und Jefer sind ja auch häufig im Fernsehen. Ja. So. Also kann man mittlerweile ja. 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 Das war, glaube ich, doch, Jefer war immer schon. Die hatten glaube ich, doch in... Das hat mich immer unglaublich abgeturnt. Hatten die nicht immer so dieses Modell mit irgendwelche Business-Leuten? Ja, ja, die dann auch. Die dann ihren Trenchcoat wegwerfen, ja, barfuß in den Sand gehen, ja, und sagen, einfach mal genießen. Ja, mit der, genau, Natur eins, ja, sein. So richtige, oh, so Arsch. Ja, das hat schon mal gut funktioniert, so, diese Werbung. Aber von allen diesen herkömmlichen, normalen Pilsen ist das schon das Herbste, ne, bisher. Das Flensburger? Ja. Ja. Nee, das Jefer. Findest du das Flensburger herber? Also ich finde sie beide relativ ähnlich. Mein Erinnerungsprotokoll sagt mir, dass ich Flensburger immer herber fand als das Jefer. Das kann jetzt ja auch schon so ein bisschen getrübt sein. Ich weiß nicht, was das Erste ist, was wir so geschmacklich verlieren, wenn wir jetzt so viel Bier trinken wie heute Abend. Ich würde definitiv sagen, also das ist jetzt nicht unherb, aber ich würde sagen, das Jefer, also für mich ist das Jefer auf jeden Fall noch herber. Aber Colin, jetzt sag du doch mal, guck mal, du bist jetzt überhaupt nicht in irgendwelchen lokalen Dingen drin. Ich mag sie beide. Das diplomatisch. Ja, aber ich werd natürlich gleich mich entscheiden. Aber schon ganz klar, können wir nicht vom Hof reiten. Aber wir können doch schon mal sagen, es ist herber als die wir vorher hatten, ja, oder nicht? Ja, das ist der Fall. Und sie sind beide lecker. Ja. So, also ich finde, wenn man so, ja, Industriebiere hat und man geht irgendwie abends zum Späti und will dann noch irgendwie ein Bier, und das soll vielleicht jetzt gerade nicht das Tegernseher oder das Augustiner, ja, sein, so, wenn man einen Pilz haben möchte, dann, ja, kann man auf jeden Fall immer guten Flens mitnehmen oder einen Jefer. Ja. Ja. Aber im Flens ist mehr Geschmack drin. Das schon. Da ist mehr, drin, einfach geschmacklich, als im Jefer. Was ist schon. Was schmeckst du denn da? Hey, jetzt fang doch nicht an, mich darauf festzulagen, so wie ich immer meine Gäste. Mach doch mal ein paar Details. Pass auf. Was schmeckst du da alles drin? Schmeckst du die Küstengeste oder was das war? Gerste. Küstengerste. Ja, die schmecke ich. Die schmeckst du, ne? Ja, aber ich weiß, dass sie, also es ist ein bisschen gemogelte Küstengerste, muss man sagen. Bisschen salzig, schmeckst du da so ein bisschen, ja, die... Das ist, nee, ich schmecke einfach mehr, das ist wie so ein... Möwen. Das ist wie so ein beklebter Ballon mit der, also der, wo so ein bisschen mehr, wie nennt man das so, wenn so Kinder ihre ersten Basteleien machen und die bekleben Ballon mit so verschiedenen, mit so Papier, mit so durchsichtigem, pappen das drauf und dann wird der steif. Da gibt es so Ballons, wo jemand sagt, gib mir einfach das DIN A4-Blatt, ich stülpe es einmal komplett drüber. Und es gibt Leute, die liebevoll kleine Schnitzel drauf, naja, mit verschiedenen weil das Farben. Schön bunt wie so ein, ist und man macht ja eine Laterne draus. Exakt. Und das ist, hier habe ich das Gefühl, es ist ein reichhaltig beklebter Ballon, reichhaltiger, muss ich sagen. Ballon. Okay. Dazu, Aber das heißt ja nicht, dass es. Der kann ein hässlicher Ballon sein. Das ist ja einfach okay, nur erstmal die Sache der. Nur weil in einer Rockband 5 Leute sind, ist ja nicht gleich besser als ein Trio. Also insofern ist das erstmal nur eine Feststellung, ne? Wissenschaftlich. Das kann schon sein. Vielleicht, also. Ich finde das Flens halt milder. Und damit, also wenn das andere, also das schlägt, finde ich, sehr doll aus in Richtung Bitterkeit. Sehr doll, also im Vergleich zu denen jetzt. Und das halt nicht so. Und dadurch schmeckst du, glaube ich, am Anfang ein bisschen mehr. Ich finde, das Jefer hat noch ein bisschen was von Spülwasser mit bei. Das ist bitteres Spülwasser. Bitteres Spülwasser? Welches Spülmittel ist denn bitter? Ja, also das Jefer ist schon ein bisschen facettenreicher von der Geschmackskurve. Aber ich finde das interessant. Das Flens ist auf jeden Fall, es ist einfach, ja, es ist herber, es ist mehr auf den Punkt, finde ich. So. Ich mag sie beide. Es könnte sein, dass dieselbe Note dabei rauskommt. Da lege ich mich jetzt fest, wie viele Ibus stehen denn drauf? Da sind keine Ibus leider drauf. Wir können versuchen, auf Antep zu recherchieren. Kann das mal jemand rausfinden, bitte, hier im Chat, wie viel Ibus das Flens hat und wie viel das Jefer hat? Das wäre ganz gut. Also deine These ist, Jefer hat mehr als Flens. Ja. Du sagst, Flens hat mehr als Jefer. Ja. Würde ich jetzt gefühlt auch sagen. Was willst du sagen? Eher Team Heiko. Nee. Aber es... Ja, aber du isst dich halt. Du bist ein Mann der Kunst. Ich bin ein Mann der Wissenschaft. Mach mal, guck das mal bitte jemand irgendwo nach. Das kriegen wir hin. Also wir sind ich würde sagen, die Jefer-Abstimmung, die könnte jetzt mal abgeschlossen sein. Ist definitiv, ja, bitter. Und wir kommen ab jetzt zur Abstimmung des Flensburger.
Den Chat-Befehl habt ihr mittlerweile auswendig gelernt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Flensburger hat 38 IBU. Das hatte ich schon vorher. Jeff hat 40. Okay. Dankeschön. Tja, vielen Dankeschön. Dank. Danke. Ach so, Entschuldigung, liebe Johanna. Johanna auch heute Abend wieder in der Regie begleitend. Da sagt einer, Jeff hat 32 IBU. Aber gerade hat jemand gesagt, Jeff hat 40 IBU. Vielleicht hatte Jeff früher mehr. Wenn es 38, Jeff 40. Okay. Tja, so ist das halt, ne? Johanna, dann gib uns doch bitte, wenn wir beide Zahlen schon haben, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, dann gib sie uns doch bitte mal einmal durch. Was hat denn das Jeva bekommen von euch da draußen? Mhm. 5,5. Mhm, 5,5, das ist ordentlich. Also wir merken, ihr seid sehr kritisch da draußen. Mhm. Das ist spannend, vor allem jetzt zu sehen, wenn wir die Flensburger Stimme natürlich auch schon haben, ob das jetzt... Oh! Yes! Oh. Ja, die Community hat Geschmack. Ich hab's nicht anders erwartet. Ich will die Community jetzt nicht beleidigen, das ist nie gut. Aber gibst dich auf dünnes Eis, vor allen Dingen morgen noch live on air. Richtig, richtig. Aber es ist halt, man muss da reinwachsen, das ist okay, it's not for everyone, das verstehe ich. Und es ist ein schmaler Grat zwischen Beleidigung und selbstbewusst. Richtig. Nicht einknicken richtig, richtig. Vor dem Druck der Masse. Es ist halt, Freunde, ich verstehe das. Ja. Das ist ein Bier, wo man ein bisschen arbeiten muss. Und irgendwann, ich bin mir sicher, irgendwann werdet auch ihr zum Jeva finden. Ja. Und ich glaube an euch. Das ist ein weiter Weg, aber ihr könnt ihn schaffen. Ja. Flensburger hatte, ich habe es offenkundig nicht laut genug gesagt, 6,1 glaube ich gerade. Ne? Irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall mehr als Flens die 2, glaube ich, mittlerweile insgesamt. Das, ja. Hintertanzäpfle. Hat sich ganz ordentlich gemausert. Aber na gut, Flensburger hat auch eine sehr gute Lobby. 6,3. Ne? 6,3, das ist also wirklich, wirklich ordentlich. Hat auch eine sehr gute Lobby mit den Werner Comics in den 80ern natürlich, ja. bis sie dann ihr eigenes Bier gemacht haben. War das natürlich ein ziemlicher cooles Faktor, ja. Muss man schon sagen. Das eigene Bier, der Bölkstoff von Werner, dann auch tatsächlich von der Flensburger Brauerei gebraut. Ach was? Der wird von der Brauerei gebraut, Flensburger. Also es war 1989, da habe ich Werner Besser ist das gekauft. Ist 1989 so war. Hör doch mal zu. Ja, okay, sorry, okay, ja. So, und dann ist da halt Werner drauf auf dem Turm von seiner Burg und hält so die Flasche hoch und dann steht Besser ist das. Genau, das weiß ich. Und dann wurde es direkt aus dem Verkehr genommen. Ich habe noch das wo es draufsteht, und durchgestrichen. Er durfte es halt nicht sagen. Ja, und das kann er damals noch nicht von Flensburg, also das macht er irgendwie nicht. Das wird jetzt von der Emil-Petersen-Brauerei, glaube ich. Der Emil? Emil-Petersen-Brauerei in Flensburg abgefüllt. Ja. Interessant. Haben wir wieder was gelernt, aber erstmal möchte ich lernen, was ihr denn für Zahlen zu vergeben habt. Starten wir doch mal beim Jeva. Ah, ist eine 10. Ist es schon so weit oder ist es wirklich so weit? Ich weiß es halt nicht. Ich habe halt wie ich so einen Nostalgiefaktor dabei. Ja. So, das ist der, übersteigert halt das ganze Zeug. So, deshalb würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich muss einmal die gesamten. Ja, guckt euch die, sehen. Bitte. Ihr könnt natürlich. Was habe ich denn so vergeben? Mal schauen. Das ist tatsächlich, du bist bei 8 beim Tanzer. Also 8 beim Tanzer. Ich habe 7,5 beim Tanzer Player. Ja, ich gebe für das Jeva. Also, ich gebe eine 7,5 einfach wie. Gebe ich eine 8? Ich gebe tatsächlich eine 8 fürs Jeva. Dann gebe ich 8,5 fürs Flens. Dann gebe ich auch eine 8 fürs Jeva. Also, wir haben zweimal die 8. 3 fürs Flens. Zweimal die 8 von euch, ne? Ich gebe hier schon, ich reiche dir die Hand. 8 und 8,5. Ich eine 8 und eine Flensburger ist. Ich mag einfach, also Pilsner sind ja einfach generell, es ist ein sehr hopfenbetontes Bier und ich finde tatsächlich so die Art dieser bitteren Biere. Wir werden nachher noch bei den tschechischen Bieren sehen, Pilsner Urquell und so weiter. Das ist eher eine würzige Interpretation, aber ich stehe eher auf die bitteren. Okay, du hast schon unseriöses Gesicht. Nee, nee. Muss ich ihn schon nachher zu Ende moderieren? Okay. Nee. Ja, das ist. Ich höre dir einfach sehr gerne zu, Heiko, das weißt du. Ja. Flensburger 7,5 habe ich. Wie viele Zahlen hast du denn jetzt aufgeschrieben? 8, achso. 7,5 für mich. Für Flensburg. Okay, gut. Ihr könnt möglicherweise am Ende der Sendung erraten, welche Reihenfolge wir anhand der Handschrift hier die Biere verköstigt haben. Da bin ich mal gespannt, selber, wie sich das entwickelt. Flensburger. So, Colin, 7,5, 8 und 8,5. Okay, gut. Ich sag 7,5 für Flensburger. Da haben wir alle ein bisschen gewonnen. Hauke, Heiko. Ich habe das vorhin schon. Du hast eigentlich meine Wertung falsch aufgeschrieben. Ich habe gesagt, ich gebe 8 für Jeva und 8,5 für Flens. Hier ist bei Heiko 8,5. Ach so, ich bin in der Spalte verrutscht. Das kommt. Ich habe das aber auch so verstanden, dass du 8,5 für Jeva gesagt hast. Ich habe 8 für Jeva gesagt und 8,5 für Flensburg. Nee, du hast 8,5 für Jeva gesagt und 8 für Flensburg. Da habe ich es anders gedacht. Ist so, ne? Ja, ja. Hat so.
Das kann, muss ich mich ja gar nicht entschuldigen. Jetzt musst du dich entschuldigen. Ich schaue mir das nachher nochmal an. Nee, aber es ist tatsächlich. Möchtest du dir nochmal korrigieren? Ich möchte es unbedingt korrigieren. Ich habe 8 Jäfer, 8,5 Flensburger. Okay. Dann siehst du, dann hat euch doch das Jäfer gleich gut geschmeckt. Das ist doch schön. So, dann hatten wir das 7,5 und hier für dich die 8,5. Genau. Was gibst du hier? Ich weiß nicht, was die damit... Das ist die gute Frage, die ich mir stelle. Was ist mit diesen ganzen halb ausgetrunkenen Bieren, Freunde? Die, wisst ihr, was da noch drin ist oder nicht? Nee, wir brauchen auch tatsächlich, wir haben auch zu wenig Leere. Ja eben, deshalb, was wollt ihr denn damit machen? Sollen wir die mal alles zusammenkippen? Ja. Ja, auf jeden Fall. Wie heißt das nochmal in der Fachsprache? Eklig. Ja, es, ja, meine gut, wir haben alle mal verzweifeltere Zeiten als heute erlebt. So, Freunde, wer möchte? Nehmen wir. So. Ich habe eine 7 gegeben, um die Frage zu beantworten, die du mir eben gestellt hast. Wem hast du eine 7 gegeben? Das ist doch weniger. Ja, du ja. Nein, ich habe ja bereits gesagt, dass ein bunt ausgestatteter Ballon nicht zwingend schöner ist. Nur weil, also das... Das ist eines, ja, ich weiß, das enttäuscht dich jetzt ein bisschen. Nee, aber okay. Ich habe vor allem. Sprechen wir im nächsten Personalgespräch. Ich wollte es gerade. Ich bin natürlich ein Riesenfan von Flensburger, muss ich sagen. Ja. Aber ich glaube, irgendwas war nicht gut mit der Flasche. Ich hätte eigentlich eine 8 gegeben heute. Ja. Also vielleicht auch eine 9. Hast du wieder auch gesagt. So, mit welchem Bier machen wir weiter? Ja, sagt ihr es mir. So, wie viel haben wir denn jetzt schon geschafft? So, genau. Wie viel haben wir? Wollen wir hier ganz einfach zusammenzählen? Wir haben tatsächlich 7 geschafft. Oh. Okay. Wollen wir uns schnell gezählt? Ja? Hier unten vielleicht nochmal im abseitigen Bereich ein bisschen versuchen? Ja, 5,0 habe ich noch nie getrunken. Ich kenne es nur, weil es natürlich ein Design hat, was jeder sofort erkennt. 5,0 ist. Der Name ist halt gut. Ja. Aber es sollte dann auch eigentlich 50 Cent kosten, finde ich. Ja. Das war wahrscheinlich auch mal so. Ja, vielleicht. Hm? Ja. Könnte sein. Also, das ist aber, glaube ich, das ist ja so ein günstiges Bier, was in vielen Märkten angeboten wird. Ne? Nicht so wie das Perlenbacher bei Lidl. Ach so. Oder ist das auch gebunden quasi an einen Discount? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das kriegst du überall in den Spätis. Das ist so ein bisschen so eine große Billigmarke sozusagen. Oder Low-Budget, billig klingt schon wieder zu wertend. Neben dem Oettinger tatsächlich. Ich wollte ja auch, dass wir das Oettinger nehmen, aber das wäre halt ein bisschen zu viel geworden. Aber 5,0 Oettinger, das ist so. Wo kommt das denn her? Das kommt aus Braunschweig. Ah ja. Stadt, ein richtig gutes bekannt ist Bier. Feinherb im Geschmack, mit besten Zutaten nach deutschem Reinheitsgebot gebraut. Für euren Genuss und Durst hergestellt. In schwarz-weiße Dosen abgefüllt. Und weil es einfach gut ist, kommt es ohne Werbung aus. Das ist ein Understatement-Bier natürlich. So einfach. So lecker. Bier und gut. Prost auf euch. Es ist halt... Ist mir ein bisschen zu... Ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht. Ein bisschen zu dick. Ja. Auch die hätten früher rausgehen müssen. Niemand liest es. Also vom Design her, da steht halt 5,0 und dann irgendwie so ein Quatsch. So Braunschweig, die Stadt, aus der vor allem der Crossover kam und sonst nix. Ja. Such. Ja. Ja, und wir wissen natürlich auch, Salem, Mortal Way of Life, haben sie da aufgenommen. Aha. Wir sind alle an Braunschweig. Wie geht's euch? Ich habe gefragt, wie es euch geht. Tom Angel Ripper? Muss 87 gewesen sein. Ah, ist egal, ich schweife ab. Ich hab eher, was ist das? MC René doch aus Braunschweig, oder? Das kann sein, aber da wurde mal ein schönes, legendäres Konzert mit Chris Richard, einem legendären Drum-Solo. Ah ja, die kenne ich auch aus Braunschweig. Aber ich muss jetzt mal sagen, gibt es oder gab es das nicht auch mal in roten Dosen oder ist das eine Variante davon? Eine Variante. Auch. Es gibt verschiedene, ich glaube, es gibt einen Weizen, einfach auch, es kann sein, dass es ein Exportbier gibt. Genau, die sind einfach rein vom Farbcode unterschiedlich. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob, also sind alle 5,0 dann, oder? Weil, also es hat auf jeden Fall exakt 5,0%. Ja, also ganz ehrlich, wenn sie das nicht hinkriegen und das Bier dann umbenennen müssen, so, das wäre halt 4,9. Ja. Ja, ist natürlich gut, wenn sie so eine Produktpalettenerweiterung machen. Sie haben noch das 4,9 jetzt im Angebot, das 4,3 und so. Du kannst dich so richtig entscheiden für den ganzen Krams. Auch Hopfenextrakt wieder. Ja. Aber man muss sagen, hier oben, wenn du mal vielleicht lesen möchtest, da geht man sehr selbstbewusst mit dem eigenen Produkt um, wie wir. Schnapp dir jetzt deinen Lieblingsartikel in so einem 5,0 Original-Fanshop. Da wird erst ohne Marketing irgendwie das angepriesen. Ja. Ja, aber keine 14% Rabatt wie bei uns. Ich würde, im Shop gerade. Ich wäre schon begeistert, wenn ich mal jemanden sehen würde, der mit so einem 5,0 Shirt ankommt. Würde ich sagen, Respekt, du stehst ein für die Dinge, die du liebst. Sieht man bestimmt mal so auf dem Hurricane oder so. So, okay. Ja. Gönnen wir uns mal wieder was Gutes aus dem oberen Regal. Wer schenkt ein? Ich mach mal wieder dran. Das ist der Mann, der mit 5000 Bier auf dem Buckel, wer macht denn ja, da was? Ich berühre manchmal beim Einschenken so das Bier, das ist nicht gut. Also man sollte es eigentlich jetzt gut, so. Es gibt tatsächlich ein Mixbier, das heißt 2,5 und 0,0. Und es gibt wohl auch ein 7,0. Gut, ich dachte, wir hätten jetzt einen Witz gemacht, aber es ist existent. Es gibt da doch auch so ein russisches Bier, wo immer die Nummer sagt, wie viel Alkohol drin ist. Baltika? What? Was? Das kennt ihr nicht?
Oh, da habt ihr aber noch mindestens 4, 5 Varietäten reinzustellen. Das heißt Baltica. Vielleicht könnt ihr das mal korrigieren oder verifizieren, wie auch immer. In Köln, Gamescom-Zeit, ne? Ja, Zülpicher Straße, da gibt's so eine russische Kneipe, sag ich mal. Und die haben immer, da kann ich mich erinnern, dass ich das studiert habe, die hatten, ich glaube, das hieß Baltica. Mhm. Und das war immer mit einer Nummer versehen. Das war jetzt nicht nur der Alkoholgehalt, das war auch eben dann so die entsprechende Palette an Pilzhelle oder was auch immer sie so hatten. Ne? Und da hat man immer nach Nummer bestellt und nach Geschmack. Aber das war immer sehr einfach, weil man sich nichts Kompliziertes merken musste, sondern nur, ich nehme auch mal hier das Baltica 5 oder 7 oder 8 oder sowas. Hieß es vielleicht wirklich so? Werden wir vielleicht noch rauskriegen heute? Oftmals ist es, wenn eine Nummer genannt wird, auch die Würze. Also die tschechischen Biere, die haben so verschiedene Nummern danach und die geben den Grad an Würzigkeit an. Aber Würzigkeit ist ja nicht Herbheit, sondern wie macht sich Würze? Das werden wir tatsächlich noch mal sehen. Das Staropramen zum Beispiel, was wir später haben, und Pilsner Urquell, die haben eine Würze. Okay. Lass uns jetzt erstmal hier drauf fokussieren. So, dann schauen wir doch mal. So, ja, genau, Baltica 379. Ja, am Rote Platz ist der Laden, ganz genau. Eine schöne gemütliche kleine Kneipe. Am Roten Platz? Ja. In Moskau. Auf der Zürcher Straße, genau. Ach so. Ja. Sowohl. Ach, das heißt auch so. Ja, wo der mit dem Flugzeug gelandet ist, weißt du? Ja, mitten genau. In Köln damals. Genau, das ich erinnere mich. Das war. Also der Rust, da wo der Freizeitpark ist. Es sieht aus wie ein ganz normales Bier. Ja. Das kann man schon mal festhalten. Wenn das so im Glas ist, könnte man meinen, es ist ein Bier wie jedes andere. Aber sobald man es trinkt, passiert Folgendes. Nichts. Ja, aber ist doch jetzt bei weitem nicht so schlimm wie das Perlenbach. Nee, überhaupt nicht so schlimm. Einfach nur ganz harmlos. Es ist auf jeden Fall in Ordnung. Ja. Ich habe in meinem Kopf sofort 5 gedacht. Also auch bei den Punkten, die ich vergeben würde. Tut ja gar nicht weh. Ist es vielleicht kalt oder was? Was ist denn da los? Schön kalt aber auch. Ich habe das auch tatsächlich nicht so schlecht in Erinnerung. Ist genauso wie beim Oettinger oder so. Das ist tatsächlich ja so das Low-Budget Supermarktbier. Das habe ich auch nicht so schlimm in Erinnerung. Zweiter Schluck, aber schon anders. Zweiter Schluck eher so ein bisschen Teppich wieder. Aber immer noch nicht ganz schlimm. Welche Brauerei hat Gunnar noch während eures Bier-Tastings angeschrieben, des vorletztens? Ich erinnere mich an nichts. In dem Kontaktformular, das war ja mal nix, hat Gunnar diesen Brief da geschrieben. Ich erinnere mich an nichts, was da passiert ist während dieses Tastings. Okay. Wen hat er denn angeschrieben? Die Brauerei, entweder des vorletzten, eines der Biere. Und da hat er dann irgendwie ins Forum geschrieben und hat den geschrieben und hat geschrieben, das war ja mal nix. Wahrscheinlich das Gurkenbier. Mhm. Ich habe so eine ganz leichte Marzipan. Ja, also ich finde, es geht schon in Richtung, also wie du schon sagst, okay, je öfter man trinkt, also es geht schon echt in Richtung Perlenbacher tatsächlich, ist so eine undifferenzierte Hopfigkeit. Ist aber trotzdem okay. Also wenn man das jetzt in der Geschmackswelt mit dem Perlenbacher vergleicht, also es ist schon auf jeden Fall... Ja, ist über. Es drüber. Ist über, drüber. Also du hast gesagt, du, die erste Idee ist eine 5, soweit würde ich tatsächlich nicht gehen. Ich auch nicht mehr. Der erste Schluck war eine 5. Ich meine, es kommt mir sehr kalt vor. Ja, vielleicht kälter als die anderen. Ja, ich finde das sehr angenehm, vielleicht täuscht es über Diverses hinweg. Ja. Würdet ihr sagen, zu kalt gibt's? Ja, gibt's total. Gibt's schon. Also, aber das ist jetzt nicht zu kalt. Nee, also wenn du richtig schlechtes Bier hast, dann machst du richtig kalt, weil dann schmeckst du es halt nicht mehr so richtig. Ja. Und es gibt halt, du kannst halt richtig tolles Bier haben und wenn du es zu kalt hast, dann schmeckst du halt auch nichts mehr. Dann ist es halt ein bisschen verschenkt. Ganz oft so, dass, je facettenreicher so ein Bier ist, dass die Sachen auch wärmer dann getrunken werden. Das ist natürlich je nach Bier unterschiedlich, aber gerade so Stouts, Imperial Stouts, also ganz schwere, dunkle Biere, die trinkt man tatsächlich ein bisschen wärmer. Beziehungsweise man trinkt die eigentlich eher so ein bisschen kalt und dann lässt man es warm werden, weil man die eh nicht so schnell trinken kann. So dann merkt man, welche Aromen sich noch entwickeln. Mhm. Und genauso auch IPAs werden in der Regel jetzt nicht so kalt getrunken wie so ein Pilz. Also ich erinnere mich immer noch gerne dran, als ich in England gewohnt habe, da gab es halt das Guinness auf Zimmertemperatur und da haben wir uns als Deutsche natürlich immer sehr lustig drüber gemacht, ne? Bier ohne Schaum und generell so. Und da gab es das Bier irgendwann mal, das war so eine Riesenneuerung, 20 Jahre her, Guinness Extra Cold. Das war so eine blaue Zapfsäule und dann gab es dieses Guinness, es war extra kalt und es war halt echt nicht so gut. So, man hat das halt getrunken, weil irgendwie dachte, okay, ist was Neues. Aber Guinness schmeckt halt besser, wenn es nicht so super kalt ist. Ja, ich meine, es ist einfach nicht gewohnt. Ne? Ich glaube, hier ist es tatsächlich so, also in meiner Bierwelt, die ja relativ beschränkt ist, es muss eiskalt sein, sonst ist sofort. Also, wir hatten tatsächlich wir haben ja in Köln bei der Gamescom eingeladen und ein Bier-Release gefeiert. Und da gab es tatsächlich auch ein paar Leute, die sich beschwert hatten, dass das Bier zu warm sei. Und ich fand es halt genau richtig. Ich würde auch sagen, es war genau richtig. Ja. Ach
so. Ja, gut, das ist natürlich schwierig, wenn man da dem Gastgeber so ein bisschen ans Bein pingelt mit so einer. Natürlich trinkt man Bier gerne kalt. Das ist jetzt ketzerisch zu sagen, ich will mal Bier warm. Aber man hat sich halt über die Engländer immer so super lustig gemacht. Und ich fand das häufig nicht so schlimm. Also klar, wenn du so ein Carling da getrunken hast, so ein Kölsch oder sowas, das war halt fürchterliches Bier. Das musste halt kalt getrunken werden. Aber ein Guinness halt nicht. Also es muss nicht so kalt sein, dass das dir alle Geschmacksnerven sofort lähmt. Ja gut, es kann natürlich manchmal vielleicht über die eine oder andere Enttäuschung geschmacklich hinwegtäuschen. Ja. Vielleicht ist das auch bei dem 5,0 so. Aber ich fange jetzt mal an. Ich gebe hier tatsächlich die 5. Weil ich finde es überraschend okay. Das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Und ob ich jetzt... Wenn ich jetzt die Wahl hätte und es wüsste, würde ich wahrscheinlich eher einen Krombacher nehmen, dem ich auch eine 5 gegeben habe. Wenn ich es aber nicht wüsste und es wäre eiskalt, dann wäre es mir möglicherweise scheißegal. Also da muss ich so ehrlich sein. Ne? Also, 5 von mir, jetzt seid ihr dran. 3. Einmal die 3. Ich sag 4. Die 3 von Heiko und die 4 von Uke. Ja, guck mal. Da sind wir nochmal richtig... Ohne Nachkommastellen sehr unterschiedlich unterwegs. Ja, bin ich gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir haben. Wir haben es. Also, das 5,0 kriegt von euch eine durchschnittliche Wertung von 4,7. 5,0 wäre jetzt sehr gut gewesen als Durchschnittswertung. Ja, aber das ist natürlich so nicht möglich. Ja, der Gag war nicht konsensfähig. Ist immer relativ nah dran. Auf jeden Fall. Okay. So, stellen wir dazu rein. Wir sind eigentlich in der Zeit tatsächlich. Wir können ein bisschen Strecke machen noch, ne? Ja, klar. Ja. Wir wollen ja noch zeitig essen heute, ne? So, wir machen weiter mit der Empfehlung, die ihr mir gebt. So, ich würde sagen. Ja, danke dir, Hauke. Wir können auch mal wieder. Also Karlskrone, glaube ich, bewahren wir uns jetzt bis zum Schluss auf oder bis relativ weit hinten. Was haben wir, worauf wir uns freuen können? Wir können aber was Feines wieder machen. Vielleicht machen wir jetzt mal was hier polnisch, Quatsch, was tschechisches. Ja, also ein Budweiser zum Beispiel. Ja, oder so. Ja. Wie ist das verbunden mit dem amerikanischen? Das kommt daher, glaube ich. Also, oder aber das schmeckt ja ganz anders. Ne? Ja, genau. Das amerikanische Bier ist ja eher untergedampft. Aber Budweiser ist, glaube ich, eine Stadt in Tschechien. Okay. Und die haben sich wahrscheinlich den Namen gekauft. So würde ich mir das jetzt erschließen. Ich hier gibt es ja tatsächlich, müssen wir sagen, das ist ein Ei im Nest. Was bitte? Der Budweiser ist eigentlich ein Lager und kein Pilsner. Ein Lager? Ach so, der Ort so. Nicht, sondern der. Also, Lager und Pilsner sind beide sehr nah verwandt. Also es sind beides untergärige Biere im Brauprozess. Mhm. Die unterscheiden sich eigentlich in der Hopfigkeit. Also ein Pilsner ist in der Regel viel hopfenbetonter und ein Lager ist viel milder gehopft. Also viel leichter in der Regel. Also ein Lager ist ein bisschen so, das ist auch im Trend, genauso wie das Helle sozusagen. Und das ist eigentlich, wenn man ganz streng ist, ein Exot da drin, aber tatsächlich ist jedes Pilsen in gewisser Weise auch ein Lager. Habe ich mir vorher mit von Max noch erklären lassen. Okay. Hast du dich richtig hart vorbereitet? Oder ich habe mit Max vorher noch gesprochen. Hast du alle Biere mal einmal durchgesprochen, oder? Hat er gesagt, was du geben sollst, Noten auch? Ja, also das ist tatsächlich ein Lagerbier, aber die Unterscheidungen sind halt relativ gering, weil man würde bei, keine Ahnung, einem Krombacher, was ja auch hier tendenziell, wie ich finde, was habe ich gesagt, Wasser mit Biergeschmack, das könnte halt tatsächlich auch ein Lager sein, von der Art her. Das ist sowieso bei vielen Bierstilen, dass die auch dann sehr nah beieinander sind. So, okay, also du würdest sagen, es ist jetzt noch, es ist kein wirkliches Kuckucksei im Nest. Nee, das ist ein untergäriges Bier auch. Es gibt ja so zwei Kategorien, untergärig und obergärig. Das liegt an den Hopfen tatsächlich, also die Art, also an der Temperatur, in der die Hopfen gebraut werden. Tatsächlich sind obergärige Biere, das ist Pale Ale, Stout, Kölsch, die werden viel wärmer, das tatsächlich bei, was ist das, so 12 bis, nee, oder sogar noch höher, 16 bis 24 Grad, während halt die untergärigen Biere viel kälter gehopft werden. Und das ist tatsächlich so, so kann man untergärig und obergärig unterscheiden, dass dadurch, dass wenn die Hefe wärmer ist, bildet sie so Cluster und schwimmt oben im Tank. Und bei untergärigen Bieren, weil die viel kälter sind, geht die Hefe langsam nach unten. Das heißt, Hefe oben ist obergärig, Kölsch, Pale Ale, und untergärig ist Pilsner zum Beispiel Lager. Das heißt aber nicht automatisch, dass die so grob in zwei Geschmackslagern auch zu finden sind. So einfach kann man es nicht machen, oder doch? Dass man sagt, boah, das ist schon so
So, ja. So Salz und Pfeffer sind so meinetwegen die ersten Kategorien. Das ist schon grundsätzlich, das sind grundsätzlich schon unterschiedliche Noten tatsächlich, ja. Aber gerade wenn man nach dem Reinheitsgebot braucht, sind es halt immer wieder dieselben Zutaten. Das ist halt im Endeffekt eine Frage, ne? In diesem Fall der Temperatur oder halt auch von anderen Dingen. Ob Altbier. Wir den Schlauch jetzt anders angesteckt hätten und weißt du, ob wir den einen Bottich jetzt weiter unten auf dem Tisch gestellt hätten und den anderen weiter oben in dem Biersimulator. Ja, aber da war es ja eine Frage der Schwerkraft, die uns das Abfüllen erleichtern sollte. Aber ich verstehe natürlich die Bilder. Also insofern bin ich gespannt, ob sich das jetzt mit dem Wissen, dass wir ja eigentlich ein, ja, wie soll man sagen, ein Kuckuckseins. Also hier ist halt sehr, sehr faszinierend, dass es sowohl auf Deutsch als auch auf oh je, Italienisch hinten drauf steht. Ja. Dass es, obwohl es aus der Tschechei kommt, nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut ist. Ja. Und noch irgendwas war, da hast du mir die Flasche weggenommen. Deshalb weiß ich nicht mehr genau. Und es gehört der Tschechischen Republik. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Owned by the Czech Republic, genauso wie wir bei dem Rothaus auch gesehen haben, das ist eine badische Staatsbrauerei. Also gehört dem Land Baden-Württemberg. Und insofern verdienen die hier an der Sucht der Einwohner mit. Der Sucht, Bürger. Der Freude der Einwohner mit. Der Freude, ja. Ja. Die einen sagen so, wir sind heute auf jeden Fall natürlich im Dienste der Aufklärung. Wir trinken sehr verantwortungsbewusst hier. Ganz genau. Das ist uns natürlich wichtig. Wir wollen euch die Empfehlung geben, damit ihr genauso genussvoll vielleicht mal das Bier eurer Wahl finden werdet. So, ich bin sehr gespannt. Riecht wieder. Aber du hast schon recht, man riecht so 3-4 Mal und dann hört es auf. Ja, dann hat man alles in der Nase eingeatmet. Ja. Das ist clean. Ja, ist clean. Das schmeckt clean, gut. Ja, geht so durch. Das geht so durch. Das ist wirklich so ein, für mich so ein Sommerbier. Ja. Das ist manchmal so, keine Ahnung, wenn ich in irgendwelchen Läden bin, die Barauswahl ist relativ klein und ich weiß, ich lege auf, ich muss den ganzen Abend Bier trinken. Dann du musst man, halt den ganzen Abend Bier trinken. Dann kann, man halt auch, kann man auch einen Budweiser trinken. Ja. Es stimmt. Also ist es. Also hört ihr eigentlich auch diese Musik oder ist das von mir irgendwie so? Nee, tatsächlich ist das so ein bisschen so, und die gute Laune, das Gefühl in der Bar zu sitzen. Das ist dasselbe wie in diesem Spiel, was wir vorhin gespielt haben. Vielleicht wurde ich dachte gerade, ob ich einen Tinnitus davon habe von diesem. Okay. Ja, es ist, ich finde halt, das kann man sehr gut trinken. So, es, hat sehr, es ist nichts Besonderes, aber es geht halt ein bisschen gut nach Rasen. Ja? Es hat so ein bisschen was von Weide. Crushable, absolut. Geht runter, ist auch gleich leer. Das ist nicht so meins. Ist gleich, muss ich tatsächlich sagen. Das ist auf jeden Fall. Nee, nicht so meins. Ja, ist aber jetzt auch tatsächlich, also für so ein Tschechische, ich habe ja die Tschechen gerade so ein bisschen mit Würze gebrandmarkt. Tatsächlich ist das halt, also das ist total clean. Und das ist wirklich, finde ich, sehr nah an so einem Becks-Gefühl dran. Das ist jetzt ein sehr, also. Das würde ich nämlich gleich gerne mal danach probieren. Dann bring it on. Machen wir Becks. Das ist für mich jetzt sehr durchschnittlich. Das ist jetzt eine 5 für mich. Das ist halt lecker, trinke ich so, aber. Ich erinnere mich an nichts. Ja. Das ist ja, glaube ich, zu würzig, um dieses Wort. Ich finde das tatsächlich, ich finde das tatsächlich besser. Ich würde sogar auf eine 6,5. Ja, kommen wir gleich. Wir machen das Backs. Der Vote läuft noch, ihr seid noch am Abstimmen. Ja. Wir switchen jetzt quasi live rüber zu einem weiteren Klassiker. So. Was ich traditionell sehr gerne trinke. Ja. Das muss ich sagen. Aber das ist nämlich auch so in Westfalen, um die Geschichte noch mal aufzunehmen, wo ich groß geworden bin. Da wurde ich dann für Becks immer eher verlacht, so als boah, gib mir das Krombacher wieder, ne? diese etwas, weil das sozusagen dann schon so wie, das ist ja fast wie Flensburg, das ist ja so herb, das kannst du ja nicht ertragen. Mhm. Ich meine, das ist auch viele Jahre her, diese Geschichten, die ich erzähle. Es mag sein, ich glaube, die haben mittlerweile dann ja auch sind ja auch einer großen Kette anhängig geworden oder so im Laufe der letzten 20 Jahren und waren ursprünglich auch mal ein kleineres. Ja, ich glaube, das ist Ding, ne? InBev. Das ist so einer der ganz großen Brauereikonzerne. Das ist ja auch eine Riesenkonzentration auf dem Brauereimarkt gewesen, dass da wirklich globale Konglomerate sind, die ganz viele Marken aufgekauft haben. Das können wir hinten mal sehen. Mhm. Aber es ist natürlich der Schlüssel drauf, der Schlüssel zum Glück und Genuss und Freude. Anheuser-Busch InBev, genau, das ist rein schon vom Namen. Ach, Anheuser-Busch, ja. Genau. Ja. Der Schlüssel zum Glück, sagst du? Ja, ich, zumindest würde ich dieses Wappen gegenüber dem Löwen, der mit dem Nike-Logo im Rücken aus dem Turm springt und auf dem Schiff, unterwegs ist. Aber es ist auch ein komischer, es ist ein komischer Schlüssel, guck mal. Das ist schon ein bisschen komischer Schlüssel. Ja. Oh, ist eine Mischung aus Raumschiff und Schlüssel, ne? Das ist ein bisschen Enterprise-mäßig. Ja, ein bisschen Enterprise, bisschen Iridium. Nochmal im Bild einfangen. Ja. Genau. Komm, Heiko, gieß doch mal ein. Jetzt bin ich nämlich wirklich sehr gespannt. Genau. Wirklich Enterprise auch vorne und dann hinten. Es ist halt bloß versetzt. Ja, stimmt. Tatsächlich. Das ist geil. Also, so ein Schlüssel ist doch mal
so ein Symbol, das wird nicht. Ich glaube, das will niemand so direkt haben. Wenn man sagt, hey, wir brauchen die Löwen oder wir brauchen was Mittelalterliches, aber so ein Schlüssel ist so. Ich erinnere mich an eine englische Bierwerbung davon. Und damals war ja so absolut Wodka war irgendwie so die Mega-Werbung, weil das nur die Flasche war. Und da haben sie Folgendes gemacht bei dieser Flasche. Da haben sie das hier so rausgekratzt. Und dann haben sie halt gesagt, es wäre Calvin Klein. Und das war dann der Witz. Ja. Das ist aber für mich tatsächlich so ein nicht zu unterschätzender Vorteil, wenn man, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein Flaschenröckchen aus Alu hat, ja, dass man das ganz gut markieren kann. Ja. Also auch Langeweile kann man überspielen, aber tatsächlich so ein bisschen individualisieren und damit so Verwechslungsgefahr auf Partys. Ja, das war so, heute haben wir ja das Smartphone, mit dem man spielen kann, wenn man unsicher ist, beim Date oder so, und damals tatsächlich. Früher gab's das nicht, da hatten wir nur Bierflaschen. Mit dem Alu-Zeug spielen. Ja. Ja. Und da lässt es sich ganz gut runterribbeln. Das ist ja wie so ein Röckchen, was du eigentlich ganz schnell so komplett abziehst. Ja. Ja. Wobei Uke es auch schon richtig stilvoll aufgemacht hat, hat es nämlich nicht abgemacht, sondern hat es einfach komplett so geöffnet. Ja. Jetzt bin ich wirklich gespannt. So. Also ich gehe mit dem Gefühl jetzt dran, das wird ganz anders schmecken als das Budweiser. Und das. Ich habe was Malzigeres. In jedem Fall werde ich dabei bleiben. Also. Geruch mag ich schon ein bisschen lieber. Und schon anders. Ist schon ein bisschen schon mal herber, finde ich. Ich hab mehr Malz, so ein bisschen so. Ja, es ist aber. Ich las gerade im Chat, ich knibbel das Aluminium von meinem Handy ab, wenn mir langweilig ist. Ja, es ist schon schwierig. Es ist auf jeden Fall herber, als ich es in Erinnerung hatte. Ja. Ich hatte es wirklich, also, ne, Wasser mit Biergeschmack, ich kann es nicht oft genug betonen. Es ist auf jeden Fall herber als das Krombacher. Auch da würde mich tatsächlich die IBUs auch mal interessieren, falls das jemand recherchieren kann vom Becks. Ist nicht wirklich herb, aber da würde ich auch sofort sagen, dass das herber ist als Krombacher. Also, aber jetzt bin ich mal gespannt, jetzt werde ich nochmal im Budweiser nippen. Ich glaube auch, dass es herber ist als Krombacher. Aber auch nicht wirklich doll herb, ne? Nein, das schmeckt wie Wiese. Ja, es gibt so eine Grasigkeit. Also hier fehlt diese Grasigkeit. Grasnote ist dann so ein klassisches Bierding. Und das ist, glaube ich, so das, was Becks hat 28. Ja, okay. Danke. Also Beck schmeckt mir gut, das muss ich sagen. Das hier ist mir, das geht mir so in die Breite wieder geschmacklich, um in dieser Sprache zu bleiben. Hat aber nicht so eine herbe Note. Ach, jetzt hätte ich schon erstmal die Kontrolle verloren, was jetzt hier was ist. Ja, ja, ich erwische. Also das auf jeden Fall. Was man lieber mag, ist eine andere Frage, klar. Das Beck schmeckt schon ein bisschen mehr einfach. Das hat was Sprudeligeres, irgendwie Fröhlicheres. Das ist ein bisschen fröhlich. Das Budweiser. Ja. Das Budweiser ist fröhlicher. Ich mag Budweiser lieber. Ich nicht. Etwas wärmer früher. Aber ich glaube, das ist genau das, was ich so vorher dachte. Ich mag gerne so eine gewisse Herbheit und nicht so dieses in die Breite gehende vom Geschmack. Oder Würze ist es vielleicht, was so wie ihr es nennen würdet. Ich glaube, ich mag auch das Budweiser aus irgendeinem Grund lieber. Hier ist irgendwie so eine Sprudeligkeit noch drin, die das Ganze dann so in die Bitterkeit, so in die Weite versprüht. Ist auch okay. Also ist auch so ein Durchschnittsbier, aber das ist ein Ticken besser, das Budweiser. Ja. Von der Farbe auch deutlich gelber. Das ist auf jeden Fall. Falls das auch den Ausschlag gibt. Definitiv, das haben wir ja schon gemerkt beim. Wo war es? Beim Tanzzept, ne? Was so dünn wirkt, so wässrig, aber überhaupt total nicht. Total clean, ja. Das bin ich super gespannt, vielleicht bevor wir zur Tat schreiten. Einmal die Budweiser-Wertung, die doch bestimmt eingegangen und protokolliert wurde. Ich merke, so langsam geht es ein bisschen. So eine gewisse Wirkung spüre ich. Ja. Weit weg von was auch immer. Ich habe so Hunger langsam auf so einen Döner oder so. Ja, dann trink doch ein bisschen Budweiser. Das ist, wir haben ja auch Salzstangen tatsächlich. Ist das so, aber dass du einmal, wenn man es gerne dazu reicht, oder ist das auch so? Oder ist es Deko? Neutralisierend. Ich habe vorhin schon zugegriffen. Das ist Budweiser 7,6. Wow, wow. Das ist aber, das kann doch nicht sein. Das haben doch nur 3 Fans für heute Abend gekauft. Wow. Ich habe da relativ viele Leute abstimmen sehen. Okay. Ich mag das Budweiser ja auch. Also es ist auf jeden Fall der Gewinner bis jetzt. Ja. Sollten wir am Ende nochmal im Idealfall eine Übersicht sehen. Aber okay. Gehen wir mal Budweiser. Hätte ich nicht gedacht, das ist auf jeden Fall der höchste Platz für heute Abend. Genau, Heiko, ich gehe einmal hier an die Seite. Genau. Dann können wir das besser eintragen. Also, das Budweiser. Das Lagerbier im Gewand eines Pils. Hat von euch eine Superwertung bekommen. Jetzt bin ich gespannt bei euch. Ich fange direkt an, ihr könnt mich dafür hassen. Das ist für mich eine 5. Ich würde sagen eine 6.
Heiko. Ich gebe eine 7. 0,6. 7,5. Hör mal auf, die da bei den Leuten einzuschlagen. Nur für den, ja? Okay, gut. Nein, nein, eine 7 gebe ich. 7 passt, ich gebe geb eine glatte 7. Ja. Ich finde das, find das total lecker. Ich finde, weiß nicht, in der letzten Zeit stehe ich irgendwie drauf. Ja. Ja, vielleicht, es kommt drauf an, so eine Kiste im Sommer, die man hat und man hat nichts anderes, dann selbstverständlich. Ja. Aber so, nee. Becks wiederum. Wollt ihr wissen, was Becks hat? Community Vote? Ja. 4,8. Ja. Und ja, ich find, das finde ich tatsächlich auch ein eine 5,0. Ihr gebt beide eine 5, das finde ich schon, das finde ich ganz schön enttäuschend, das muss ich an dieser Stelle sagen. Aber okay. Demokratie heißt ja nicht immer, dass das Richtige gewinnt. Ich gebe eine 7. Okay. Eine 7 für das Becks. Ja. Du bist krass. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen so wie ihr mit Flensburger und Hefer. Das ist so ein bisschen kindheitsbasiert, so jugendbasiert. Aber es hat mir gut geschmeckt. Vor allem, mir war dieser Direktvergleich mit dem Budweiser wichtig, weil ich da auf jeden Fall gemerkt habe, nee, das ist eher die Richtung, in die ich gerne trinke, als die. Und die waren ja schon recht weit auseinander, fand ich jetzt dann doch. Ja. Gut. Okay, machen wir weiter. Zack. Wir machen direkt weiter. Wir müssen aber die Tulpen, wenn ihr sie rüberstellen mögt. Ich hole mal die frischen hier raus. Ja. So. So, dann bin ich gespannt. Also, was würdet ihr empfehlen? Wir sind ja auf einem. Ich brauche erstmal was Leckeres. Du brauchst was Leckeres. Das heißt auch was Teures. Nicht automatisch. Wir können jetzt auch tatsächlich einen meiner Favoriten mal zücken, das Augsburger Herrenpilz. Das Augsburger Herrenpilz, was im preislichen Segment so im Mittelfeld. Da finde ich den Namen schon. Also der Name gewinnt schon. Also du bist so ein, also Augsburg. Ne? Ja. Direkt Assoziationen zum Urmel und zur Augsburger Puppenkiste. Ja, aber denk an das Augsburger Hasenbräu. Das ein widerliches Zeug. Und dann so sorry, Alter, ich habe da gewohnt, ich hab's getrunken, ich hab's gehasst. Du hast in Augsburg gewohnt? Ja. Wie viel hattest du mit den Puppen zu tun? Ich war tatsächlich kein Mal in der Augsburger Puppenkiste. Echt? Ich möchte da unbedingt mal hin. Ja, und dann höre ich so Herrenpilz. Da sehe ich so ein paar gediegene Herren, die sich zusammensetzen, um ein gediegenes Pilz gediegen zu genießen. Ja, es hat aber mit einem Bein immer noch so eine Oldschooligkeit, die nicht so Marketing geschuldet ist, sondern so ein bisschen Ranzigkeit versprüht, oder? Ja. Das ist eine kleine Variante. Mit einem Selbstbewusstsein vorgetragen. Ja, das schon. Wo ich wieder denke, es ist vielleicht auch Augsburger Puppenherre. Weißt du, so der dann so läuft wie so eine Augsburger Puppenpuppe. Das hat ja fast so was Grünliches beim Einkippen gerade. Die kleine Flasche, die ich eigentlich auch besorgen wollte, ist genauso wie das Tannenzäpfle. Hat hier auch das Ganze dann in Silber oben drauf. Das ist jetzt hier halt schon ein bisschen klassischer. Bin ich mal gespannt. Hier steht drauf mit 3 Gaben Aromahopfen. Hallöchen, Popöchen. Ja, da hat jemand den Aromahopfen reingeschmissen. Das ist ein stehender Begriff, die Hopfengaben. So. Aber ist das ein Pilz, was tatsächlich sehr traditionsreich ist, also alt ist? Oder ist das so was, oh Gott, wir machen was. Du magst es schon sehr gerne. Ja, es war einfach unbewusst. Neues, hippes Bier, was ein bisschen damit kokettiert. Das Brauhaus Riegele aus Augsburg und die sind schon alt eingesessen. Ja. Also ich, keine Ahnung, wie lange es die gibt. Also Brauhäuser wirken wir immer sehr gerne mit Tradition, wenn schon irgendwie vor 300 dort gebraut wurde. 1386, keine Ahnung, ob das jetzt was mit der aktuellen Brauerei zu tun hat oder nicht, aber Riegele ist generell eine sehr gute Brauerei. Da gibt es zum Beispiel auch den Kommerzienrat von Riegele. Das sind alles so, ne? Hört man auch schon an den ja, es ist so ein bisschen zwischen, ich trinke mit meinem Opa und es ist, ich bin cool und Führer einer neuen Generation von Hipstern. So, ich sag, wir fangen jetzt an. Ja. Okay. Feinherb. Riech nix. Ach, riecht aber schon so ein bisschen. Ich riech nix. Ich schon. Das ist nicht viel, aber das, was ich rieche, ist jetzt nicht unbedingt, gib mir einen Nachschlag. Was nichts bedeutet. Hm? Rieche nichts. Mhm. Nichts richtig, Heiko. Nichts. Ja, es liegt aber an deiner Nase. Liegt an mir, meinst du? Es liegt auf jeden Fall an mir, an meinen Nasennebenhöhlen. Okay, gut. Das ist aber so, ich sehe den Schnurrbart richtig. Also diesen Herrenpilz-Schnurrbart. Oh, das ist so ein, ist lecker. So ein einfachen, herben Geschmack. Ja. Unaufgeregt, einfach herb. Das, genau. Ein einfacher, unprätentiöser. Hallo, Herr Müller, schön, dass Sie da sind. Ein bisschen herb jetzt, nicht? Ja. Ja, ein aber einfacher, herber herb, Geschmack. Ne? Ja. Das ist schon ganz schön herb. Und es ist sehr klar, finde ich. Es ist sehr lecker vom Wasser. Ja. Das ist lecker vom Wasser. Erklär es mir. Also, weil du, ich finde, es ist sehr klarer, guter Wassergeschmack. Also, die Wasserqualität kann tatsächlich auch einen Unterschied machen. Wir haben ja vorhin diese ganz am Anfang der Sendung die Biere von Mikkeller erwähnt, die halt mit unterschiedlichem Wasser arbeiten.
Ja, und bei man kann das schon so ein bisschen spielen. Also Wasser hat ja auch verschiedene Eigenschaften. Und bei der Augsburger Puppenkiste war das Wasser immer so eine Plastikfolie, die dann schön, immer so, ja, so gewackelt, ja, hat. Das war ganz cool, eigentlich. So, fand ich immer geil. So wie Galactica, dieser drehende Diamant mit ein bisschen Augen. Ja, aber das war ja nicht der Augsburger Puppenkiste. Nein, aber das war Hannah Spencer. NDR hat natürlich dagegen. Ist doch auch, ja, ganz egal. So, also, ja, trotzdem, bei dir, was Uke und ich gebraut haben. Da ist tatsächlich, das ist auch ein Easter Egg, wenn man so will. Wohl ein Easter Egg muss ja sichtbar sein. Wir haben tatsächlich die Wasserwerte, den Wasserwerten von Leer in Ostfriesland nachempfunden, ja, wo Uke herkommt. Genau. Okay, das ist natürlich eine schöne Geschichte. Also gar nicht wertend gemeint, aber die Frage ist ja, ob du hinterher wirklich sagst, oh ja, nee, da schmeckt man, da also ist aber gutes Wasser. Es ist halt drin, so, ne, wenn du Tee trinkst und unser Bier, wir haben ein Bier gemacht, das ist ein Altbier mit Tee drin. Tee schmeckt halt wirklich unterschiedlich, je nachdem, wie das Wasser ist. So. Also in London, wenn du da, also du hast da die ganze Zeit diese Kalkscheiße drauf und so, und es schmeckt halt komplett anders. Du brauchst einen ganz anderen Tee für härteres Wasser. Ja, aber und deshalb Bier ist ja ein bisschen Tee geschmacklich in Ostfriesland anders, auch am besten. Ne? So. Ja, ich will mich nicht als, und deshalb als haben wir das da so outen. Aber es ist doch so ein bisschen, ich meine, es schmeckt so intensiv, wenn ihr das sagt, ja doch, ihr könnt Rückschlüsse auf das Wasser ziehen. Also es war jetzt ein bisschen, also ich keine Ahnung, ich finde aber, es ist einfach sehr lecker. Ich finde es gut. Gute Wässrigkeit. Ich bleib da, wo du gerade warst. So mit sehr klar, präzise. Ist klar, ja, präzise, ja, ist auch gut. Das ist echt einfach. Präzises, echt klares, herbes, ja, Herrenpilz. Ja. Ja. Deswegen, um bei dem Ballonbild zu bleiben, das ist sehr einfarbig, aber das ist mit einem Selbstbewusstsein vorgetragen. Man sagt, wir brauchen auch keine weiteren Farben. Das, absolut, ist einfach ganz klar, wofür wir stehen. Das ist dieser, das Geschmack. Das ist die beste Farbe. Und das finde ich gut. Ja, ja, ist gut. Das ist jetzt, ja, absolut. Erst dieses Bier ist, wenn man es nicht mag, das wirklich herbe Pilz. 1156, ja, erließ Kaiser Friedrich I. Barbarossa für bla 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 bla. Oh, für die freie Reichsstadt Augsburg ein eigenes Reinheitsgebot. Die haben noch mal ein eigenes. Das Wasser. Das normale Reinheitsgebot ist uns nicht gut genug. Wir brauchen noch ein eigenes. Anlass für uns, ein echt herbes Pilz zu brauen. Damals, vor 1000 Jahren. Wie es die Augsburger Ratsherren einschätzen. Na gut, dieses Pilz mochten schon die Leute 1100. Ja. Und wir trinken das auch. Das verbindet einen so ein bisschen mit der Vergangenheit und der Gegenwart der Augsburger Puppenkiste, ja, mit dem coolen Wasser. Gutes Pilz. Also, ja, wenn man nicht bitter mag, richtig gut. Wenn man es nicht bitter mag, dann wird man das nicht mögen. Aber das ist halt kein Einsteigerbier. Nee, nee, das stimmt. Glaube ich, jemand sagt, ich möchte mal ein Bier trinken, habe ich noch nie getrunken. Wenn du ihn davon abbringen möchtest, kannst du mal reichen. Würde ich auch nicht sagen. Das kann ich nicht werten, weil ich finde das sehr. Ich würde auch nicht sagen, es gibt auch Biere, da brauchst du halt, genau wie mit Wein oder mit Musik, so, die, wo man lange für arbeiten muss, um das gut zu finden. Das würde ich jetzt nicht sagen. Guckst du da nicht so an, Luke? Ja, ja, weil ich hin und wieder bei meiner Freundin drüber rede und sage, ja, das hört Heiko gern. So, und wir verstehen es beide nicht. So, und das ist halt nicht so. Ich würde sagen, das kann man schon schnell verstehen. Also man kann vom Jefa oder meinetwegen Flensburger kann man da auch flott hinkommen und sagen, okay, ah ja. Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem so, dass die Wahrscheinlichkeit, du spielst 100 Leuten Musik vor und das der erste Kontakt mit Musik, ja, du spielst Modern Talking, ja, okay, kann ich mir sofort merken, connecte ich, ja, mit, stresst mich nicht. Ja. Ob ich es gut finde, ist was anderes. Wenn du Napalm Death spielst, ja, kann das ja auch sehr einfach und eindimensional sein, aber du wirst potenziell sagen, oh nee, ist mir zu krass, ist mir zu X, ist mir zu Y. Bin ich bei dir, aber das steht der Text? Ist genau meine Aussage. Ich glaube nicht, ja, dass das Napalm Death ist. Ich glaube halt, dass das hier vielleicht, wo waren wir gerade, das sind Felteens, dass das Backstreet Boys ist, ja, oder Robbie Williams, ja, oder sowas. Und dass ein Jefa vielleicht. Es geht's mir schon aus. Keine Ahnung. Aber es ist halt nicht Napalm Death, es ist dann halt die Gregorian Harry Styles. Nee, Harry Styles ist auch nicht. Es ist halt irgendwie was so ein bisschen weiter drauf. Ja. Aber nicht, es ist nicht super weit draußen. Das kann man gut, also. Ja, Napalm Death ist Übertreibung macht anschaulich, das ist ja klar. Aber es geht, ich glaube, die Richtung, da sind wir uns einig. Ja, das ist eben die Wahrscheinlichkeit, wir haben 100 Leute gefragt, die noch nie, ja, Bier getrunken haben. Aber ich kenne auch Biere, ja, die eher Napalm Death wären. So. Ja, das glaube ich sofort. So. Aber wenn man über Tausende natürlich eingespeichert also hat. Also Boom Shakalaka, das ist halt Napalm Death oder Throbbing Gristle oder sowas. Ja. Das kann man. Trink mal einen Jefa, trink mal. Die Metal Bands, wirklich. Trink mal hier einen Flensburger und dann kannst du das auch probieren, würde ich sagen. Ja. Throbbing Gristle. Das ist schön. Die Jazz Funk Rates. Oh, okay. Ja, aber schreiten wir zur Tat. Ich bin gespannt, ob ihr auch eine Wertung habt. Denn das ist, glaube ich, nicht so geläufig. Ich weiß nicht. Nö, es ist also Spezialitätensupermärkten. Man kriegt es auch in Hamburg im Getränkemarkt. Okay. Ist jetzt kein, also, aber es ist natürlich schon ein bisschen spezieller tatsächlich. Ja. In Süddeutschland, Bayern, Franken und so ist es schon auf jeden Fall geläufiger. Also ja. Riegele kriegt man hier auch mal einzelne Sorten. Ja. Ja, ich bin gespannt, was ihr möglicherweise dann hier, ein paar wird es ja geben, das haben wir ja bei Rothaus auch gemerkt.
gut, da kommt ein bisschen der Berlin-Faktor vielleicht auch mit rein, aber wie auch immer. Wenn den Augsburger habt, in der Haus. Schön. 6,6. Also. 6,6. 6,6, das ist auf jeden Fall definitiv Top-3-Material, würde ich aus dem Gedächtnisprotokoll heraus sagen. Ich sag 7. So, du sagst 7. Das ist genau die Zahl, die ich auch im Kopf habe. Und jetzt bin ich gespannt auf die. Ich sage, das ist das beste Bier, was wir bis jetzt heute Abend getrunken haben, und gebe die 9. Ist es, ihr habt, glaube ich, also ich weiß nicht, welches Bier ist besser als dieses Herrenpilz? Jetzt mal Hosen runter. Was, Hosen runter? Ja. Welches Bier ist besser als das? Was? Falsche Zeile, falsche Zeile. Besser Urkeil. Oh Mann, 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 Mann. I like it. Danke für den Hinweis. So, ja. Cool, ich höre aber mal. So. Ah, gut, du hast recht. Ich gebe eine 8. Weil ich fand es besser als das Tannenzäpfle. Und ich sehe gerade, Tannenzäpfle hat von mir 7,5 gekriegt. So, du gibst die 8. Und weil mir natürlich Alkos Zuneigung sehr wichtig ist, gebe ich eine 7,5. Weil es ist schon richtig, wenn man die Frage mal so formuliert und nochmal schaut, was man so hinter sich gelassen hat und was gegeben hat, ist das okay. Ist das ein Bier, wo du jetzt sagen würdest, du hast, oder ihr habt beide diese Bezeichnung Crushable, so, ne? Man kann den ganzen Abend damit verbringen und hat gute Zeiten. Ist es das für euch? Crushable ist es nicht unbedingt, weil es schon sehr hopfig ist. Ja. Tatsächlich, also da trinke ich jetzt halt vielleicht 2 von oder 4. Dann reicht es auch, aber Crushable ist ja nicht ein Wert in sich. Je höher, je Crushable das ist, desto besser ist es, so haut es ja nicht hin. Also wässrigere Sachen kann man halt öfter trinken. Deswegen sind Helle ja auch so beliebt, weil Helle diese Süffigkeit haben. Davon kann man halt relativ viele trinken, ohne dass es langweilig wird. Aber trotzdem ist es, finde ich, das beste Bier heute. Ist gut. Bis jetzt. Ich hab's jetzt noch im Mundraum. Ja, diese Bitterkeit. Der Bitterkeit ist noch vor sich hin. Auf jeden Fall. Wir machen weiter an dieser Stelle. Wir haben noch einiges zu tun. Einiges zu trinken. Einige Freude vor uns. Ich hoffe, das ist schön. Das ist schön. Das gefällt mir. Wie machen wir weiter? Wollen wir jetzt irgendwie in eine Richtung kontern, die ganz anders angesiedelt ist? Oder was meint ihr? Alright, also Richtungsbestimmung. Wir haben aus dem Craft-Sektor noch 3, die noch haben wir noch tatsächlich. Mhm. Tschechien haben wir bis jetzt nur einmal gehabt auch. Wir haben Pilsner Urquell, Staropram. Also ich würde sagen Tschechien oder Craft? Warten wir mit Tschechien. Da habt ihr euch doch so wohlgefühlt. Ich war noch nicht so begeistert und sagte, da müssen wir wieder hinfahren. Ja. Aber das kann sich jetzt ja ändern. Also, wir wollen einmal Pilsner Urquell. Es sind schon ganz viele Biere, ne, die wir hier trinken. Ja, genau. PU. So, und was hattest du gesagt? Wie hieß es? Staropram. 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 Ja, es hat für mich so eine technische Assoziation sofort mit Styropor. Okay. Das ist natürlich total Quatsch. Das ist einfach nur die erste Assoziation. Ja, haben wir genug Gläser? Hab ich noch nie getrunken? Haben wir genug Gläser? Ja, vielleicht. Haben wir. The Spirit of Prague. Okay. Das ist übrigens Prags Nummer 1 Bier. Ach was. Das ist interessant. Also hier wird es so als Exot gefeiert. Da ist es wahrscheinlich das, wo die Leute sagen, boah, wenn du mal ein richtig gutes Bier trinken willst, dann Becks. Kennst du? Kommt aus Deutschland. Also Pilsner Urquell ist hier geläufiger. Also es ist auch einfach in ganz vielen Hamburger Bars zum Beispiel und auch in Deutschland präsenter. Aber Staropram kriegt man jetzt auch schon im normalen Supermarkt. Das ist jetzt nicht wie das Augsburger Herrenpilz, wo man halt in Getränkemarkt geht, sondern Staropram, das kennst du jetzt nicht, aber das ist wirklich tatsächlich echt geläufig. Ja, also wie gesagt, mir ist es nicht bekannt. Prags Nummer 1 Bier ist aber auch wirklich, man sucht ja auch immer, ne, dass die Nummer 1 unter den so und so, da werden ja die absurdesten Kategorien aufgemacht, das ist halt das Bier in Prag. Ja. Gucken wir mal. Das kann ja gut sein, vielleicht auch weniger. Hier natürlich auch wieder eine sehr individuelle Flasche, nicht nur mit Prägung, sondern da oben auch so einen komischen Verengungsbereich noch. Wir haben tatsächlich das Logo hier auch geprägt. Ja, das ist schön. Das ist die Karlsbrücke oder was soll das sein? Der Eingang zur Karlsbrücke. Und das Bier gibt es ja häufig aus diesen Tanks, ne? Also relativ frisch. Genau. Pilsner Urquell, das gibt es in Hamburg in 2 Bars, auch in tatsächlich in Tanks geliefert. Dadurch sind die besonders frisch. Gibt ihr doch mal. Ich will nicht verkacken. Ich nehme auch ein paar Salzstangen, weil ich A, Hunger habe und B, das Gefühl habe, immer so ein ganz anderer Geschmack kann jetzt auch gut sein. So ein kleiner Döner wäre echt auf was fallen. Dann schenke ich mal das Staro ein. Established in Prag. The Spirit of Prague. Prag Nummer 1 Bier. Prags Nummer 1 Bier. Mhm. Nummer 1 in Prag. Also die, schon ein bisschen inflationär, oder? Ein bisschen mehr anders. Das Pilser Urquell kommt halt aus Pilsen, woher der Name Pilz kommt. Ja. Daher natürlich schon das Ursprüngliche. Es muss eigentlich am besten schmecken. Also die Erwartungshaltung ist relativ hoch. Sag mal, wird das immer kälter da drin oder bilde ich mir das ein? Ja, ich glaube, die werden einfach immer kälter. Ist der Kühlschrank vielleicht ein bisschen zu kalt eingestellt?
Ja, das weiß ich nicht, aber ich finde es angenehm. Aber ihr seid ja die Fachleute. Also, links das Pilsner Urquell. Ja. Quell. Urqual. Die Urqual. Und das Staropramen. Ja, ja. Rechte Seite. Okay. Ich bin mal gespannt. Ich hab Bock. Ich kann auch. Was zuerst? Okay. Was ist das? Staro. Ist das das Staro? Staro oder dann PU? Staro riecht mir zu kalt. Da sagen meine Nebenhöhlen, nee. Da kriege ich nichts mehr raus. Ich muss noch ein bisschen hier von dem Laugengebäck aus den Backenzähnen spülen. Das ist die Würzigkeit. Das ist da eine gewisse Würzigkeit und ich habe da so ein bisschen Pilsner. Links, links ist Staro. Nee, links ist Pilsner Urquell. Genau. Ja, ja, wir sind ja, jetzt beim Pilsner Urquell. Ja, okay. Ja. Also natürlich werdet ihr jetzt eine Wertung für Pilsner Urquell abgeben können. Das wird mir zu kalt, ihr an der Einwendung zum Schein erkennen. Es ist tatsächlich ein bisschen zu kalt, ja. Vielleicht können wir an dem Kühlschrank auch drehen. Ja. Wir müssen doch einen Regler haben. Also Pilsner Urquell trinke ich regelmäßig. Das ist auch eine. Weil, also mir schmecken das beide relativ gleich, aber das kommt jetzt, glaube ich, von der Kälte. Und die sind beide völlig okay. Da oben, ich gehe mal von 5 auf 3,5 runter. Ja, so ein bisschen, ich habe gerade diesen 5,0-Effekt. Ist so kalt, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, das glaube ich auch. Aber ich mag es gern. Also, aber ich bin da vielleicht auch. Lass mich gern täuschen, während ihr sagt, nee. Das ist okay, total lecker. Schmeckt auf jeden Fall ganz anders als das Budweiser. Finde ich. Super. Sehr würzig. Ja, das ist eine sehr gewürzige. Finde ich auch gut. Das schmeckt mir. Ja. Ja, ich bin da jetzt befangen. Also, ich finde die beide lecker, aber ich kann das jetzt gar nicht. Staropram ist wässriger, bisschen süßlicher, finde ich. Zur selben Ecke, wirklich das tschechische Pilsner. Man sieht hier wirklich eine eindeutige Interpretation des Pilsner Stils. Aber PU ist es. Das ist auf jeden Fall. Oh, und das riecht aber schon. Nee. Nee, SP. Das hat einen ganz anderen Geruch. Ja. Ich sag so, SP ist, haut auch gut rein. Ja. PU, ja. Schmeckt ja ganz anders. Nee, das hat ja, das hat schon eine Verbindung auf jeden Fall. Ja, das, für mich ist da so ein fruchtig-süßlicher Geschmack noch drin. Der, also das hat das, das ich mach den Kühlschrank mal ein bisschen auf. Machst den, ich habe ihn noch runtergedreht. Ja, aber das dauert halt lange. Okay. Habe ich gerade gelesen. So. Das hat einen ganz speziellen Geschmack, das Staropramen. Und das ist ein Geschmack, den ich hier noch keinmal geschmeckt habe heute. Da ist es so, also wie gesagt, so ein bisschen was. Ich bin nicht sicher, ob es eine Süßware ist, aber ja. So einen ganz bestimmten Dreh hat das. Ja, 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 ja. Doch, ich bin dabei. Das ist wahrscheinlich die Würze, von der Heiko immer spricht. Na, vielleicht ist das die Würze. Ja. Ich glaube schon, dass es die ist, ja. Fast so ein bisschen. Lebkuchen. Man möge mich steinigen. Ja, Lebkuchen. Ich habe so die Assoziation gehabt, wie diese billigen Kirschlollis, die man bei Ärzten bekommt, wenn man die Impfung bekommen hat als Kind. Oh, die habe ich schon so lange. Das hatte ich gerade ganz kurz, so was Fruchtiges. Ich glaube, ich will eigentlich nur sagen, was leicht Fruchtiges. Oh, jetzt möchte ich so einen billigen Kirschlolli. Weißt du, ne? Immer so zusammenklatschen. Ja, natürlich. Ach, nee, dann nimm doch gleich alle drei. Okay, danke schön. Billigkeit ist halt auch was Feines. Ja, es hat für mich so eine Fruchtnote, muss ich sagen. Also Pilsner Urquell werbt damit auch das Pilsner zu sein, das erste Pilsner. Würde ich auch machen. Also ja, das find, ich finde das auch nicht schlecht, aber mir ist das lieber. Ich glaube, das ist ein bisschen puristischer. Ja, bei Pilsner Urquell muss man das sehen, es hat nur 4,4%. Also dafür ist es relativ, das lohnt sich natürlich. Relativ geschmacksintensiv. Heiko, ja. Du bist mein bester Freund. Ich wollte mit Bier Betrunkenheitsgesprächen anfangen. Ach, die Kirschlollis werden mir schon wieder, ja, habe ich schon mal untergebracht. Weißt du, so ist es. Also die voting läuft jetzt für das Staropramen. Dafür könnt ihr abstimmen jetzt. Pilsner Urquell Note haben wir, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Also ich bin auch Team Pilsner Urquell, auf jeden Fall. Ich brauch's simpel und dreckig, so, und nicht dieses in die Breite. Und dieses Fruchtige, aber kann man sich auch einen schönen Abend mitmachen. Das habe ich sofort, wenn man in Prag ist. Mit einem schmalen Geldbeutel. Genau, hier steht auch tatsächlich noch das Nummer 1 Prager Bier weltweit. Also, warte mal. Das, glaube ich, auch steht bei, wie heißt das türkische Bier noch? Das türkische Aldi? Aldi Pils? Nein, das türkische Lager, was man überall kriegt. Das ist auch die Nummer 1 unter den weltweiten Mittelmeerbieren. Ali Cola ist es, sorry, habe ich verwechselt. Ja. Ich finde es auch schön, oben ist noch so ein Gewinnspiel. Und es ist ja ungewöhnlich, glaube ich, dass man nicht sagt, gewinnen Sie ein XY-Coupé und 100.000 Euro in Bargeld, sondern es steht einfach nur
einzigartige Preise zu gewinnen. Ja. Also wirklich. Man muss ihnen auch ein bisschen vertrauen. Ja, ja, wirklich. Das ist sehr pauschal. Gut, kommen wir zur Wertung. Yes. Freunde, was sagt ihr? Pilsener Urquell haben wir tatsächlich. Oh. Und wir haben einen neuen Spitzenreiter, so viel sei verraten. Wir sprengen nicht die 8, um die Enttäuschung direkt in eure Gesichter zu tackern. 7,8. Hast du nicht bei mehr als 8? Nein. Okay. Eine 8 hatten wir nicht. Also da bin ich ziemlich sicher. Das kann die Regie nachher alles mal. Das kriegen wir noch hin. Das ist so, ja. Aber es ist eine Top-Wertung, 7,8, muss man sagen. Ja. Aber ich finde es auch richtig gut. Das möchte ich an dieser Stelle auch sagen. Und lege an. Colin, du hast dich bis jetzt noch nicht so richtig aus der sicheren 7er-Zone wegbewegt. Du hast keinen. Ja. Doch, du hast das Tanzheftchen mit 8 bewertet. Ansonsten. Ja, und ich würde tatsächlich sagen, dass mir die vergleichbar gut schmecken. Das muss ich sagen. Also deswegen, ich komme jetzt mal mit der 8 um die Ecke. So, und jetzt seid ihr dran. Uke. Ja, ich finde das jetzt gerade ganz schwierig. Also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe ja den Kühlschrank aufgemacht. Ich hoffe, das wird gleich wieder besser. Das Staro ist ein bisschen würziger. Das Pilsener ist, ich finde die beide sehr, warte mal, gib mir eine Sekunde. Warte, gib mir eine Sekunde. Hast du schon? 8,5. 8,5. Ja, siehst du mal, das sind doch alle sehr nah beieinander hier. Es ist halt schwierig. Ich muss mal kurz gucken, was habe ich sonst. Es ist schon auf Tannenzäpfle-Niveau beides. Ja, es ist vielleicht beides. Das weißt du was? Ich gebe eine 9. Oh. Ja, das muss ja einfach jetzt. Also ja, absolut. Pilsen Urquell gehört zu den besten Pilsen. Jetzt müssen wir einfach mal die Höchstnoten nicht so geizig sein. Das halt Glück gehört dir gut. Ich möchte kurz wissen: Also ist es für dich die 9, ist die 9 aller Pilsen, aber für mich ist jetzt die 9 aller Biere. So, also ich komme jetzt, also weißt du, so. Vielleicht komme ich auch nicht auf eine 10. Ja. Das ist ja nicht schlimm. Nee, ich sag's nur. Deshalb, ich glaube, ich würde bei beiden 7,5 sagen und dann mal kurz zum Pinkeln gehen. Ja. 7,5 gibt der liebe Uke. Das ist doch okay. Aber wir sind alle in ähnlichen Bereichen. Du hast zweimal die 9 gezückt bisher, Heiko. Also das ist Und die Community gibt für Staropramen 7,5. Okay. Das ist, ich glaube, so langsam aber sicher, da haben wir Leute, die ihr trinkt eine Flasche allein. Ja, also seid die mit uns die auf dieser langen Reise. Die wird dann höher im Laufe des Abends. In der ja, das muss ich auch sagen. Deswegen jetzt noch mal so ein richtig schäbiges. Mhm. Also was vielleicht gar nicht auf den ersten Blick schäbig ist, sondern durch den Geschmack quasi diese Schäbigkeit und damit mögliche niedrigen Noten einfach. Dann ist es Zeit für das Tuborg, würde ich sagen. Ja. Tuborg machen wir auch gleich. Wir machen jetzt aber erstmal eine ganz kleine Werbeunterbrechung. Wir sind gleich wieder am Start für euch, nachdem Uke Not gewassert hat. Wir vielleicht auch, ihr möglicherweise auch. Und dann geht's hier in die finale Runde vom großen LMG zum Thema Bier. Drei Männer, 20 Biere, 13 davon sind bereits gekostet worden. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ja. Auch viel Freude, viel Abenteuerliches. Also, herzlich willkommen zurück zu unserem großen Löffelmesser-Gäbel-Spezial, möchte man sagen. Live am Donnerstagabend, wenn ihr live dabei seid. Im Forum bei uns auf Rocket Beans TV, da wird auch eifrig mitgefeiert, mitkommentiert. Wenn ihr noch nicht da seid, schaut mal vorbei. Da könnt ihr natürlich mit Gleichgesinnten über die Inhalte und alles Mögliche, was Rocket Beans einfach so betrifft, wunderbar diskutieren. Und wir gucken mal, schaut euch das mal an. Da wird richtig genossen, da werden Abstimmungen gemacht, Binding Lager. Störtebeker. Störtebeker, na klar, das kennen wir hier auch. Störtebeker hatte früher so einen geilen Claim. Das Bier der Gerechten. Das ist dafür immer schon sehr. Das Bier der Gerecht, ja, das ist ja, Bier der Gerecht. Das erkennt man hauptsächlich in Deutschland durch das Radler. Das sieht richtig genießend aus. Was haben wir denn da? Ich kann die Flasche da nicht erkennen. Es ist ja aber auch so, ne? Man kann Bier ja auch in unterschiedlichen Situationen trinken. Also Festival. Also wir haben uns da auch immer so ein paar Paletten dann von dem Hansa-Pilz. Das ist auch sehr schön. Guck mal hier, die Kohärenz aus Schlappen und Sterni. Was ist das denn für ein Bier? Sterni. 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 Sind das Sterni-Schlappen? Ja. Sternschlappen? Ja. Schon gut. Oh, das ist doch schön. Also, das ist schön, dass ihr mit uns gemeinsam hier. Ja, da kann man auch mal sein ganz individuelles Tasting machen. Da sehe ich nicht viele Gemeinsamkeiten, aber. Nee, lass mal bitte, das möchte ich mal versuchen. Was ist das Tribute-Bild dabei, ja? Honey Tribute? Ist das nicht das Guinness Extra Cold auch tatsächlich? Trinkt man noch das Guinness Extra Cold? Das Guinness Extra Cold, das muss ja selber Extra Cold machen. Das kannst du halt nicht Extra Cold kaufen. Das wird dann auch schnell wieder warm. Alles ein bisschen spezielle, viele Knollen dabei. Ja, vielen, vielen Dank. Also, wie gesagt, rocketbeans.tv, da findet ihr unter anderem das Forum und vieles, vieles mehr aus der großartigen Rocket Beans-Erlebnis.
Erlebniswelt. Wir trinken weiter und wir haben uns entschieden für zwei Varietäten. Die eine kenne ich nur aus Tankstellenzeiten. Neben Faxe stand früher immer Tuborg. Was heißt Tankstellenzeiten? Als du noch zur Tankstelle gefahren bist oder hast du da gearbeitet? In Jugendzeiten, wo man in der westfälischen Jugend vorgeblüht hat. Ja. Da gab es in der einen Arschtasche den Küstennebel, wenn es mal schnell gehen muss. Was, ernsthaft? Ja, klar. Okay. Und dann eben das klassische Dosenbier war, je nach Geldbeutel und Anspruch, entweder Tuborg oder Faxe. Und Faxe ist huiuiui. Ja. Das sind so Kinodosen immer gewesen. Ja. Tuborg und das war das nächste. Heineken, ne? Wollten wir jetzt mal so gemeinsam ins Rennen schicken. Okay. Also bei Faxe muss ich sagen, das hatte bei mir immer so einen Sympathiefaktor, weil Faxe halt so lustig klingt. Ja. Und heißt nicht, bei Vicky heißt nicht der Dicke auch Faxe? Oder? Ja, ja, natürlich. So, und der hat mich immer an dieses Fass, ich habe den immer so direkt assoziiert und dann diese Lustigkeit von diesem Riesenfass, aber es schmeckt halt nicht. Aber es ist halt was anderes, wenn du auf einem Festival bist und irgendwie 21 oder 17 oder sowas bist, als wenn du jetzt alt und grau bist wie wir und unseren Graubünden genießen wollen. Und da erfüllt das Bier halt eine andere Funktion. Bei Faxe gibt es ja auch tatsächlich erstmal diese komischen, gibt es in Dänemark sowieso diese extra strong Biere, die so 10-12% sind, also die einfach wirklich ganz stark nach Alkohol schmecken. Und bei Faxe gibt es ja auch die 1-Liter Dosen. Ja. Und auch wenn man mal irgendwie, ne, die Deutschen wissen es, mal eine Maß trinken kann mit einem Liter drin. Ja. Liter aus der Dose ist schon sehr speziell. Da trinkt man so, halt 4 so Schluck es, und die Hälfte ist dann halt einfach noch wahnsinnig schal. Ja. In England gibt es dieses fürchterliche, ich glaube, es heißt Tennant Special oder sowas. Das ist tatsächlich gemacht für, wie sie es nennen, Street Drinkers. Also für die Obdachlosen ist halt ein Bier speziell. Das hat halt richtig viel Alkohol, das ist halt richtig fürchterlich. Ah, okay. Tuborg, ihr müsst mir mal kurz auf die Sprünge helfen. Vielleicht verwechsel ich das jetzt auch gerade und habe gerade Geschichten miteinander verwoben, die mit Tuborg nichts zu tun haben. Aber hatte Tuborg nicht auch ewig lang Dosen mit diesem Gemälde vom durstigen Mann? Ja, der durstige Mann, das ist Tuborg, das ist die Tradition, die haben wir hier nicht tatsächlich. Wir haben wie bei vielen dänischen Produkten auch die dänische Krone, das wird immer irgendwie so vermarktet bei Appointment of the Royal Crown oder sowas, dass dann halt der dänische Königshof auch beliefert wird, vermutlich lassen sie sich auch bezahlen. Mhm. Genau, aber eigentlich ist der durstige Mann, das ist wirklich so. Das gibt es aber. Ja, genau, das ist der alte Mann tatsächlich, der sich irgendwie auf den Stock aufstützt und so. Das erdige alte Bier. Enjoyed since 1880. Okay. Kopenhagen. Komm. Dann lass uns ab damit ins Glas von der Dose. Mach dir ruhig. Ich bin raus aus der Nummer. Ich möchte mir diese Blöße nicht geben. Heineken ist für mich so der absolute Durchschnitt. Weil ist das Heineken, die ungefähr jede andere Brauerei aufgekauft haben auf der Welt? Ist das Heineken? Ich gucke gerade mal, was für ein Konzern da drauf steht. Heineken Deutschland steht da drauf. Heineken ist es aber doch. Heineken gibt es, die denen alles gehört. Und zwei, drei andere, ne? Heineken, habe ich jetzt gut eingeschenkt bei dir. Das ist eine niederländische Brauerei. Man sieht hier auf jeden Fall auch schon vom Grafikdesign her, das ist eher so international, auch echt ganz stylisch. Ja, und hier ist auch tatsächlich wieder das Heineken eigentlich tatsächlich ein Lager. Ich habe vorab auch noch recherchiert im Netz, Heineken Pilz und Heineken Lager eingegeben. Die Leute sind nicht einheitlich bei der Klassifizierung. Mhm. Hier steht aber eindeutig Pilsner drauf. Das Tuborg, ich finde es auch interessant, die wirkt auf jeden Fall gerade, die geht deutlicher nach oben, die Dose. Die Dänen hier, das habe ich ja noch ganz tatsächlich. Ja. Der Däne ja selbst auch. Ja. Okay, gut. Weiß nicht, ob man das gerade sehen konnte, hinter den ganzen. Ihr für Heineken, ihr habt es gesehen und das tut ihr auch, als könnt ihr gerade abstimmen. Ich sehe, sage ich mal, von 2 bis 9 so ziemlich alles dabei. Da bin ich auch sehr gespannt. Ist aber doch auch so ein Getränk, das kenne ich so. Aus Kneipen oder Restaurants. Den größten Vergleich tatsächlich nochmal, das ist irgendwie ein bisschen. Das Heineken gerne mal zum gleichen Preis, das ist immer diese 0,25 Liter Flasche. Was so ein bisschen, was so einen gewissen Hipster-Aufpreis oder sowas für mich immer vermuten lässt, mag aber auch völlig unangemessen sein. Was hat denn der Chat eigentlich gesagt zu Staropramen? Ach, wir sind ja noch. Du hattest schon 7,5 oder? Nein, Staropramen hatten wir noch nicht. Hatten wir, ich hab's schon genannt. Pass mal auf, Staropramen haben wir noch nicht benotet. Das ist vollkommen richtig, lieber. Ich wollte noch sagen, also, wir haben da doch noch was. Wir kommen hier aus der Werbung. Uke ist aufs Klo gegangen und wir haben deine Wertung noch. Warte mal, ich bin schon wieder verrutscht. Stopp. Falsch bin ich nicht. Alles gut. So, also Staropramen. Jetzt bin ich sehr gespannt, was ihr denn da anbieten wollt. Ich wollte auch eine 7,5 sagen, weil ich es einfach nicht mehr so genau sagen konnte. Okay, Staropram. Ich gebe eine 7. Das ist ja mal ein Unterschied von 2 Punkten. Ja. So schlecht, so viel echt. Mhm. Ach was. Das konnte ich nicht schmecken.
Der Pilsner Urquell habe ich übrigens noch eine. Das ist nicht mal, ich mag diese Fruchtigkeit irgendwie nicht. Eine Zuschauerzuschrift bekommen von dem Max. Er sagt, der Pilsner Urquell, das, was wir so gut fanden, das ist eigentlich ein Fehlgeschmack namens Diacetyl, der nach Butter schmeckt. Das ist bei der Flasche nicht so sehr wahrnehmbar wie vom Fass. Aha. Und die Tschechen lieben Diacetyl. Das nur am Rande. Okay. Das ist ja interessant. Okay, also jetzt haben wir gerade noch mal JAA, ist das der Hinweis? 7,5, genau. Ja. 7,5, okay. Ja, da sind wir doch genau im Medium. Also wir das war nicht von, so die Community Vote hatten wir nämlich genannt, aber nicht unsere eigene Note. Ja. So, so, vielen Dank, wir sind wieder, jetzt sind wir wieder im Sattel hier und gucken, dass wir das zu einem rühmlichen Ende bringen. Fangen wir mit Heineken an. Heineken sollte links stehen, rechts sollte Tuborg stehen. Ja. Gut, guck, der Schaum hält sich lange. Ja. Kannst nichts zu sagen? Ja, du hast schönen Schaum. Ich habe ja, so eine. So, das riecht sehr fruchtig. Eine Haube. Wirklich fruchtig. Ja. Total. Absolut. Das ist ein bisschen was Pupsiges, ne? Pupsig. Ja, ein ganz bisschen so. Das ist nicht mein Heineken, das ist mein Heineken. Bist du sicher, dass du sie nicht vertauscht hast? Nee, ich habe die so stehen lassen. Das war das Heineken, das war das andere, richtig oder nicht? Okay. Fruchtig ist. Ja, aber deine. Wir sind Fruchtpups. Ja. Fruchtig finde ich schon. Das wisst ihr, wie das schmeckt. Ich habe leichte Assoziationen. China-Imbiss. Ja. Diese, was sind nochmal diese Platten, diese faserigen, die da immer so als Gemüse durcheinander in so süß-sauer Sachen sind? Nicht die Soja? Ich weiß, was du meinst. Diese, nehme ich immer raus. Ja, die eben so holzig. Nee, nicht Bambussprossen. Diese quaderförmigen Flachplatten. Wie so ein Holzscheit. So ein, nicht Holzscheit, sondern wie so eine Dachlatte. Nein, 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 aber wir meinen das Gleiche. Ich meine das. Das beißt sich relativ hart, das hat einen eigenen Geschmack, so eine gewisse Herbheit. Ja. Wir gucken gleich mal hier in die. Na, Asbest ist es nicht. Bambus, könnte Bambus sein. Bambus doch. Ja, Bambus, genau. Es gibt diese kleinen Sprossen, aber es gibt ja tatsächlich, du meinst diese länglichen. Ja, ich glaube, du meinst die Mungobohnenkeimlinge, oder? Nee, aber du meinst diese länglichen. Genau, diese Flasche. Wie so Parkett, das man. Das schmeckt deiner Meinung nach wie Bambus. Das hatte ich gerade die Assoziation. Okay. Das Heineken ist aus irgendwo gar nicht schlecht. Ist tatsächlich gar nicht mal schlecht, finde ich auch. Ganz überrascht auch. Ja. Ich war jetzt im Urlaub in einem Asiate in Malaysia. Und da gab es halt Heineken und dann gab es Guinness. Und da gab es so diese ganzen urbritischen Sachen, gab es da irgendwie so ein bisschen. So diese Guinness und Guinness. Die Sachen halt, ja. Hat Heiko und da habe ich das Heineken komplett vermieden, so, weil ich das nicht trinken wollte. Ja, das war echt in Ordnung. Meistens nicht. Ich finde es. Hat wieder so eine. Hat einen Hauch von sehr prägnanten Geschmack, finde ich. Sehr, sehr blumig, total. Sehr in gewisser Weise auch präzise. Ja. Wenn ich jetzt auch, also ich muss ja sagen, ne, also Heineken ist jetzt wirklich keine coole Marke, ist ein globaler Konzern und so weiter. Aber wir wollen ja nicht und versuchen möglichst objektiv zu sein und ich mag das Heineken. Ja, da, absolut. Das ist jetzt grade, diese Fruchtigkeit finde ich jetzt gerade ganz angenehm. Ja, ich glaube, diese leichte Säure-Dinger, die das rauspieksen. Okay, Tuborg. Ja, Tuborg, das schauen wir doch mal. Ja, zum Wohl. Ich war schon die ganze Zeit dabei. Ja, sorry. Hat nicht diese Blumigkeit, finde ich, auch im Geruch? Nee. Es wird auch jetzt mittlerweile schwer, tatsächlich, muss ich sagen, differenzierte Vokabeln zu finden und das Ganze auch wirklich differenziert zu schmecken nach so ein paar Stunden. Ja. Also es, tatsächlich. Bambus waren wir noch durchaus präzise unterwegs. Stimmt, das ist nochmal eine innovative Metapher. Aber es ist flach und süß. Ja, ich finde es tatsächlich auch ganz lecker. Es ist wirklich aber auch nicht so, ne? Stichwort Antwort. Aber so ist es ja auch. Je mehr man trinkt, desto lecker wird halt alles. Nee, nicht unbedingt. Also ich habe tatsächlich so viele Abende gehabt, wo ich gerade auf Antep benote ich ja auch die Biere. Und es ist nicht automatisch, die Leute sagen ja auch, jetzt bist du richtig besoffen, jetzt findest du alles geil. Nee, aber das ist nicht so. So ein Abend, wo du nachher irgendwann nichts mehr bewertest. Das ist der Abend, wo du nachher sagst, okay. So. Ja. Ich die schönen Biere am Anfang, aber am Schluss bist du halt so ein bisschen. Also, was ich auf jeden Fall merke mit der Erfahrung von vielen LMG-Folgen, es ist schwer, ab einem gewissen Punkt sich dran zu erinnern, was war früher und was ist die Skala. Aber dass man jetzt noch deutliche Unterschiede schmeckt, das ist auf jeden Fall so. Ja. Also, mir schmeckt zum Beispiel das Tuborg besser als das Heineken. Sehr weich. Und das liegt an dieser Fruchtigkeit. Aber das mag möglicherweise so ein bisschen so meine Orientierungsstraße sein, dass ich, glaube ich, so eine gewisse Konsequenz da drin habe, diese eher fruchtigen, breiten Noten nicht so angenehm zu finden, wie die manchmal simpleren oder vielleicht auch herber orientierten Geschmacksrichtungen. Deswegen, das Tuborg ist eher meins. Das ist, ich glaube, ich mag das Heineken ein bisschen lieber. Aber das Tuborg ist nicht weit. Das Tuborg ist sehr weich auch. Also wir haben vorhin ja von den, von den Butternoten gehört, vom Diacetyl. Das schmeckt auch nach Diacetyl. Schmeckt auch butterig, finde ich.
Ja. Okay, lasst uns abstimmen, Freunde. Ja, ja. Also, wir machen jetzt Strecke. Wir stimmen ab. Wir stimmen zuerst ab und wir werden gleich natürlich eure Votes sicherlich auch noch sehen. Ist ein bisschen durcheinander gegangen, aber es wird natürlich knallhart hier reguliert über die Regie und entsprechend eingeblendet. Heineken, fangen wir doch damit einfach mal an. Da muss ich an dieser Stelle sagen, ich fange an. Ich bin hier, ich hau einen raus. Das ist für mich eine 5. Ich gebe tatsächlich eine 7. Eine 7. Für der Tuborg? Nee, Heineken. Wir sind auf der Heineken. So. Street. Ja, ich bin jetzt einfach mal wirklich, ich springe mal meinen Schatten. Das ist, finde ich, gut. Ich gebe eine 6. Eine 6. Da sind wir im Abstand von 2 Punkten alle vertreten. Ja, gut. Also, niemand ist total begeistert, aber auch niemand geschockt. Gehen wir zum Tuborg über. Wir haben die Heineken-Wertung. Die ist mit 5,2 auf jeden Fall auch nicht total begeistert. Also das, was wir vorhin angemerkt haben oder befürchtet haben, mit zunehmendem Bierkonsum wird möglicherweise so die Begeisterung für das Getränk größer. Das ist nicht der Fall. 5,2 erdet das Ganze wieder ein wenig. Und wir kommen zu Tuborg. Tuborg. Wer macht den an? 6. 6 von Heiko. 5. Der Knauser. Naja, also, Heiko, es gibt halt Sachen, die mich, aber das ist auf Untappd auch immer schon so. Ich habe mich schon angewöhnt, ein bisschen besser zu bewerten als früher, bei den Sachen, die mich begeistern. Ich bin da immer gerne ein bisschen vorsichtig, aber wenn mich was wirklich begeistert, dann würde ich es auch raushauen. Und wirklich begeistert ist jetzt viel, was ich gerne so trinke, aber was wirkliche Begeisterung? Ja, aber ihr seid ja quasi in Grafenform, fahrt ihr ja parallel gerade, ne? Also das ist ja ähnlich, eure Abgrenzung. Insofern, ja, das ist doch was. 5,1 ist die Tuborg-Werbung, Wertung von euch da draußen. Auch jetzt nicht, ja, nicht begeistert, aber es ist auch wirklich kein Bier des Besonderen, ne? Das kann man an dieser Stelle sagen. Möglicherweise das nächste, wir haben jetzt Bambulepilz. Das Bambulepilz. Aus Hamburg. Von den Kollegen von Überquell. Von den Kollegen von Überquell. Wer sich an The Rocket Beans Biere erinnert, mit den Kollegen haben wir das Raketenbräu gemacht. Da gab es ja ein Raketenbräu Pale Ale vor einigen Jahren und ein Raketenbräu Lager. Und die haben vor ein, zwei Jahren dieses ungefilterte, sieht nicht sehr gefiltert aus, steht ungefiltert drauf, Pilz rausgebracht, 4,8%. Man sieht so ganz gut tatsächlich, dass es ein bisschen drüber ist. Ja, genau. Bisschen drüber, also ich kann schon mal vorweg sagen, von Überquell, ich habe viele Biere von Überquell getrunken, das schmeckt mir nichts. Also ein einziges Bier bisher hat mir geschmeckt. Ich finde, die haben alle zu viel Kohlensäure. Alle zu viel Kohlensäure. Okay, da bin ich gespannt. Ja, ich habe das Bambulepilz in sich. Der Erinnerung auch sehr... Das ist ein bisschen. Da haben wir den Spül, da haben wir den Spülwassergeschmack. Ja, ist super wässrig. Mhm. Und schmeckt hinten wie so Schwamm. Nee, das ist nicht gut. Nee, sorry. Ich würde sie gerne mögen, oder so, aber ich mach das nicht. Mhm. Ich habe es vom Fass getrunken zweimal schon, da war es leckerer. Das hat tatsächlich dieses Spülwasser-Ding. So, es gibt so diesen Craft-Beer-Spülwasser-Geschmack. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie ein Standardtropfen ist, der oft verwendet wird. Ich habe so Urinstein, ist das eher, habe ich das Gefühl. Oh, das finde ich aber zu hart. Ja, ich weiß nicht, das habe ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie Urinstein schmeckt. Ich stelle mir das gerade. Ist wie so ein aufgeweichter Keks, vielleicht. Urinstein? Nee, aber das, was ich schmecke, vielleicht ist Urinstein. Ich glaube, das ist nicht Urinstein. Nee. Das ist ja, glaube ich, eher so wie gesagt, an so einem Zitrus-Lolli. Das ist wahrscheinlich säuerlich, ja, ne? Urinstein. Genau. Ja, okay, sorry. Ein bisschen Urlaub in Tropicana Island, ist aber in Wirklichkeit. Ein aufgeweichter Keks. So schmeckt es. Ich finde es gerade ein bisschen enttäuschend. Ich habe mir mehr erwartet. Schwamm, ja. Aber ich weiß, was ihr meint. Es hat dieses Spülige. Ja. Also genau dieses, das ist so ein bisschen was Pflegestoffe, die das Porzellan gerade wirklich beschädigt. Das möchte ich nicht. Ich mag es nicht. Nee. Vom Fass war es leckerer. Da kommt auch geschmacklich nicht mehr viel. Nee, nachdem du einmal so die Spülung durch hast, bleibt nicht viel zurück. Nee, das ist oder? Nicht, das schmeckt so nach bisschen, Wasser und dann diesen Schwammkrams und dann war es das. Das ist halt ganz flach und da, was ist denn da los? Freunde, das geht auch besser. Es schmeckt dünn, so ein bisschen. Ja. Aber also ich finde es jetzt gar nicht schlimm. Das ist im Sommer kann ich mir das wunderbar so... Also ich bin an sich... Ich mag eigentlich an sich, gerade Heineken habe ich die 7 gegeben. Aber ja, gut, das ist einfach... zählt der subjektive Eindruck im Moment. Wir brauchen übrigens auch frische Gläser, liebe Regie. Ja, wir bräuchten eine letzte Runde Strecke machen.
werden genau. sollen. Also da muss ich auch sagen, das hätte ich mir mehr erhofft. Mehr erhofft? Ja, das ist übrigens was, was ich gelernt habe. Ja. Also vermeintlich gelernt habe. Was du gelernt hast? Ja, dass ja. Hopfen tatsächlich sehr flexibel benutzbar ist. Ne? Ja. Es wird gehopft. Der Hopfen, die Hopfigkeit. Die Hopfengaben, die ist tatsächlich ein Wort, die drei ja, Hopfengaben ja, eben. Vom Herrenpilz. Und ja. da kommt es ja her. Ja. Deswegen ist dieses ordentlich abgehopft. Das als Verb zu benutzen, ist das so eine Sprach, wie soll man sagen, Blüte, die du so reinbringst und die man in der Szene hat? Oder steht im Duden tatsächlich? Nee, aber die Hopfigkeit bezeichnet den Vorgang des XYZ. Hopfigkeit ist tatsächlich schon so ein Level. Es gibt ja zum Beispiel bei IPAs, gibt es ja also India Pale Ales, und dann gibt es die Double IPAs und die Triple IPAs und die Quadruple IPAs. Und das ist jeweils die Menge an Hopfen, die drin ist oder wie oft später nochmal Hopfen reingeworfen wurde in den Tank und so. Insofern ist die Hopfigkeit schon echt eine Relevanz. Ich lese auch gerne. Die Hopfung stirbt zuletzt, jetzt wird reingehopft. Drei Hopfigkeit. Der Wiederhopf, genau. Ja, es ist schön. Deswegen einfach gut abhopfen. Ich finde das Wort schön. Ich habe das Gefühl, das wird so ein bisschen in meinen Wortschatz übernommen. Sehr flexibel nutzbar. Ja. Aber das ist gut. Schmeckt hopfig. Vielleicht ist das, wenn ich manchmal so dieses Gefühl habe, ich beiße in einen Strohballen, vielleicht ist das so das Bild, was ich, wenn ich andere LMG-Folgen mache, künftig mit, das schmeckt hopfig, übernehmen werde. Einfach, weil ich das Gefühl habe von diesem Hopfen, der so frisch vom nach der Ernte so auseinandergedrückt wird und es ist einfach ein Pflanzenprodukt. So, ich schweife ab und komme wieder zum Thema des Abends. Also, wir hatten gerade das Bambule-Pilz. 1,99 ist natürlich auch ein durchaus selbstbewusster Preis für so eine Flasche, kann man sagen. Aber geschmacklich, ich fange mal wieder an, dann seid ihr in Zugzwang. Das ist für mich leider auch nur eine 5. Also mir hat das jetzt, muss ich ganz ehrlich und geschämt sagen, schlechter geschmeckt als das 5-0. Und damit ist es eine 3. Ja. Das finde ich jetzt tatsächlich sehr hart. Ja. Aber es ist die Wahrheit, Heiko. Ich gebe eine 6. Eine 6. Okay. Ja. Also deswegen, ich finde das auch, mir hat nicht, viele Dinge haben mir daran nicht geschmeckt. Es ist einfach so dieses kommt da noch was. Ja. So. Das ist ja ein Riesenunterschied. Ja, das war bei mir, also das Geschmäckern, die wollte ich jetzt nicht weiter trinken. Ja. Ich hätte es weiter getrunken, muss ich sagen. Nee. Aber da Heiko ja schon neu auftischt, respektive wir noch ein paar Sorten haben, ist das sehr, sehr spannend. Haben wir denn auch dafür eine Wertung, liebe Regie? Mag möglicherweise natürlich auch regional dann nicht ganz so verbreitet sein, aber schauen wir mal. Bambule. 4,3. Da ist die Begeisterung bei euch auch nicht so aber ausgeprägt. Aber man kriegt es, glaube ich, beim Rewe, ne? Also in Köln kriege ich das im Rewe. Ja. Das mag sein, das weiß ich nicht. Ja. Aber es kann sein. Gut, so, jetzt ist mal Zeit, irgendwie einen Überblick zu verschaffen. Was fehlt uns noch? Wir haben tatsächlich aus dem Bereich der Low-Budget-Biere die Karlskrone, die noch fehlt, aus der Plastikflasche. Ja. Wir haben bei den lokalen Bieren unser Hamburger Lokalmatador, das Astra. Dann haben wir das Happy Pilz von Berlo aus Berlin. Und das Pizza-Pilz von Kruk. Ich schlage Reihenfolge vor. Happy, Astra, Pizza, Karlskrone. Okay. Happy, wir gehen uns ein bisschen weiter raus. Astra, wir gehen zurück zu den Wurzeln. Pizza, wir schießen ganz nach oben. Und Karlskrone, wir gucken mal. Jetzt, die Biere sind auch deutlich wärmer. Wir schießen nochmal richtig hart ab. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, Happy Pilz. Ja. Was, erzähl mir was zu Happy Pilz. Habe ich noch nie gehört. Das ist ein sehr guter Name. Also Berlo ist eine Brauerei aus Berlin. So ein bisschen vielleicht das Ratsherren Berlins. Ja, das ist eine ganz gute Brauerei. Da kann man auch sehr nett essen beim Gleisdreieck. Wir haben so einen Container. Haben die ein Brauhaus. Mhm. Und ich finde Happy Pilz tatsächlich nicht so einen guten Namen. Aber ja, Berlo ist angeblich irgendwie ein, so hieß Berlin früher. Hab ich haben die mal erklärt. Ich keine Ahnung. Bin da nicht so drin. David Hasselhoff. Wir sind immer noch dabei. Ja, ich habe vorhin schon gesehen. Die Bombe ist aus Hopfing. I like it. Da sind ein paar ganz gute Sachen dabei. Hopfen ist ein schönes Wort. Es klingt angenehm und es ist sehr flexibel. Also mit PF und so kann man das. Mit Karlskrone abschließen, sein Ernst? Ja. Ja. Genau, das machen wir tatsächlich. Berlo, Happy Pills, Crisp, Fruity, Crisp. Herbal. Oh, das sind schon wieder Fruity, die Attribute, wo ich. Aber ich bin ja nicht. Das Happy Pills. Berlo. Passt gut zu deinem Pullover. Aber okay. Diese Musik. Ihr hört sie doch auch. Ja, ja.
Es wird immer bayerischer gerade. Du könntest nicht ganz entscheiden, in welcher Kneipe, in welchem was Land die Idee der Musik ist. Ist das so eine Brauhausatmosphäre zu schaffen? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das wird flexibel von Pilz. Ob da jemand sein Handy angelassen hat, frage ich mich gerade die ganze Zeit. Oder irgendwie sowas. Okay. Hallo, ich bin so. Ja, aber es ist ja auch so, dass es gerade so bei Lokalen, wo man sich fragt, wieso läuft da eigentlich Musik, man würde es merken, wenn sie nicht läuft. Also man hört einfach nur irgendwie so. Steep, ne? Heiko, steep. Steep, aber hier verstehe ich sie halt nicht und sie irritiert mich eher, als dass ich. Harry Potter. Auf der Brauereischule, Hopfarts, nur das. Ja, okay. Gut. Also Hopfen ist Hopfarts. Zünftige Saufmusik. Ja, so, jetzt lecker Saufsaft. Runter damit. Ich bin gespannt. Ja. Das ist blumig, das ist mal ein neuer Geschmack. So, die hatte ich noch nicht. Ja, das hat mir gar. Da geht richtig viel ab gerade. Das ist richtig. Also das. Das schmeckt. Vielen Dank an diese Brauerei. Vielen Dank, dass ihr das noch an diesem späten Abend noch reingebracht habt. Da passiert total viel. Da ist eine Blumigkeit drin, da ist ein Körper drin, den ich spüre. Das ist nicht zu bitter. Es ist auch ein bisschen bitter. Ja, aber nicht so garstig. So. Also, da passiert was. Das ist weit vorne, Freunde. Weit vorne, sage ich euch. Also ich finde es auf jeden Fall gut. Die haben kurz vorm Blumenbeet noch mal, sind sie scharf abgebogen. Ja, ganz kurz. Man hat kurz geschnuppert, aber sind nicht reingestartet, nee, genau. So richtig. Nee. Das finde ich gut. Ah, schöne Blumen, aber wir gehen hier lang. Ja, aber ja, es hat gut. Aber auch so ein ganz bisschen Flair von, aber Mami, die Medizin ist mir zu bitter. Trink, morgen geht's dir wieder besser, richtig. Oder? Ich habe leichten Hauch von Medizin. Ja. Leichten Hauch. Es ist vielleicht kein Blumenbeet, es ist vielleicht so ein Kräuterbeet. Ja. Ja. Das Hörbel, glaube ich. Ja. War doch auch eins der Schlagworte. Jetzt wird's herber. Das ist so ein Dudler langsam. Also das ist nichts, was ich den ganzen Abend übertrinken könnte, glaube ich. Total nicht, nee. Ja. Würde ich das auch ist sagen. Aber auch beim Herrenpilz, auch tatsächlich auch schon nicht die, also haben wir ja schon festgestellt, das ist nicht unbedingt die Kategorie für ein gutes Bier. Ja. Aber es ist selbstbewusst. Ja. Ja, aber es hat eine andere Herbheit als das andere Bier. Ich finde, die Herbheit kommt eher früh im Mund als spät. Ehrlich gesagt, der erste Schluck war besser als der vierte, muss ich sagen. Aber ich finde es immer noch sehr gut. Ja. Vielleicht aber auch nur, weil ich jetzt, also du hast so Biere, wo ganz wenig passiert, das ist jetzt. Hallo! Aber es fällt langsam die Reihe hier auf. Das ist eher so ein Krane, wenn er reinkommt. Ja. Weißt du so? Ja. Ja, aber das ist mir ein bisschen zu. Ja. Bei Happy Pills war ich bei dir, aber vom Geschmack her ist mir das ein bisschen zu. Sag mal, ey, so cool ist der Krane. Ach so, na, aber hat hin und wieder auch mal was Buntes an. Und das Cover ist ja auch recht bunt. Ja, genau, das ist so ein bisschen. Grüße gehen raus, mein Lieber. Ja, aber es ist ein. Das ist nicht für jeden das Bier. Nee. Das sagt schon wirklich, so wie man früher bei Fischermann, wie war der Werbeslogan nochmal, sind sie zu stark, bist du zu schwach. Ja. Das ist so ein bisschen das die Message, die da mitkommt. Und das findest ist das Witzige, weil Happy Pills dir ja was ganz anderes suggeriert. Findest du es zu stark? Ich find's schon ziemlich extrem. Aber das ist jetzt, wenn man den Anspruch hat, dass man ein Bier hat, also was war das Crushability, dass du so ein Bier hast, was den ganzen, also das ist jetzt kein Festivalbier. Auf dem Festival willst du was haben, wo du so hängst und all weg und all weg. Das ist das nicht. Nee, dafür ist das ist zu anstrengend in dem Sinne. Also da passiert die ganze Zeit was, wo du dich in deinem Mund drauf konzentrieren musst. Aber ich weiß es zu schätzen. Nach den ganzen 5-0s und den Tuborgs und Überquells, so weiß ich das sehr zu schätzen. Gut. Wie dein Pilz, nur hopfiger. Wie dein Tag, nur viel besser. Das steht da drauf. Okay, kriegt Punktabzug. Finde ich aber, also ich finde es auch gut. Ich will einfach nur sagen, das ist so dieses, wenn ihr einfach sagt, ey, ich habe eine Party mit Leuten, ich brauche so einen gemeinsamen Hauptnenner. Ich möchte niemanden rauswerfen und ich möchte den Leuten, also es ist nicht, es sind keine Experten da, es ist so eine richtige, so normale Party, wo man einfach eine gute Laune hat. Was sind das für Leute? Coca-Cola. Ja, das ist einfach das ist ja, ich sag nicht, ist das schon der Standard-LMG-Ansatz. Nein, aber den muss man ja. Was sind denn das für Leute, die du einlädst zu deiner Party? Entschuldige mal, es geht ja nicht mit einer Wertung an. Ich will doch nur euch davor draußen bewahren, wenn ihr sagt, ich schmeiß eine Party für Leute, die noch nie Bier getrunken haben, holt euch vielleicht nicht Happy Pills. Also auf der Party diese Leute. Würde ich auch für 2,79 tatsächlich auch nicht ausschließlich Happy Pills aufnehmen. Ja, es ist doch gut. Ich meine, wenn ihr in eurem Elitären, ich habe schon 5000 Bier getrunken, Elfenbeinturm meint den kleinen Partygänger, der ist schlecht zu machen. Bei unserer Elfenbeinparty. Ja. Aber ich bin ja gespannt, ihr könnt jetzt ja auch mit den Zähnen um euch werfen. Nee, so gut fand ich es auch nicht. Ach so. Nein, also wir sind hier in der Spalte Happy Pills. 2,79. Man tatsächlich gerade ein bisschen. Man kann es schon gar nicht leisten, um damit eine Party zu schmeißen. 8 Jever, 5 Flensburger. Na, das ist zu viel. Ich gebe eine 7,5. 7,5. Das wollte ich halt auch machen eigentlich, aber. Nachmachen. Ich gebe eine 6,5.
Ronne. Und ich gebe eine 8. Freunde, ich wollte gerade sagen, nach deinem ersten Schluck habe ich gedacht, wir sehen hier die Top-Note von dir. Ich gebe eine 8. Ich hau mir die 8 raus. Tja, die 8 hat bis jetzt nur das Jäfer, das Augsburger Herrenpilz und dieses Happy-Pilz bei dir erlangt. Ja, ja. Das ist ja okay. Ja. Jetzt bin ich gespannt, ob wir da draußen auch eine Wertung haben. Bambule, übrigens mit 4,3, war nicht, kam nicht ganz so begeistert. Außerhalb des Elfenbeinturms kam es nicht so gut. Ja. Gucken wir mal, Happy Pills. Ich weiß nicht, ich kenne es nicht, vielleicht ist es euch auch nicht so geläufig. Aber das kann man hier, hast du es in Hamburg schon mal gesehen, Heiko? Supermärkten? Genau, ja, okay. Ja. Also es ist nicht so. Also es ist aber trotzdem, also Bärlau ist in Berlin in jedem Späti, aber halt hier tatsächlich eher in den Spezialitätenläden. Okay. Du wolltest jetzt Astra haben, ne? Das war die Roadmap. Ja. Und 6,7 ist die Note für Happy Pills, die ihr gegeben habt. Wir haben noch drei. Ja. Das ist eine gute Note, muss man einfach mal sagen. Aber es deckt sich ja auch so mit unseren Einschätzungen. Ich will ja nicht sagen, aber ich war mal wieder am nächsten dran mit meinen 6,5. Ne? Du bist halt der Mann des Volkes. Absolut. Ja. Und da bin ich stolz drauf. Also beim Astra muss ich halt sagen, gut, ich bin da jetzt vorgekommen, ich habe auch schon mal für Astra Werbung gemacht, aber diese Knolle finde ich halt, guck mal, hat mal so eine Hand. Na Leute, was geht denn? Ist halt so ehrlich. Kann man so, ne, wissen. Und jetzt komme ich wieder. Ich habe ja lange in Köln gewohnt. Und da war Astra sozusagen so ein bisschen der Exot. Echt? Wann war hier das? Hatte ich, das war auch lange, 10 Jahre habe ich da gewohnt, bis ich hingegangen bin. Aber wann war das, dass du sagst, Astra war der? Das war so in den mittleren 2000er Jahren. Okay. Da war das eher ungewöhnlich. Das war so ein bisschen edgy, ein bisschen, du kommst aus Hamburg. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen. Und hab gedacht, ach schön, hier gibt's ja überall Astra. Und dann hatte ich das Gefühl, ich muss mich immer dafür rechtfertigen. Weil mir schmeckt das eigentlich ganz gut. Mal gucken, ob das so bleibt jetzt nach der Verkostung. Aber dass das hier eben so, wie es in dieses Lokale, viele Menschen rümpfen die Nase und man traut sich gar nicht, es zu reichen. Das war immer so mein also Gefühl. Die Wahrnehmung von Astra in Hamburg und die Wahrnehmung von Astra auswärts von Hamburg ist auf jeden Fall unterschiedlich. Ja. Weil ja. So ähnlich wie beim Flens mit dem Bügelverschluss ist Astra die Knolle, die sogenannte Knolle, ist halt so ein bisschen Kult. Und das ist auch so in Berlin, wie du meintest, da gibt es auch die Astra-Phase. Ja, so. Gab's sie? Ja, ich glaube, die ist noch nicht vorbei, oder? Die habe ich nicht. Ja. Also für mich war es halt. Du wohnst auch nicht mehr in Berlin. Nee, ist richtig. Aber ich habe halt die helle und die. Naja, Astra ist halt, die haben eine fantastische Werbung, muss man halt so sagen. Die mit ist halt dir? Sehr lustig. Also die war auch ziemlich gut, stimmt. Mhm. Aber generell, die haben ein gutes Branding und da gab es halt, das kann man halt sehen, wie Astra aussah in den 80ern, das sah halt fürchterlich aus. Und dann hat sich irgendeine Agentur draufgesetzt, hat dieses Herz da drauf gebaut und die haben das halt ganz gut umgebaut. Ja, also der Anker mit dem Herz, also richtig toll ist es auch nicht. Schon nicht so schön. Also, ist ikonisch, also ich weiß, dass Leute sich das tätowiert haben, so, aber... Ja, naja, gut, aber das ist jetzt auch nun... Wir sind jetzt 2024. Also ich war letztes Jahr auf dem Astra Braufest. Es gibt ja auch eine Astra Brauerei, die auch so ein bisschen experimentellere Biere macht. Echt? Okay. Am Kiez neben dem Molotow, falls jemand das sagt. Da die haben wir Flipper. Echt? Was da? In der Astra Brauerei. Und da konnte man tatsächlich sich das Astra Logo auch tätowieren lassen. Und ich dachte auch, ey, wie cringy. Und tatsächlich stehen die Leute an. 10 Bier später lagst du auf der Bahre da. Ne? So, dann wollen wir doch mal schauen. Astra, ein Klassiker aus Hamburg. Von den einen geliebt, von den anderen als eklig empfunden. Ich habe es im Chat gerade auch gelesen. Ich bin gespannt. Es riecht nach. Es riecht nach Molotow. Kneipe. Ganz genau. Und Astra Rakete, das war damals auch tatsächlich eine Rechtsfrage, die wir uns überlegt haben. Können wir das Raketenbräu sozusagen so nennen, wenn es die Astra Rakete gibt? Das ist so ein bisschen mit ein paar mehr Umdrehungen, ne? Das Zeug, was so ein bisschen stärker ist. Genau. Das schmeckt natürlich jetzt im Feld, wo wir gerade herkommen, schmeckt das jetzt eher wie so der kleine Langweiler von nebenan. Ja. Aber das ist wieder so ein, jetzt fängst du wieder an, du sagst immer, ja, Mann des Volkes und so, es geht in die Breite. Nein, Mann des Volkes ist total super, aber du kommst immer mit diesen Partybeispielen und so, wenn ich jetzt das und so, und das ist ja kein Argument, sozusagen. Nein, das ist eine Beschreibung dessen, was man geschmacklich wahrnimmt und wie das einzusortieren ist. Aber das heißt nicht automatisch, dass es gut oder schlecht ist. Das hast du vielleicht an meinen Noten auch schon gesehen, mein Lieber. Ja, ich finde dich, sehr, also mal gucken, du bewegst dich im sehr, sehr geringen Pol tatsächlich. Ja. Ich habe noch nichts Richtiges zum Würgen, aber ich habe noch nichts, wo ich sage, ich habe noch nichts. Das Perlenbacher haben wir alle mit 2. Also, wollt ihr wissen, was eigentlich immer jahrelang und glaube ich immer noch, ich habe es lange nicht mehr getrunken, mein Lieblingsbier war? Na, scheinbar das Becks. Nein. Scheinbar. Ja. Richtig, scheinbar das Becks. Tatsächlich aber. Potzalt. Potzalt? In der Knolle, in der Plopp-Knolle. Das kenne ich nicht. Ja, Münster, also so Potzbrauerei Minden, glaube ich, da kommt das her. Das gab es da, das war richtig gern gemocht. Aber das ist so ein Altbier, was aber. Nicht super krass altig schmeckt. Oder super krass alt. Also hier schmecke ich halt ein bisschen Malz raus, ich schmecke ein bisschen Körper raus. Es ist eingängig, es tut nicht so doll weh. Mir gerade im Moment schmeckt es mir nicht so.
Ich erinnere mich auch so ein bisschen, das ist Hopfen. Ich dachte, das schmeckt so ein bisschen Hopfenextraktig. Nicht, dass ich mir ernsthaft irgendwie rausnehmen würde, das zu schmecken. Tschüss, okay. Ja. Aber das ist, schmeckt so ein bisschen was von Flens, ein bisschen was vom 5-0. Ja. Das ist einfach so, genau. Ehrliches, normales Bier kann man auch, ja. Das ist ein relativ einfachen, klaren Geschmack auch so, ja, ne? Das können wir auf dieser Party, von der du gesprochen hast, auch durchaus trinken. Aus der Knolle mag ich das Hakebeck tatsächlich lieber, aus Bremen. Potz kommt aus Oelde, das stimmt nicht. Stimmt, habe ich gerade falsch assoziiert. Es gab den Potzpark in Minden, aber es kann auch sein, dass der nichts damit zu tun hat. Ich bin Team Ürige. Ich mach's. Also ich find, das ist für mich so ein Bier, da könnte ich jetzt sagen, da kann man den Abend jetzt einfach weiter mitgestalten. Bei dem hier. Es ist nicht aufdringlich genug. Ja, das stimmt. Und das fand ich auch in diesem Fall durchaus positiv. Mehrere Abende tatsächlich sehr lange mitgestaltet, muss ich mal sagen. Ich mag Astra. Ich stehe dazu. Ich habe es mir nicht tätowieren lassen, aber kann ich trinken. Ist für mich einfach so ein Alltagsbier, möchte ich sagen. Ja. Es ist ein Gebrauchsgegenstand in dem Sinne, den man immer wieder gerne benutzt. Ja. Wie Klopapier. So, wir machen weiter, gehen zur Tafel. Ich bin gespannt, im was Silbersack das in Noten ich, genau, im Silbersack. Wie viel ich gebe an dieser Stelle. Silbersack getrunken habe. Ja. Ich habe mich gerade noch mal verifiziert selber, weil für mich ist das so auf einem Level mit Becks. Regal gestellt eigentlich gerade? Nee. Hören wir nicht mehr zu. Ja, ist aber auch gut, schon alt. Noch benutzen, ist gut. Okay. Ich brauche eure Noten, meine Lieben. Ich sage eine 6. Oh, eine 6. Ja, gut. Du gibst die 6. Heiko. Ich gebe eine. Oh, es ist halt, es schmeckt, aber der erste Schluck ist besser als später. Ich gebe eine 5. Eine 5. Und dann 5. Ich glaube, damit treffen wir so, hätten wir fast ganz gut im Mittel, im Mathematischen getroffen, wenn du nicht noch abgewichen bist, das, was ihr gesagt habt. 5,7. Das ist nicht die Welt, aber es gefällt dem einen mehr oder weniger. So, wir sind Richtung Zielgerade unterwegs. Wir machen jetzt noch Pizzapilz und. Wir haben keine Gläser mehr. Wir haben keine Gläser mehr. Doch, eins kriegen wir noch zusammen. Ist das hier noch eins? Das ist sauber, das ist fein. Dann nehmen wir mal, das habe ich gerade aus dem Wasserglas. Das ist auch gut. Hier sind noch 3 gute Gläser. Ja. Okay. Super. Okay. Friend, oh, ich habe noch eins gefunden. So, wir geben jetzt noch mal richtig ein hier. Hier. Nimm lieber das. Extrahopped Italian Pilsner. Sogar noch hier mit Röckchen. Ach, guck mal, da unten ist ein riesen Röckchenstapel hier noch. Nennt man das Röckchen? Echt, ein Röckchenstapel, das hätten wir ja, guck dir das mal an hier. Natürlich, das müssen wir auch mal. Also, ist doch nicht, dass wir sind doch hier nicht bei. Also, wo sind wir denn? Ich dachte auch schon mal, man kann die auch nicht im Fünferpack kaufen. Ich habe auch gedacht, so, die werden nicht als 20er das hatte ich schon mal. Variante verkauft. Die Untersetzer. Untersetzer? Man setzt sie ja nicht unter. Ja. Man stülpt sie drüber. So, Pizzapilz. So. Von Crack aus Crack. Italien. Birrifico Crack. Dry Hopped Italian Pilsner. Italienische Pilsner auch relativ bitter. Ist da Tomate drin, Parmesan, Thunfisch? Ich glaube, das ist ganz klassisch Reinheitsgebot. Ah. Dann ist der Name irreführend. Dann würde ich sagen, aus der Dose in das Glas. Ich hatte mal so ein Bier mit so sauren Würmern drin. Wie? Ja, das war schon nicht so gut. Also, das war ein produzielles Versehen oder das war ein Feature? Nee, die sollten so, das hieß halt saure Würmer, aber man hat sich mehr davon erwartet. Da wurden halt saure Würmer reingetan. Also, ehemals lebendige Tiere. Nein, diese Trolli oder wie die heißt. Ach. Was ist das denn? So. Das ist doch so, es klingt so ein bisschen nach dem Konzept, auch Achtjährige können schon Bier geil finden, oder? Ja, das ist richtig. Jürgen, was möchtest du in dein Bier reintun? Ja. Neue Zielgruppe. Das ist wirklich, ja. Also, hier haben wir das, das Pizza-Pilz, was tatsächlich das, ein italienisches Bier. Das riecht ein bisschen nach Pizza, Freunde. Es ist super hopfig. Es ist super hopfig. Boah, das ist genau, ich weiß jetzt, also wenn es so schmeckt, wie es riecht, dann geht es wieder in die Richtung. Es hopft sich ein. Das ist ja gehopft wie gesprungen. Hopf, hopf, olé. Ausgehopft und ausgetrunken. Das ist geil. Okay, jetzt echt, oh Gott, ich habe richtig Angst davor, jetzt zu pumpen. Hallöchen. Das ist gut. Ja, das ist gut. Ja. Ist jetzt ein Tick zu warm. Finde ich nicht. Ja. Finde ich nicht, Heiko. Und ich finde vor allem, ich war das nochmal den zweiten Schluck ab. Der erste Schluck war sehr gut. Sehr gut war der erste Schluck. Okay, jetzt war das auch geil. Nicht spoilen, Heiko. Nicht spoilen. Ja. Ist das wirklich ein Pilz? Was für ein zweiter Schluck. Mini-Waterhole spüre ich. Klein bisschen, ja, aber es ist schon, Mini-Waterhole, schon sehr gut. Ja, das ist mein Favorit. Also es ist natürlich an Import, deswegen ist es mit 4,69 Euro auch so sehr teuer. Ja. Ich würde gerne mal wissen, was das in Italien kostet, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja,
Ja, ist doch schön. Sag doch mal, was ihr. Gut, okay, es ist natürlich also, Etikettenschwindel, hat nichts mit Pizza zu tun, muss man gleich so sagen. Das war das, glaube ich, zu Pizza trinken. Ja, gut, okay. Das kann man machen. Es schmeckt nicht nach Pizza. Aber das flirtet doch jetzt mit so einem IPA-Geschmack so ein bisschen. Ja, es ist einfach, es ist sehr, sehr. Es ist wieder kein Experte, aber es ist sehr vielschichtig. Na, es hat eine gewisse Leichtigkeit. Der Schaum sieht auch sehr schön aus. Es hat eine gewisse Leichtigkeit, finde ich. Jetzt also, da kann ich wieder sehr viel von trinken, obwohl es einen Körper hat und obwohl es Charakter hat. Könnte ich da viel von trinken, was ich jetzt von irgendeinem von den anderen Bieren jetzt nicht so konnte. Ja. Also von dem BLO hätte ich jetzt nicht so viel trinken können wie von dem hier. Von dem kann ich super viel trinken. Ja, gut, 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 gut. Genau, Pizza Pilz kennt er nicht und ist Italiener. Crack ist eine Brauerei. Genau, das ist auf jeden Fall Import. Ja, ist gut. Ich mag das sehr gerne. Das ist mein Favorit heute Abend. Ja. Und ich merke immer mehr, dass ich bin noch nicht bereit für diese Geschmacksstraße. Da muss ich mich noch mehr mit beschäftigen. Es ist nicht so, es ist einfach nicht meine Grundrichtung. Ich kriege das jetzt aus. Ja. Ja, gönnt euch die feinen Sachen. Ich bin gespannt, ob wir da auch ein Vote hinkriegen, weil das ist ja schon etwas, was ihr auch bewusst mitgebracht habt, um mal zu zeigen, Colin, es gibt auch noch ganz andere Sachen. Genau. Und Colin weiß noch nicht, ob er bereit dafür ist, die Begeisterung mit euch zu teilen. Also, wenn ihr das abstimmen wollt, stimmt bitte nicht für eure Lieblingspizza ab. Sondern nur, wenn ihr das Bier auch tatsächlich kennt. Ja, da bin ich gespannt. Ich bin mir sicher, dass es ein paar Leute kennen werden. Ich gebe eine 9. Ich gebe auch eine 9. Ihr wisst schon, was das bedeutet, ne? Ja, ja. 9. Das ist tatsächlich je nach deiner Note. Wir haben tatsächlich zwei Biere jetzt, ne? Um mal kurz hier, wir haben zwei Biere, die sind, glaube ich, mit 9, 8 und 7,5 gerade an der Spitze. Das Augsburger Herrenpilz Pilsner Urquell. Ich möchte mich da jetzt fast enthalten. Du musst es jetzt mathematisch auch ausrechnen. Was, also es ist halt so, das ist jetzt ein bisschen albern, dass das teuerste Bier mir jetzt auch am besten schmeckt. So, das ist jetzt auch komisch. Aber es ist aber einfach gut. Es ist halt einfach gut. Ja, ja, ich meine, ihr seid definitiv intensiver unterwegs. Ich bin da, kann einfach nur sagen, ob es mir schmeckt oder ob es mir nicht schmeckt. Und ja, der fünfte Schluck ein bisschen schlechter. Ich habe es gerade Kokosnuss gekriegt, aber das kann halt nicht sein. Mhm. Bin ich also der interessierte Laie spricht jetzt aus mir, ne? Der sagt, ich bin noch nicht so weit. Ich weiß, was mir schmeckt und ich bin noch nicht sicher, ob mir das andere schmeckt. Deswegen muss ich an dieser Stelle. Wie, du gibst dir 3. Nein, also wenn Colin Smart wäre, könnte er jetzt weil das entscheidet sich gerade, wer der Spitzenreiter ist. Wenn Colin Smart wäre, jetzt tatsächlich auch schnell ausgerechnet, darfst du es aber nicht mehr in der Lage, glaube ich. Er kalkuliert noch. Nee, keine Sorge. Wir machen ja noch. Nein, das ist so individuell. Da wird meine 6, die ich jetzt hier gerade gebe, weil es für mich eben durch diesen Spezialgeschmack, da ist mir das Happy Pilz lieber. Was denn für ein Spezialgeschmack? Ja, diesen leichten Hauch von IPA. Ja, aber Colin, du hast es doch eiskalt ausgerechnet, mein Lieber. Wieso denn? Naja, wir haben hier eine 24 und bei diesen Bieren sind wir bei 24,5. Du hast also, das ist das Problem, dass der zuletzt Votende dann anscheinend das Zünglein an der Waage ist, aber du hättest ja auch eine 10 geben können. Guck mal, wie unauffällig. Ich habe es nicht berechnet. Ich bin einfach der Laie. Weißt du, was ich sag? In der Gruppe. Ja. Der trinkt jetzt mal die Karlskrone aus. So, Karlskrone, machen wir damit weiter? Ja. Karlskrone, okay, wir brauchen neue Gläser, liebe Regie. So, wir haben jetzt noch 3 Sorten, die wir jetzt hier richtig schnell. Wir haben noch eine, das ist tatsächlich, ich habe noch einen Bäckerpilz gehabt. Halt mal noch ein bisschen was für später mitgebracht. Wir haben nur noch eine. Oh, das ist doch fantastisch. Also, save the best for last, sozusagen. Genau. Okay, also, ab in Venuskeller, wie man... Im Wasserbecher. Eieieiei. So, hier ist noch ein Wasser, ist deiner, glaube ich, oder was? Also, man könnte sagen, dass dieses, also es gibt... Sicherlich Leute, die sagen, dieses farbreduzierte Konzept, das soll Understatement und Coolness suggerieren. Man könnte aber auch sagen, wir haben einfach gespart. Ich bin eher Team 2. Na, ich glaube halt, wenn du billig kaufst, wollen die Leute auch nicht, dass du irgendeinen Distinktionsgewinn kriegst darüber, dass es irgendwie schön aussieht. Wenn du billig kaufst, sollst du auch billig kriegen. Ja, aber du wirst doch schon selbstbewusst in der Bahn sitzen und sagen, schaut her, auch mein Bier hat eine Krone. Du willst halt sagen, ich habe 45 Cent ausgegeben. Und da stehe ich dazu. Da stehe ich dazu. Ja, absolut. Ich kaufe mir das T-Shirt dazu. So, mehr darf ich halt nicht. Ja. Ich kriege also, halt keine schöne Seite. Karlskrone gegen Perlenbacher antreten lassen, auf jeden Fall. Vom Design her. Na, das ist eher Jefer, ne? So. Ja. Ja, würziger Pilzgenuss. Also ich bin auch eher, ich bin schon eher bei dem Minimalistischen. Das Aldi Süd, ne? Ich wollte gerade sagen, weil Aldi Nord hat tatsächlich das Maternus. Aber was ich ja vom Namen her auch sehr Ich muss dich korrigieren, es ist auch Aldi Nord. Das ist ja das Logo von Aldi Nord. Logo möglicherweise gibt es beides. So, Aldi Süd wir trinken besser. Die letzten. Wir müssen noch warten. Na, ihr kriegt halt hier diese angemessene Wassergläser werden jetzt hier gereicht. Hier ist noch ein bisschen Wasser drin, ich kipp das mal kurz weg. So, hier. Okay.
Ich trinke nochmal einen Schluck von deinem Pizzapilz. Also ich schnuppert mal dran, es riecht würzig, aber es riecht kaum nach irgendwas. Terpentin. Die Acetyl. Ich krieg so Terpentin-Noten. Hallo Geschmack. Also so riecht's für mich. So, so da kommen frische Gläser. Ah, komm, nein, wir nehmen jetzt hier. Ja, nein, wir? Nee, wir nehmen die letzten Gläser. Komm, ja, okay. Wir. Hast du Plastikgläser vielleicht vor uns? So viel Zeit muss sein. Okay. So, das ist ja wissenschaftlich alles. Wir nehmen hier auch noch mal. Ja, wir haben noch die Röckchen. Okay. Die Röckchen. Heiko zieht das noch mal durch, macht die unbedingt. Röckchen dran. Jetzt nicht nachlassen. Ja. So. Ja, ich bin mein Motto gespannt. Ist immer nachlassen. Auf jeden Fall nachlassen. Ist die raue Seite oben oder die flache Seite? Nee, ist richtig. Das muss jetzt auf, lass mich das dann mal kurz googeln. Ein Radler ist oder nicht? Nee, lass uns das mal kurz. Ich bin für die raue Seite oben. Können wir das mal abstimmen? Möchtet ihr lieber die raue Seite oben haben oder die andere? Ich glaube, man kennt es ja nur bedruckt. Normalerweise, ne? Diese neutralen sind sehr selten. Ich probiere das mal im Geschmack her. Was steht denn da sonst drauf? Ist nicht so gut. Also der jeweilige Bierlieferant, der Kneipe, wo du es bekommst. Das ist doch auch der Trick, dass vorne steht meinetwegen Köpi drauf und du drehst es um und der Bierwart weiß, ach, das ist ein Radler. Das denke ich mir gerade nicht aus. Das klingt wie eine Verschwörungstheorie. Nee, das ist genau das, was man sagt. Warum sind denn hier zwei umgedreht und einer normal? Warum kann ich da lesen werden? Und dann sagen die, ja, dann können wir auseinanderhalten, ja, ob das ein Radler ist oder ein Pilz. Du suchst halt Muster in einer chaotischen Welt. Guck in den, guck in den, sie dir zu erklären. Lies den Chat. Die werden sagen, ja, genau so ist es. Okay, schon besoffen steht da. Ja? Nee. Raue Seite oben, ja, kann sein. Ich glaube, diese komplett Frage fertig, der Colin. Auf keinen Fall betrunken genug, um Colin noch zurechtzuweisen. Ja. Aber deswegen, ich bin jemand, ich traue mich auch mal, Leute darauf anzusprechen. Auf das finde ich gut. Und daher spreche ich in diesem Colin Fall, hat recht, macht man so. Ja. Colin hat recht. Ah. Womit hat Colin recht? Das, ich dass weiß, er das auch anders genau, rum ist, das ist ein Radler. Hat er was labert Colin genau? Das ist tatsächlich. Okay, ich kippe jetzt hier das mal letzte Bier. Einfach so rein, dass es Schaum bleibt. Das große Finale. Wir schön in die kommen bei dem Tisch auch perfekt hin, die 20 Biere. Ja, haben wir gut gemacht. Haben wir das war ja auch mein Meridian. Ich habe das ausgemessen vorher und gesagt. Ja, wir haben aber noch keinen. Haben wir überhaupt einen Community Vote für das Pizzapilz? Hat es irgendjemand von euch getrunken? Gibt es irgendwelche Abstimmungen? Ich hab nur, ist nicht wirklich repräsentativ, muss ich sagen. Ich kann euch eine Zahl sagen, aber das waren sehr wenig Leute. Bitte die Zahl. 7. Ja, ja, repräsentativ, sehr gut. So, die Sache ist halt, Karlskrone ist natürlich, es geht um Karl den Großen, so, das soll Assoziationen erwecken, also Größe, History, Vergangenheit. Die Krone soll etwas Edles erwecken. Die Flasche hingegen wieder nicht. Ja. Das ist also widerspricht sich. Es ist ein Bier der Widersprüche. Ja. Und vor allem muss man ja fairerweise sagen, in einer Welt, in der alles rechtlich abgesichert ist, die Markenrechte von Karl dem Großen abgelaufen. Sind irgendwo im Nirvana unterwegs. Da ja. Sagt man einfach, wir schnappen ihn uns und er dreht sich in seinem Grab. Wenn die Nachfahren kommen, dann kann man immer noch mal mit dem sprechen, sagen, wir haben den Karl gar nicht gemeint, sondern Karl den. Ihr Karl vom Dach. Nee, den haben wir auch nicht gemeint. Der ist ja Karlsson. Genau, so Karl den Freundlichen. Ja. So. Okay, die Nase. Okay. Riecht nach nichts. Ja, das ist unser letztes Bier heute. Es riecht immer noch nach nichts. Unser letztes Bier. Ja. Wir haben tatsächlich. Kannst du mal mein Bier riechen, ob du was riechst? Riechst du was? Ja, da rieche ich was. Eine gewisse Blumigkeit ist da. Ja, ich rieche nichts. Ja. Das sind die Nebenhöhlen. Okay. Es war nämlich tatsächlich früher, ich habe es gerade gelesen im Chat, früher wurden die Biere der Marke Aldi unter dem Namen Karls Quell. Also die kenne ich sie auch noch aus der Jugend. Daraus wurde Karls Quell. Naja, es hat edler geworden. Ne? Also die Quelle hat sich ein bisschen abgelebt. Der Geschmack ist aber wirklich, der Sprung von Crack auf die Karls Krone ist. Ja. Wir haben Uke verloren, meine Damen und Herren. Das ist tatsächlich, das ist die Erdung. Es ist richtig, dass wir es so gemacht haben. Es war vielleicht falsch, man hätte positiv enden können und nicht so. Aber es ist halt. Nee, Freunde, das muss man nicht machen. Ich weiß nicht, wo ihr seid, wie es euch geht, aber wenn ihr mal im Aldi steht und sagt, ich möchte mir ein Karlskrone-Bier kaufen, dann ruft mich bitte an und wir finden einen Weg für euch daraus. Ja, wir können das klären. Ja, es ist. Die Vokabeln lassen langsam nach, aber es schmeckt wirklich seltsam blumig, fruchtig. Ja, es hat einen Fruchttouch. Ja, es hat einen Fruchttouch, unbalanciert. Gefühlt besser als das Perlenbacher auf jeden Fall. Also eine 2 ist es nicht. Eher eine 3. Ja. Also es ist, glaube ich, schon, es schmeckt schon anders als das Perlenbacher, ne? Diese Fruchtnote haben wir beim Perlenbacher jetzt nicht gehabt. Ja. Da hat man gesagt, so eine Nuance mehr muss das drin sein. Das verändert, ist es eher so die Low-Budget-Version, vielleicht vom Heineken zum Beispiel. Okay, so schlimm? Ich finde es nicht, ich bin nicht erfreut. Ja, über diese Erfahrung. Also,
Und da bin ich jetzt auch froh, dass der Kühlschrank noch so kalt war. Also das ist halt, das ist, ich bin gespannt, was ihr sagt. Das ist natürlich auch wieder so ein Bier, was sicherlich quer über die Republik, wenn man dem glauben darf, Aldi Nord, Aldo Süd verteilt ist. Insofern bin ich gespannt auf die Note. Aber erstmal sind wir dran an dieser Stelle. Uke, ich möchte dich doch, ich habe so ein Gefühl. Das ist halt eine Eins. Noch, das ist eine Eins. Oh. Eine Eins, okay. Das ist auch noch ein bisschen, es ist wirklich so Statement-Time jetzt. Na, es ist halt unter, ja? Es ist halt schlimmer als Perlenbacher. Und es war ja noch kalt. Also es war halt kalt. Ich will gar nicht wissen, wie das gewesen wäre, wenn es halt nicht kalt gewesen wäre. Ich sage, es ist besser als Perlenbacher. Ich sage, es ist besser als 5,0 und gebe eine 3,5. Das ist gar nicht zu fassen. Das, ich glaube es nicht. Wäre ich jetzt Simon Kretschmann, würde ich ja alles aus dem Durcheinander schmeißen. Und ich danke dir, weil du es gerade quasi legitimierst, was jetzt bei mir kommt. Weil das ist eigentlich die konsequente Fortführung. Nicht ganz so radikal, ja, der Step, aber er ist da. Ich gebe die 4. Du gibst die 4, ja. Ja. Was ist denn ich gebe los? Nicht, nee, das kann nicht, das, so weit geht's nicht. Weil die Blumigkeit ist wieder, aber das ist mein Problem, nicht euer und auch nicht das der Brauereien. Aber eine 4 ist okay. Also, das ist für mich überhaupt kein Perlenbacher gewesen. Ist, also das, aber es ist okay. Diese Party, von der du vorhin gesprochen hast, da würde ich nicht anbieten. Wäre das eine Sache, wo du sagen würdest, ach, komm, da kommt mal so eine gute Karlskrone auch mal. Nee, aber wenn es das vom Fass gäbe und ich würde nicht sagen, welches Bier es ist, dann wärt ihr vielleicht diejenigen, die sagen würden, komm, wir lassen uns was kommen vom Biertaxi. Ja. Aber viele andere würden sagen, oh ja, keine Ahnung, was das ist, aber es tut seinen Zweck. Ne? Ich glaube, es wurde noch niemals Karlskrone vom Fass wahrscheinlich. Aber auf deiner Party. So ein Plastikfass. Ich komm auf jeden Fall gerne rum. Ja. Ich bin gespannt, was habt ihr denn jetzt? 6,1. Also auch das ist ja natürlich schon okay. Wer war das? Was ist da los? Erklärt euch. Mal ganz kurz. Ja, es gab auf jeden Fall einige Zehner auch Wertungen. Ja. Ja. Also ich verstehe. Okay. Ja. Gut, ab sofort, ich sag, neue Serie auf Rocket Beans, die Bierakademie, wo wir gemeinsam versuchen, uns dem Bierkonsum zu nähern und Geschmacke zu testen und Sachen auszuprobieren, weil das ist halt nicht okay, Freunde, das ist halt nicht okay. Und das kann ich ja auch gut verstehen aus der Perspektive derer, die wissen, was diese Welt noch zu bieten hat, in die wir heute das erste Mal so ein bisschen eingetaucht sind gemeinsam. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, du hast es eigentlich schon vorweggenommen, wir können das gerne mal wiederholen und wir können auch mal ein bisschen spezieller werden und wir können natürlich auch sagen, wir wollen mal so ein bisschen auf der Knospenstraße, damit du mir nicht immer vorwirfst, auf zu sagen. Auf der Knospenstraße? Ja, auf der Knospenstraße mehr Abzweigungen nehmen, ja, weißt so, okay, du? Ja. Und nicht nur immer am Hauptzweig entlang. Das ist, mag natürlich der dicke Zweig sein, an dem sich alle orientieren, aber aufregend wird's, wenn wir mal abbiegen und sagen, der, ups, was hast du gesagt? Der auf der Knospenstraße. Die Bilder purzeln, Colin, die Bilder purzeln. Das ist aber was nichts Ungewöhnliches. Also, wir haben hier ein sehr differentes Bild auf jeden Fall, das kann man ja sagen. Wollen wir das nochmal zusammenrechnen, ja, jetzt? Also, zusammenrechnen brauchen wir es, glaube ich, nicht so richtig im Detail. Wir haben, aber wir können zumindest uns die Ausschläge noch machen. Ich trinke mal deinen Pizzapilz aus, ne? Also, gucken wir mal in die Neuner. Die Neun habe ich nicht ein einziges Mal gezückt. Ich war heute nicht von nichts so begeistert, überrascht oder irgendwie auf der Straße, dass ich dachte, das muss ich immer nehmen, was aber nichts bedeutet. Ihr habt die Neun hingegen gezückt, Pilsener Urquell. Heiko, da warst du sehr begeistert. Gleich gilt natürlich für die Augsburger Herrenpilz-Varietät, die wir hier hatten. Und die Neun bei den Pizza-Pilz. Ja, drei geile Biere. Geschichten, ja. Das ist eine Menge. Du hast dreimal die Neun gezückt. Uke, du warst ja nicht ganz so freigebig, wenn ich es gerade sehe. Du hast es tatsächlich nur beim Pizza-Pilz getan, um direkt danach mit der Eins zu kontern. Ja. Also du hast auf jeden Fall das nochmal ausgenutzt, der die Skala, die wir haben. Der Abschluss war dann hart, ja. Ja. Ein großer gemeinsamer Nenner ist auf jeden Fall hier das Pilsener Urquell. Du hast es schon berechnet und auch das Augsburger Herrenpilz hat uns gut geschmeckt. Das sind geschmeckt. Die beiden quasi beiden höchst bewerteten. Danach das Pizza-Pilz. Ja. Und dann eben aber auch in diesem Jäfer Flensburger Bereich, da waren wir uns auch relativ einig und fanden es alle ziemlich gut. Ja. Ja, und ihr habt ebenfalls mitgemacht, ihr habt abgestimmt. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr es als Video seht, gerne noch das Ganze irgendwie nachholen und dann auch mal drunter schreiben, was euch gefallen hat, was nicht. Und vor allem, ob ihr vielleicht so, ja, Bereiche in die Seitenstränge der Knospenkultur. Trappistenbiere. Ja, um da mal rüber zu gehen. Ich glaube, an euch würde es nicht scheitern. Ich habe auch ein großes Interesse, weil ich habe auf jeden Fall einiges gelernt hier. Und es ist eben immer faszinierend zu sehen, so, was es alles gibt. Ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, sich zu sensibilisieren mit mehr Wissen, worauf man achtet und nicht einfach nur schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Ne? Deswegen, vielen Dank, lieber Uke. Vielen Dank, lieber Heiko. Dass wir heute sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, lieber Colin. Es war mir eine, ich wollte gerade sagen, große Freude, aber die Eins hat es so ein bisschen verdorben. Es war an vielen Stellen eine große Freude, ja.
Damit kann ich arbeiten, Heiko. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß und rügst mich nicht. Nee, also ich fand es auf jeden Fall bestechend, wie wir jetzt die 20 runtergerockt haben. Ich muss gerade gucken, dass ich auf Antwerpen auf jeden Fall noch alle Biere einchecke. Das Frühlingspilz hatte ich noch nicht. Ich habe auch schon Freundschaftsanfragen aus der Community bekommen auf Antwerpen. Nein, es war tatsächlich ein Fest. Also ich fand es wirklich, also die Differenzierung fiel mir schwer. Also ich finde ja gerade Löffel, Messer, Gäbel zeichnet sich ja daraus aus, dass man möglichst lyrisch über vielleicht alltägliche Geschmäcker spricht. Das fiel mir auf Strecke schwer, aber wir haben es durchgezogen. Und wir haben 20 Pilsener gehabt und mal gucken, wo uns die Reise noch hinführt. Wie du noch reden kannst nach diesen 20 Bieren. Wer mehr von Heiko hören möchte, ich empfehle den Podcast Die Wahlfahrt, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. In diesem Sinne, habt einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat in den Kommentaren. Drink responsibly, das ist auf jeden Fall das Motto, was wir euch noch ans Herz geben wollen. Also, in diesem Sinne, legen wollen. Macht's gut, habt einen schönen Abend, habt einen schönen Tag, habt einen guten Morgen, was auch immer und wann auch immer ihr uns. Tschüss. 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 Zum Wohl. Wir alle sind hier wegen dem Bier. Du trinkst Bier. Und du trinkst auch ein Bier. Wir alle trinken Bier.